guten Abend, meine Damen und Herren, zum Plankenschnack Numero 51. Und wie wir das gesagt haben zum Jubiläum, wir machen da mal so ein, zwei Sachen anders. Und wir fangen heute damit an. Und dazu haben wir uns folgenden Gast eingeladen. Diesen wunderschönen Herren, der in einem scheinbar schwarzen Loch wohl wohnt. Hast du ja, eigentlich noch genug Sauerstoff? Ja, ja, geht noch, geht noch. Einen wunderbaren guten Abend an alle da draußen und natürlich auch an euch. Schönen guten Abend. Hi. Hi. Hallo. Guten Abend. Okay. Vielleicht, Sleth, möchtest du dich kurz nochmal vorstellen, weil ich denke ja mal, dass das ein oder andere Gesicht da draußen dich vielleicht noch gar nicht kennt. Ja klar, kann ich machen, na klar. Wie gesagt, Markus ist mein Name, Sleth zockt hier so auf Twitch, bin Redakteur, war bei der Computec Media AG tätig, 4 Jahre lang, bekannt durch die PC Games wahrscheinlich. Und da irgendwie eine Festanstellung da super schwer zu bekommen ist, habe ich mich 2012 selbstständig gemacht als Freelancer. Hab ein bisschen YouTube nebenbei gemacht, bin durch YouTube irgendwie hier auf Twitch gelandet, streame hier halt so ein bisschen rum, so 4-5 Tage die Woche. Variety-Streamer mit, ja, der quasi alles spielt, außer die Hype-Spiele, sowas wie PUBG oder GTA, RP, das spiele ich nicht, weil es mich nicht sonderlich interessiert. Halt bei mir so die bunte Mischung von Haribo, wo man sich alles mal anguckt, worauf ich halt eben Bock habe. Auch so ein Underground-Streamer, ja. Ja, absolut, absolut Underground, under the radar. Also könnte man schon sagen, dass du Ahnung von Computerspielen hast? Ich darf sagen, ich habe das Privileg oder das Glück gehabt, dass ich mehr oder minder mein Hobby, also das Spielen, irgendwie zum Beruf gemacht habe, über die Redakteurschiene, also eben darüber zu berichten, sie beruflich zu spielen und jetzt im Stream natürlich dementsprechend eben auch dann spielen zu dürfen, wo halt eben Leute noch zuschauen. Das, was mich interessiert, gehe ich von aus, dass man sagen kann, dass ich mich damit eben auseinandersetze, teils kritisch, was den Leuten dann vielleicht ein bisschen aufstößt, weil ich immer irgendwas zu kritteln finde, weil kein Spiel ist irgendwie perfekt. Aber ja, ich denke mal schon. Außer Witcher 3. Ja, war schon ein sehr gutes Spiel, definitiv. Vor allem die DLCs kannst du gut loben. Also da können sich viele eine Scheibe abschneiden. Nee, auch das hatte seine Makel. Aber sie haben halt gut nachgepatcht, kann man sagen. Sie haben gut nachgebessert. Ja. Glücklicherweise, sonst wäre es kacke gewesen. Weil ich konnte nämlich nicht weiterspielen. Ab einem gewissen Punkt. Ja. Oh, stimmt. Du hattest damals diesen... Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Und ich habe extra eine Woche später angefangen, das Spiel zu spielen. Und da war der Fix nämlich schon draußen. Bevor wir jetzt überhaupt irgendwie schon reinspringen in die Materie. Wir haben uns was überlegt. Der ein oder andere hat das ja vielleicht sogar schon mitgekriegt, dass wir uns ab und zu mal neu erfinden. Und wir haben uns jetzt überlegt, ich habe mit Markus auf der Gamescom gesprochen und so zwischen Tür und Angel und da ist mir, naja nicht nur mir, sondern uns ist eine gute Idee gekommen. Und ich glaube, Sali und Slappy würden euch gerne was von dieser guten Idee erzählen, wie denn jetzt hier in nächster Zeit verfahren wird. Ja, erzähl mal, Slappy. Ja, Slappy. Ja, ich erzähle das gerne. Und zwar haben wir uns überlegt, wir laden uns alle 2 Wochen zum Anfang des Monats Leute mit Ahnung ein, damit ausnahmsweise tatsächlich mal mit Ahnung berichtet werden kann, was so im nächsten Monat passieren wird. Und zwar auf dem Spielemarkt. Das heißt, wir werden alle 2 Plankenschnacks, also alle 4 Wochen sozusagen zum Monatsbeginn, über Videospiele reden. Und zwar Videospiele, die in diesem Monat folgend erscheinen werden. Und damit fangen wir heute tatsächlich an. Wir werden heute den ganzen Plankenschnack nur über Neuerscheinungen des Oktobers sprechen und vielleicht noch ein bisschen September, falls wir noch nicht darüber geredet haben. Aber das ist der Plan. Und da freue ich mich drauf. Nun, Markus ist, glaube ich, sehr häufig demnächst da. Ja, als du mich angesprochen hast, erstmal war ich schockiert, positiv erfreut. Wie gesagt, ja, gerne. Wie gesagt, wenn ich darf, lieben gerne. Weil du hast ja Ahnung. Ich hoffe, wie gesagt, solange wie wir nicht über PUBG oder GTA reden, weil da kann ich, wie gesagt, leider nicht viel zu sagen. Das ist halt an mir vorbeigegangen. Ich schon. So ist das nicht. Nein, aber der ganze Gedankengang dahinter, um das nochmal kurz aufzufrischen, ist, wir haben sehr oft Gäste,
die leider Gottes nicht ganz so viele unterschiedliche Dinge spielen und da nicht so drinne stecken wie beispielsweise Slappy in seinen, ich sage jetzt mal Indie-Games, Sali in ihrer PS4-Welt und ich in meiner Computer-Welt. Und weil das sehr weit unter den Tisch gefallen ist, auch in der ganzen Zeit jetzt, haben wir uns überlegt, dass wir das jetzt immer machen. Weil ihr da draußen wollt ja wissen, was rauskommt. Und warum sollen wir das nicht hier abhandeln und darüber diskutieren und darüber sprechen? Denn wir sind ja hier quasi auf Twitch und hier geht's um Games. Nicht wahr? So war es mal ursprünglich. Ja. So war es mal ursprünglich. Aber, Freunde der Sonne, wie waren denn so die letzten 2 Wochen? Weil das werden wir auf jeden Fall nicht ablegen. Dali? Ich spiele Dragon's Dogma. Warum? Weil ich es vor 5 Jahren schon einmal gespielt habe. Und vor 5 Jahren habe ich es sehr, sehr hart durchgesuchtet. Ich weiß, dass ich damals, da hat noch jemand bei uns gewohnt und ich bin im Schlafzimmer gewesen, habe im Schlafzimmer einen Laptop gehabt, habe ein Tablet gehabt und hatte Sachen ausgedruckt, um mir meinen Charakter perfekt zu erstellen und Sachen zu sammeln. Und ich habe überall Listen gehabt und ich habe dieses Spiel wirklich verschlungen. Und da es diese letzte Woche für PlayStation 4 neu erschienen ist und ich nochmal 100% Achievements holen kann, habe ich mich, ja, ich war eigentlich nur ganz kurz auf der Seite und habe so ganz kurz geschaut mit der Community und habe den Trailer gesehen. Und wenn ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, es war so schön, es war so schön, es war so kaufen, runterladen, es war so schön. Und habe das aktuelle Spiel, was ich gerade gespielt habe, beendet, habe gewartet, bis die 17 GB runtergeladen waren, habe es direkt angemacht. Hat Slappy das gespielt? Ich meine, ich weiß von Slappy, dass er auch viel Dark Souls gespielt hat und das auch mag. Und oft wird ja gesagt, Dragon's Dogma sei wie Dark Souls. Jeder Scheiß heutzutage ist wie Dark Souls. Ja, aber bei dem Spiel kann man es vielleicht noch eher nachvollziehen. Hast du es gespielt? Selbst Cuphead war wie Dark Souls nach manchen Leuten, weil es schwer ist, weil man häufig stirbt. Ja, stimmt, ich hatte es auch im Titel stehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, please, nee, ist nicht wie Dark Souls. Was ich bei Dragon's Dogma erwartet habe, war halt so ein schönes Rollenspiel à la Morrowind oder Gothic 2, wo man sich einfach verlieren kann und einfach 100, 200 Stunden reinsetzen kann und halt sich seinen Charakter hochspielt sozusagen, eine schöne Story erzählt bekommt und halt gegen interessante Gegner kämpft. Wenn es dann noch schwierig ist dazu, nehme ich es auch mit. Ich habe es gestreamt sogar, als es damals für den PC rauskam, aber ehrlich gesagt, nein. Ich habe es, glaube ich, 2 Streams oder so nur gespielt. Es wurde mir tatsächlich nach der ganzen Charakterentwicklung und als man dann in die Story reingeschmissen wurde, ich musste in eine Stadt laufen, bin ich dann angekommen und aus dieser Stadt musste ich dann irgendwo hin. So, und irgendwie hat mich das Interesse verlassen bei dem Spiel tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich es gestreamt habe und mehr davon erwartet habe. Wahrscheinlich hätte ich es selber gespielt, hätte ich mich darin tatsächlich komplett verlieren können. Aber irgendwie so, dem Chat hat es keinen Spaß gemacht, hatte ich das Gefühl damals. Ich meine, es ist jetzt schon 1,5 Jahre her oder so. Mir hat es dann aufgehört, Spaß zu machen und dann habe ich es abgebrochen. Also ich habe es nicht direkt zur Release gespielt auf der PS3, sondern erst mit der ersten Erweiterung Dark Arisen. Das kam dann ja nochmal gebundelt raus. Da habe ich dann halt eben reingeschaut, versucht das Ding zu Let's Playen. Und viele hatten halt gesagt, ja, ist ja so tatsächlich ähnlich wie Dark Souls, guck's dir doch mal an. Und dann habe ich es mir halt eben angeschaut. Wie halt, prinzipiell mag ich auch so Open-World-Rollenspiele, aber ich kam mit dem Spiel halt gar nicht klar, weil es ist halt wirklich nicht wirklich Skill-based, sondern ein Grinder. Du musst halt erstmal leveln, damit du halt irgendwann eine Chance hast, gegen die Gegner zu kämpfen. Bist du Unterlevel oder hast nicht die gute Ausrüstung, machst du halt überhaupt keinen Schaden. Und damit kam ich gar nicht klar. Das heißt, ich habe quasi mit Pommes-Piekser auf Monster eingehackt und es ist halt nichts umgefallen, außer ich permanent. Und das hat mich dann irgendwann gefrustet. Ich habe alle Klassen durchprobiert, ich habe versucht umzuskillen, ob ich halt mit Bogenschießen gut klarkomme oder im Nahkampf oder halt mit Zaubern. Und ich hatte immer das Gefühl, dass meine Begleiter, weil du hast ja immer diese Gruppe mit dabei, aus diesen Pawns, irgendwie 3, 4 Leute sind mit dabei, was mich genervt hat, weil die auch permanent gelabert haben. Das heißt, du hattest halt immer irgendwas um dich rum, was erzählt wurde. Oh, guck mal da, ich habe irgendwas gefunden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, tut mir leid, bevor ich jetzt weiterspiele und hier ein absolutes Salzfest draus wird, das Spiel und ich werden keine Freunde. Ich muss aber sagen, das System hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil die Charaktererstellung in dem Spiel ist sowieso schon mal super geil. Und dass ich dann noch einen Charakter erstellen kann, der quasi mein Lakai oder wie die heißen, ist. Vasalle. Es ist dein Vasalle. Genau, mein Vasall. Und dass ich dann noch Vasallen von Steam-Freunden mitnehmen kann. Ich habe mir dann natürlich die stärksten rausgepickt.
Das war ein super System, fand ich total gut und die helfen mir und die sind tatsächlich, haben eine intelligente KI, die die ganze Zeit mitspielt und so. Da muss ich sagen, das hat mir, deswegen, das hatte ich vorher schon gesehen und hatte mir schon gedacht, oh, das ist ganz cool. Ich habe es mir sogar zweimal gekauft. Ich habe es einmal für die PS3 und einmal für den PC tatsächlich mit zugelegt, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also es ist wirklich großartig, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und dem Ganzen und die, also ich spiele es momentan auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und ich brauche, ja, aber ich brauche zwei Schläge und bin tot. Aber trotzdem mache ich mit Anfang 20, gehe ich Chimären legen. Also es ist möglich. Es ist dann auch wirklich ein anspruchsvoller Kampf und da geht dann mal 5 Minuten und du bist konzentriert und am Laufen und am Machen und am Tun. Ich hole mir nicht die stärksten Vasallen, weil ich könnte mir gleich von jemand Bekannten könnte ich mir die Vasallin mitnehmen, die Level 133 ist. Aber, ja, aber das ist, dann kriegst du auch weniger XP, oder? Im Kampf. Du kriegst weniger XP, aber trotzdem, ne, grinden so ein bisschen kannst du hier und da. Ich liebe grinden. Die schwarze Brett-Herausforderungen sind sowieso nach dem Motto, mach 50 von denen, mach 10 von denen und so. Da ist das Grinden spielerisch drin eingebettet. Und es ist super. Also es macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Also du grindest mit Quests, nicht jetzt irgendwie, dass du dich alleine irgendwo hinstellst und einfach den gleichen Mob-Typ 2 Stunden lang bearbeitest. Manchmal sage ich, komm, wir gehen nochmal den Weg, weil ich jetzt gerade so ein paar Punkte haben möchte. Lass 2x Nacht werden und lauf 2x den Weg nochmal ab, um die Viecher mitzunehmen. Da muss und ich dann sagen, sag ich, ist mir langweilig und dann gehen wir dahin und dann machen wir das. Und oh, guck mal, da hinten ist eine Chimäre. Erstmal das Feld sauber machen, ne? Sterben, das Feld nochmal sauber machen und dann, es ist super. Also, es macht echt. Ich weiß nicht, wie es bei Slabby ist oder bei Dizzy. Ich bin da mittlerweile WoW geschädigt. Das heißt, so ganz normale Standardquests in Spielen, wenn es wirklich nur ist, hole, sammel Brote um. Ja, das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Das muss ich jetzt nicht unbedingt noch 100 Mal machen, nur um halt eben zu leveln. Das habe ich halt exzessiv damals in WoW gemacht. Und in anderen Spielen, wenn es halt nicht wirklich eine coole Nebenstory ist, finde ich es halt mittlerweile super langweilig. Kommt immer auf das Spiel an. Ich habe in Dark Souls habe ich auch gegrindet damals, als ich noch schlecht war in Dark Souls, sage ich jetzt mal. Habe ich mich auch irgendwo hingestellt. Ist ja nicht questbasierend. Ja, ja, aber da muss ich mich ja auch hinstellen und diese Schleimis die ganze Zeit grinden, weil ich meine Waffe verbessern wollte, weißt du, mir noch ein paar Steine fehlten. Klar. Es gibt aber haufenweise Sidequests. Ja. Die gibt es und die sind wirklich, es sind tolle Quests dabei. Alles ist vertont. Jede Quest ist vertont und das ist richtig groß. Also das gibt es selten, dass wirklich jede Quest vertont ist. Super. Es ist nur auf Englisch, das ist kein Problem, mit deutschen Untertiteln. Es ist großartig. Mhm. Also, ich habe sehr, sehr viel Spaß dran und freue mich drauf. Aufs DLC freue ich mich nicht so sehr, weil ich weiß, das war bockschwer. So im Gegensatz zum Hauptspiel, was ich einfach schon gespielt habe und deshalb weiß, was ich machen muss. Aber das DLC, da gibt mir noch ein bisschen die Muffe. Mal gucken. Mhm. Ja, ich habe übrigens einen Stream gespielt, dann habe ich wieder ausgemacht. Ja. Es gab kein ich musste so oft hin und her laufen, fand ich so bekloppt. Es gibt später es gibt später Schnellreisesystem. Ja, also, später, zu spät. Ja, Level 15. Ja, zu spät. Es hat keine. Nee, das hat. Also, das ja, hat plus was halt eben noch schwierig bei dem Spiel war, fand ich persönlich, du hast ja noch diesen Tag-Nacht-Rhythmus, wo nachts halt schwere Gegner draußen sind, eben um halt vielleicht nochmal schneller leveln zu können oder grinden zu können. Aber das heißt, du musstest halt dann quasi immer die Zeit verstreichen lassen, wenn du wirklich nur von A nach B wolltest und nicht in der Nacht reisen wolltest. Die Komponente kam dann auch noch dazu. Also insgesamt, es war ein Paket, was mir persönlich halt irgendwie nicht gefallen hat. Du kannst in jedem Gasthaus rasten und ja, sagen, ich weiß, bis morgens aber oder bis abends. Das ist halt nicht unbedingt das, was ich mag. Das war nämlich, wo ich damals aufgehört habe. Ich musste von dieser großen Stadt da, wo man das erste Mal irgendwie so ein paar Systeme erklärt bekommt, ich weiß gar nicht mehr Transoren. Genau. Ja, genau. Musste ich irgendwo hin. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinlaufen soll und wann ich da ankomme. Und dann war ich so mitten auf dem Weg, weil ich irgendwie erst rumgeirrt bin. Und dann wurde es plötzlich Nacht und es kam ein fetter Drache auf mich zu. Und der Drache hat mich umgebracht. Und es waren einfach mal 2-3 Stunden rumgerenne für den Arsch, weil das Spiel keine Autosave-Funktion hat. Oh wow, seid ihr Sissies. Ja, nee, wobei apropos Sissies, habt ihr Cuphead gespielt? Moment, eine Sache noch dazu. Wobei, Sali, in dem ersten Dorf, wo du anfängst, kriegst du ja eine Quest. Da musst du irgendwo ja links raus irgendwas machen. Und da kommst du aber an Gegner vorbei, die absolut überlevel sind. Und da habe ich mich an der Stelle gefragt, was erwartet das Spiel? Du bist den Berg nach oben gelaufen, wo die Banditen stehen. Die Kugel runterrollt. Da sollst du aber nicht rauf. Das kommt später, der Hexenwald.
Aber die Quest gibt es direkt im Startgebiet und es steht kein Level dran. Woher soll man das wissen? Ich bin da halt hoch, bin der Kugel ausgewichen und oben stand irgendwie so ein Hauptmann, der sagte, ja, schönen guten Tag, boop, tot. Ich dachte, what? Aber ja, das muss ich sagen, finde ich persönlich nicht schlimm. So, ich mag es nicht, wenn das Spiel mir zu viel, du musst Level 20 sein, um hier reinzukommen. Du rennst halt irgendwo rein, wirst halt sofort ge-one-hitted und dann weißt du, ah, okay, da besser nicht reingehen. Das finde ich in Ordnung, das ist halt ein Spiel für Erwachsene und ich möchte nicht an die Hand genommen werden, sondern halt selber rausfinden. Aber wenn dann halt 3 Stunden Progress weg ist, dann nervt's halt. Man kann zwischendrin speichern. Meine Güte. Ich speichere sehr viel. Wollen wir eigentlich nochmal über die letzten 2 Wochen reden oder reden wir jetzt schon? Das waren die letzten 3 Wochen bei Saal. Hey! Ich frage nur, weil ihr Dragon's Dogma greift hier halt schon auf und macht da. Das steht ja noch nicht mal in unserer Liste, glaube ich, ne? Ist ja schon fast gekommen. Dragon's Dogma. Das war ja auch letzten Monat. Wir reden ja über Oktober. Kann das nicht diesen Monat? Nee. Kann sein. Aber wir reden ja gerade drüber. Beim September. Außerdem ist es jetzt zum 5. Mal, glaube ich, mittlerweile rausgekommen. Also irgendwann ist es dann auch gut. Ja, wir reden ja auch jetzt nicht über Skyrim, ne? Ich auch, weil sich das so gut verkauft für Remake. Hey, Stardew Valley doch auch, oder? Ja, also, das kommt gleich. Das kommt gleich. Also, ist dann auch zum 3. Mal erschienen. Ich habe ein paar schöne Spiele gespielt. Unter anderem Cuphead. Kennt ihr das? Ja. Habt ihr das auch gespielt? Ja, ich habe das gesehen bei einem Slabby, ich habe das gesehen bei einem Sleth und ich habe das gesehen bei Serium. Mhm. Der hat das Ganze nämlich knallhart durchgenommen mit, der absolute 200%, mit 200% und Bäm und gib ihm und Spitzenklasse. Mhm. Ja, ein super schönes Spiel, ist in den 30ern angesiedelt vom Aussehen her, in den 30ern Cartoons. Das ist eins dieser Spiele, was ich mir in meinem Leben nur ansehen werde. Ansehen und genießen. Ich weiß, wieso. Nicht meins. Sieht toll aus. Ich mag's. Es hat mich tatsächlich erinnert an Boschi. Nur eben mit schöner, sehr, sehr schöner Grafik. Und eben nicht diesem Meme-Zeug wie eben bei Boschi. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Ich muss es jetzt auch nicht auf 200% spielen, wie ein Serium. So, da gibt es Leute, die machen das gerne. Ich war nach 100%, die ich dann erreicht habe, genug getiltet. Wow. Ich musste okay, ich glaube, die werde ich nicht schaffen. Ich habe Cuphead ja auch gespielt. Was ich interessant finde, dass es halt wirklich verschiedene Fähigkeiten abfragt. Es ist halt nicht ein Genre, sondern es mixt ja halt eben verschiedene Sachen. Mhm. Ob du jetzt halt mit dem Flugzeug rumfliegst und der Hintergrund sich bewegt, du ausweichen musst. Also und dann halt eben die klassischen Boss-Battles, wo der Boss halt mehr oder minder das Einzige ist, was sich bewegt neben den Projektilen, oder sich dann wieder der Hintergrund komplett mitbewegt und du Plattforming machen willst. Letzteres ist das, was mir schwerfällt, warum ich das Spiel wahrscheinlich nie beenden kann. Einfach nur ein Boss, der irgendwelche Angriffe macht, das kann ich irgendwie lernen. Mhm. Aber wenn es darum geht, ich muss auf den Boss achten und noch auf die Welt und dann auch ausweichen, das wird dann für mich zu viel. Also es ist quasi, als ob in Dark Souls permanent irgendwelche Löcher aufgehen und ich reinfall, ja. Weil das tue ich dann nämlich. Ich mag es halt, vom Spiel getrollt zu werden. Tatsächlich. Ja, das hat einiges eingebaut. Also vor allen Dingen der vorletzte Boss mit dem Würfeln. Der hat Dragon's Dogma also dich aber dolle getrollt, wenn du 3 Stunden lang laufen musstest. Entschuldigung, ist mir gerade so. Ja, gut, aber es gibt halt dieses, ja, keine Ahnung. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es gibt so viele Bosse, aber es ist, wenn man es normal durchspielt, sieht man wahrscheinlich gar nicht alle Bosse bei Cuphead, nicht wahr? Sieht man alle? Ja, es gibt doch welche, die man auch einfach auslassen kann, um zum... Nee, wenn du zum Endboss willst, nicht? Musst du erstmal alle. Also die Weltenbosse musst du machen, alle. Ja. Es gibt halt in dem vorletzten Kampf kannst du Kämpfe überspringen, theoretisch. In diesem Würfelding, wo man diesen... Genau. Meine ich doch, man kann da Kämpfe überspringen. Ja, aber so. Das hatte ich noch nicht so verstanden. Das gehört einfach nur zu dem einen Kampf dazu. Das ist jetzt nicht was zu allem gehört. Ich finde die Designs sehr toll. Ja, mir gefällt definitiv. Die kleine Medusa, die Meerjungfrau, sind echt schöne Sachen mit dabei. Mhm. Also es ist ein absolut tolles Spiel für die Leute, die es halt spielen können und sich dabei nicht aufregen. Wie gesagt, ich stoße da irgendwo an gewissen Leveln an meine Grenze. Das weiß ich auch, dass ich das halt nicht gut kann. Deswegen wird es halt schwierig für mich, das Spiel zu beenden. Aber wie gesagt, Empfehlungen ansonsten für Leute, die es spielen wollen, geht absolut raus. Ist absolut ein schönes Spiel. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen mit Ni no Kuni. Und das zocke ich jetzt erstmal.
Das ist jetzt mein Plan. Sehr schönes Spiel. Ich liebe den Soundtrack von Ni No Kuni. Im Gegensatz zu Schocktober letztes Jahr habe ich mir überlegt, mache ich jetzt Schicktober, weil draußen ist schon dunkel und düster und nass genug. Dann kann ich mal ein bisschen den Sonnenschein nach innen holen. Statt nass hat er jetzt Nazca. Was, Nazca? So heißt das Alphabet. Also. Wirst du noch mitbekommen, das okay. Nazca-Alphabet? Da hatte ich auch Begegnungen. Deswegen hole ich die Sonne jetzt gegen den Herbst in mein Wohnzimmer und zocke hier was Schönes, ein kleines Märchen. Ja, Dizzy, was hast du denn gemacht die Woche, die 3 Wochen? Drei? Sind schon 3 Wochen? Na, du hast gefragt, die letzten 3 Wochen. Ich bin Autorennen gefahren. Ich habe, glaube ich, so viele Autorennspiele gespielt, wie es noch nie gegeben hat. Project Cars gespielt, Fahrzeug gespielt. Gran Turismo kommt ja auch noch raus. Und wir sind zu einem Racing-Channel verkommen. War nur noch Racing. Why not? Ja. Mit VR, soll ich euch sagen, gibt es einen ganz schönen Ständer in der Box. Und Motion Sickness oder gar nicht? Absolut nicht. Hallo, absolut, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich wurde aus einer Eiche geschnitzt und dann mit Kieselstein beworfen und dann in Beton gemeißelt. Adoniskörper, verstehst du? Ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich irgendwann Motion Sickness kriegen würde, weil ich habe es auch beim Autofahren, wenn ich nicht gerade Autofahrer bin, sondern Beifahrer. Ich muss mich halt extrem auf die Straße konzentrieren, weil sonst wird mir irgendwann übel. Ich weiß nicht, ob man das dann da vergleichen kann mit VR. Ich habe es halt noch nicht über eine längere Zeit rum getestet. Mein lieber Herr Gesangsverein, wenn eins geil ist, ist es im Auto sitzen. Wir sind heute eine Strecke gefahren in Australien, Bathurst heißt sie, und die ist ungefähr so eng, dass du quasi, du fährst sozusagen auf der Leitplanke, so eng ist sie, und du fährst so enge Kurven, dass wenn du dich reinlegst, quasi, also das ist ein unglaublich geiles Gefühl. Wir sind letztens eine Stunde Nordschleife gefahren, also für euch da, das ist eine ganz wilde Strecke. Da ist so Straßen, ist so 80er Jahre, Kopfsteinpflaster so ungefähr. Und mit Höhen und Tiefen und das, also man merkt das im Magen und das zieht auch ein bisschen, aber es ist unglaublich cool. Ja. Ansonsten, glaube ich, habe ich sonst nichts weiter. Ich habe meinen Computer gebaut. Battle Chasers? Bitte? Battle Chasers habe ich gespielt, ja. Spiel des Jahres, jetzt schon. Kommt nichts Besseres, glaube ich. Nee, ist eine Lüge, Wolfenstein 2. Entschuldigung, Battle Chasers, aber Wolfenstein 2 müssen wir nicht drüber reden. Ist jetzt schon Spiel des Jahres. Ja, mein Computer habe ich gebaut, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht wirklich was gemacht. Ich habe IRL wieder für mich entdeckt. Ich habe die letzten 3 Tage 3 Stunden IRL gemacht am Anfang. Ja, war gut. Und den Umzug vorbereitet. So ein bisschen. Ansonsten, glaube ich, habe ich nicht viel gemacht, ey. Ich habe mein Leben gelebt, habe mich gefreut. Ich habe nicht gemeckert, glaube ich, die letzten 2 Wochen. Das ist schön. Ja? Wie war es bei dir, Markus? Eine Sache ich vergessen. Ich habe Battlefront angetestet. Und? Also ich glaube, der Chat fand es witzig. Du nicht so? Also ich hab sowas gehört wie... Naja, also ich sag mal, eine halbe Runde habe ich geschafft. Eine halbe Runde und dann musste ich mich bei den Bibelbrüdern bei Hornisse entschuldigen und abmelden. Ich habe noch nie so einen riesigen Haufen Scheiße gespielt. Wow. Und es war nur Multiplayer, Spiel, richtig? Ja, das Spiel mag toll sein, ja. Aber du kannst in der Lobby Leute nicht muten. Über Voice over IP. Das heißt, du hörst alle doppelt. Nonstop. Du kannst da drinnen, gibt es halt irgendwie einen Trick, dass du das machen kannst. Aber an sich so, dass das Spiel ist einfach, wenn du das spielst, ist kein Shooter. Das ist irgend so ein, ich weiß nicht, fühlt sich an wie Bootfahren von der Steuerung her. Also da ist nichts, wenn man Shooter spielt, ist man dieses On-Point gewöhnt. Und wenn das die Bewegung ist in einem Shooter, ist das bei Dings ist das denn so ungefähr, mit einem riesigen Schwung. Und also ich meine, ich brauche das nicht lange spielen. Also meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich so Star Wars Fans das kaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, dass das Spiel lange durchhält. Es ist eigentlich schon eine Totgeburt, bevor es rausgekommen ist. Wurde denn jetzt schon mal irgendwas vom Singleplayer gezeigt? Weil das wäre für mich, wenn eher interessant. Ich bin zwar nicht der Star-Wars-Fan. Es hieß ja dann auf der E3, endlich auch Singleplayer-Kampagne. Und da haben sie nichts von bis jetzt gezeigt. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile was gab. Also vermutlich, wenn ich EA richtig einschätze, wird das wie Battlefield. Und die war nicht schlecht. Sie war sau kurz, aber nicht schlecht.
Aber dafür würde ich mir das Spiel dann auch nicht kaufen. Okay. Vermutlich, ich weiß es nicht. Ich habe davon noch nichts gesehen. Ja, ich wie gesagt auch nicht, aber der Online-Part interessiert mich halt nicht, weil ich nicht so der Shooty-Shooty-Online-Spieler bin. Es läuft auf jeden Fall nichts auf diesen, also das habe ich jetzt von vielen Leuten schon gehört, du kannst halt, wir mussten halt mehrmals connecten. Also ich habe wirklich, um eine Runde zu spielen, habe ich 20 Minuten Vorbereitung gebraucht. Und da hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Also auch wenn es eine Beta ist, also am ersten Tag, ich weiß nicht, ob sie das jetzt rausgepatcht haben, dass man, du kannst keinen muten. Du hast einen Volume-Regler im Gegensatz zu 6 Sensitivitätsreglern für deine Maus. So. Wow. Und das ist schon mal eine Relation, die geht gar nicht. Ja? Wenn du deine Maussensitivität auf 1% stellst, ist sie bei 400 dpi so schnell, dass man damit kaum spielen kann. Ich habe das in jedem Spiel, ich weiß nicht, was sie da machen. Dann hast du, wenn du die Zoom-Sensitivität beim Reinzoomen auf 1% stellst, bewegt sich deine Maus nicht mehr. Wobei, jetzt sind wir mal ein bisschen diabolisch. Die Beta war ja dafür da, damit Leute genau diese Fehler berichten können. Das heißt, es ist ja zu erwarten, dass das alle gemacht haben und das im fertigen Spiel nachher nicht mehr drin sein wird, weil sie die ganzen Kritikpunkte ja alle dann rauspatchen. Also ja, ihr Party-System ist Jauche. So. Also irgendwer hat gerade geschrieben, dass man Leute easy muten kann. Wahrscheinlich dieser Trick, dass man draufklickt und dann... Das Ding ist halt, du konntest draufklicken, dann ist das runtergefahren und dann hast du ungefähr eine Sekunde Zeit gehabt, so lange war der Lautsprecher zu sehen, auf muten zu klicken. Das war sozusagen das Minigame im Game. Super. So. Und das ist unerträglich. Also für mich, ganz ehrlich, ist das unerträglich. Jetzt lese ich gerade im Chat, dass das muss man für jeden machen? Ja. Du hast nicht mal das ist da. Wie viele Leute sind denn da? Ja, du kannst bis zu 4 Leute in der Party haben, also 3 musst du muten. Du kannst weder in Windows deine System-Sounds runterstellen, wo normalerweise Voice-over-IP drüber läuft. Geht nicht. Du kannst Origin nicht muten, die selber eine Einstellung dafür haben. In Origin, im Client, für Voice-over-IP kannst du muten, bringt dir auch nichts. Und du kannst auch Origin komplett über das ganze System in Windows muten, bringt dir auch nichts. Da frage ich mich so, wow, große Kunst, Freunde der Sonne. Also, Gameplay mag wahrscheinlich ganz, ganz nett sein. Ich, wie gesagt, finde es halt für einen Shooter viel zu schwammig und schmierig, weil das halt Third Person, das sieht immer komisch aus. Aber es ist auch alles so Piu-Piu und ich fand es sehr unübersichtlich. Ich fand es sehr, sehr unübersichtlich mit dem ganzen Kram. Ne? Also war keine schöne Erfahrung. Aber man kann es auch ausprobieren. Also ich denke mal, die würden bestimmt noch über eine Woche verlängert, wenn EA mitkriegt, dass das Spiel einfach nicht läuft. Also, falls ihr ausprobieren wollt da draußen, die Chance besteht noch. Entschuldigung. Übrigens, die Beta-Geschichte, um mal realistisch mal einen Gedanken in den Dings zu werfen. Wenn Leute sagen, dass eine Beta dafür da ist, um Probleme zu fixen. Der Release steht so nah vor der Tür, dass sie so viele Fehler gar nicht fixen können. Das ist leider mittlerweile der Standard geworden, dass halt eben die Beta nicht mehr da ist, um halt eben noch Sachen zu korrigieren, sondern einfach nur noch, um den Hype anzukurbeln nach dem Motto, ach, man kann schon mal reinschnuppern, vielleicht bestellt er ja dann doch vor. Das ist halt schade Monat geworden. Nächsten Monat? 27. November. Ja, was wollen die da noch fixen in so einem Spiel? Also den Mute-Knopf, okay, kann ich verstehen, das wird wahrscheinlich einfach, wenn sie da gepennt haben. So. Aber was wollen die da noch fixen in einem Monat? In so einem riesigen Spiel, wo sie mehrere Jahre für gebraucht haben. 17. November. Also noch früher. Irgendjemand hat gerade im Chat geschrieben, dass die Singleplayer-Kampagne noch nicht mal bei Release da sein wird. Ich konnte jetzt darüber nichts finden. Aber wenn das tatsächlich auch noch so ist, dann wird es mal wieder so ein EA-Schmu. As usual. Ich habe wirklich den Fehler gemacht. Ich habe mir so gedacht, ey, es ist für lau, guck's einfach mal rein. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, brauchst du gar nicht angucken. Ist Müll. Ja, war Müll. Ich hatte Hoffnung, weil Battlefield 1 war wirklich gut. Weil da habe ich gedacht, jetzt habt ihr die Kurve gekriegt. So, Battlefield 1 war wirklich super. Das ist rausgekommen, das mit den Servern haben sie gut kommuniziert, das war irgendwie ein Vierteltag oder so, haben sie Probleme gehabt, da Sachen nachzumachen. Es lief vernünftig, es sah gut aus, der Singleplayer, die Kampagne, die war toll. Und dann Star Wars Battlefront. Okay.
Hast du, war die Beta jetzt offen für alle? Oder ja, also wenn ihr da draußen, wenn ihr spielen wollt, ihr könnt bei Origin, könnt ihr einfach rein euch einen Account machen oder wenn ihr einen habt, könnt ihr euch das downloaden. Guckt es euch an, bitte. Und entscheidet selber, was ihr davon haltet. Weil jetzt habt ihr eine Chance, bevor ihr nachher wirklich die Katze im Sack kauft, was eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit sein könnte. Guckt es euch jetzt lieber an. Macht das. Schade. Gerade für die Star Wars Fans oder sie feiern es trotzdem, keine Ahnung. Ich kann da relativ wenig zu sagen, leider. Ich möchte jetzt nicht zu viel über Star Wars Fans sagen. Wird mir das wieder nur negativ behaftet. ruhig. Du weißt ganz das genau, auch nicht, Hashtag ehrlich, du Ficker steht kein... immer vor der Tür. Hashtag du Ficker Strike ziemlich schnell. Vorsichtig. Du weißt das mit den Katzen? Ich mag Star Wars, ich finde es nur ein bisschen overrated. Das ist alles. Es ist nicht das, was manche Leute daraus machen. Ich auch. Okay. Es ist halt Fantasy. Ne? Was? Das ist Science Fiction. Nein. Star Wars ist kein Science Fiction. Star Wars hat mit Science Fiction so viel zu tun wie, weiß ich nicht, Herr der Ringe. Könnten auch über Star Trek Discovery reden, die neue Star Trek Serie. Hast du die zufällig geguckt die letzten 3 Wochen, Markus? Ja, natürlich. Ganz zufällig. Ja, ich auch. Da habe ich mich nämlich schon seit Jahren drauf gefreut. Weil so Star Trek und so. Ich mag Star Trek. Ich bin auch. Halt eher so Trekkie angehaucht. Das ist halt Science Fiction, Star Trek. Ich freue mich auf morgen. Ich auch. Morgen ist Montag. Ich freue mich auch auf Montag. Ja, da kommt die neue Folge wieder raus. Da kommt die neue Folge. Ja, die neue Folge. Die ersten 2 waren Geblänke, aber. Oh, darum geht es gar nicht. Entschuldigung, ich dachte, ihr wollt über mich reden. Verzeihung. Ach so, ich habe South Park noch gespielt. South Park. Hast du abgebrochen, habe ich gelesen. Habe ich abgebrochen, ja, weil man Kinder töten musste. Man muss natürlich immer Kinder töten. Leck mich am Arsch. Könnt ihr mal in der Spieleindustrie das nicht? Was? Das ist South Park. Ja, wir sind keine Kinder, es sind Föten. Zombie-Nazi-Föten. Zombie-Nazi-Föten, ja. Aber ich musste meiner Linie treu bleiben, Sammy, verstehst du? Ich musste meiner Linie treu bleiben. Ich hab's auch abgebrochen. Ich nicht. Wieso? Ich hab's abgebrochen. An derselben Stelle? Ich glaube sogar schon vorher. Ja? Ich fand's eigentlich witzig. Muss ich es war gestehen. Witzig und das Gaming hat, das System hat Spaß gemacht. Mhm. Es war großartig. Ja. Aber ich hatte so eine ganz seltsame Version. Bei mir waren die ganzen sexuellen Sachen, waren komplett schwarz. Mhm. Aber dafür habe ich die ganze Zeit, die Nazi-Zombies haben die ganze Zeit so ein uraltes Ding, was Adolf damals mal reingesprochen hat. Mich hat die ganze Zeit, hat mich Adolfs Stimme, das war drin. Und die ganze Zeit hat mich Adolf angeschrien, wenn ich, original, ja. Und das ging mir irgendwann so auf den Nerv, dass ich dann da gesessen bin und den Ton runtergedreht habe und dann mir gedacht habe, das kann es ja nicht wirklich sein. Und ich weiß ich nicht, was hier Knickknack ist draußen, aber die ganze Zeit werde ich von den Nazi-Zombies von Adolf angeschimpft. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die US-Version hast du wahrscheinlich gehabt. Ich wurde mit Hoden erschlagen. Was? Ich wurde von Hoden erschlagen. Ja. An der Stelle, wo man als Zwerg. Ich wurde mit Hoden erschlagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Jetzt mal an alle Leute da draußen, die immer, hey, for real, ich brauche Hakenkreuze, damit das Spiel authentisch wirkt. Fick die Henne. South Park hat das so unglaublich gut zensiert, dass das so unglaublich witzig war. Die Hände gingen hoch und nebendran ist ein schwarzer Balken mit hochgegangen. Und du hast vor dem Bildschirm gesessen und denkst so, nee, das habt ihr nicht gemacht. Und das ist sogar noch viel witziger, als eigentlich das Ding zu haben. Ja. Das war so gut. Das war so unglaublich gut. Ich habe davor gesagt, so, nee, das ist so oft. Du siehst halt den schwarzen Balken hochgehen und du weißt halt ganz genau, ja, der Hitlergruß, gut zensiert. Wirklich gut zensiert, das hat keiner gewusst. So. Und auch die Arme, bei allen, ja, also selbst bei kleinen Katzen, die hatten so einen ganz kleinen schwarzen Fleck auf den Arm und du sitzt davor und denkst dir so, was? Bei der Katze, das sieht kein Mensch. Und dann haben sie so einen kleinen schwarzen Kasten drauf gemacht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, Top-Zensur. Ja. Dann habe ich würde die deutsche Version nochmal spielen, Sari. Ja, ich habe mir den zweiten Teil vorbestellt und da ist, also bei PlayStation ist der erste Teil nochmal mit dabei. Und dann werde ich gucken. Ich habe mir diesmal die Peggy-Version.
Mal gucken, vielleicht habe ich da Glück und die Version ist besser. Aber das ärgert mich dann. Das ist, weil es sowas super. Also das System war toll. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich mag South Park gerne. Aber ich hatte dann eine blöde Stelle auch noch und da ist mir das Spiel dann abgestürzt und da hatte mir über eine Stunde Gameplay gefehlt und dann war ich angefressen, dann habe ich es ausgemacht und nie wieder an. Mal gucken. War denn für euch absolut immer klar, dass das South Park 1 gestreamt werden darf auf Twitch? Oder ob es dazu Probleme kommen kann? Ich lebe in der Schweiz. Nee, von Twitch, nicht von Deutschland. Nicht wegen deutschen Sachen. Kannst du das auch streamen? Ja, weil irgendwie ging immer das Gerücht um, dass wohl South Park ein bisschen kritisch sei, gerade wegen diesen Nude-Szenen, dass man es halt eben nicht so streamen sollte, sondern ein bisschen dann zensieren sollte, gerade weil wir auch Gronkh, der 24-Stunden-Channel, irgendwann, als das Ding lief, nämlich irgendwie zufällig offline genommen wurde. Und dann ging halt die Gerüchte rum, oh, lag das jetzt an South Park, weil er da irgendwas gezeigt hat. Aber ja, das ist halt nicht der Fall. Das ist genau wie der Trailer von Wolfenstein. Dass du den hier nicht zeigen darfst, den regulären Trailer, ist völliger Bullshit, darfst du zeigen. Solange Twitch das hier nicht verbietet, darfst du das ausstrahlen, weil du lebst hier unter amerikanischem Recht. Punkt. Also darfst du das hier streamen. Und solange dir keiner aus Deutschland sagt, dass du das nicht darfst, was nicht der Fall ist, kannst du das machen. Das ist blöd. Außer du hast eine Sendelizenz. Außer du hast eine Sendelizenz, die wir nicht haben. Wir sind nirgendwo in Deutschland angestellt, was Mumpitz ist. Weil das Schöne ist, ich lebe in der Schweiz, ich hole alles. Du kannst zum Beispiel eine Institution fragen. Ich habe zum Beispiel mal die GEMA gefragt. Wie ist denn das mit der Musik? Ja, machen Sie ruhig. Haben wir kein Bestimmungsrecht. Und so ist das mit den anderen Sachen auch. Das ist völliger Quark. Wir haben uns hier an die Regeln von Twitch gehalten. Außer dir sagt ein deutsches Amt sagt dir explizit, nein, das darfst du nicht. Das ist bei YouTube ist das zum Beispiel anders. Bei YouTube ist das, YouTube hat in Deutschland einen Sitz und deswegen müssen die sich auch entsprechend demnach daran halten. Du kannst jetzt zum Beispiel bei deutschen YouTubern, die dürfen zum Beispiel nicht den ungecutteten Trailer zeigen. Hier bei Twitch machen die Leute immer ein Hokuspokus, was überhaupt völliger Mumpitz ist. Ja, es ist halt eben noch viel Unwissen halt dabei, was man halt darf und was man halt eben nicht darf. Wie gesagt, weil halt Gerüchte verbreiten sich dann. Ja, YouTube wird dann halt mit Twitch verglichen, wie du schon richtig gesagt hast. YouTube hat halt eben deutschen Sitz. Ja, deswegen musste ja auch Gronkh Sarrazar irgendwann oder haben die indizierten Klamotten halt eben runtergenommen, ne, von irgendwelchen Inseln, die in Deutschland indiziert sind. Und weil die BPJM irgendwann auf die halt zugekommen ist und da, um irgendwas zu vermeiden, haben sie sich dann halt runtergenommen. Und dann wird er eben auf Twitch gesagt, ja, dann darfst du halt hier eben auch nicht. Das ist Mumpitz. Also das ist wirklich, ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, dass man das nicht darf. Und ich meine, Wenn du, wie gesagt, du kannst von Twitch aus, gibt es eine Liste, wo du gucken kannst, was du nicht spielen darfst. Ja. Ja. Und wenn da jetzt Wolfenstein 2 schon draufstehen würde, dann dürftest du auch den Trailer dazu nicht zeigen. Ansonsten ist das Jacke wie Anorak, außer du kriegst eine explizite Vorschrift von einem deutschen Amt, was es nicht gibt. Oder vom Entwickler. Oder vom Entwickler, das geht auch, ja. Wir kriegen ja in Deutschland sowieso die gecuttete Version. Nonetheless, immer. Ja, was auch richtig ist, ich finde. Ja, gerade wenn es halt um Hakenkreuze geht, wie gesagt, weil Kunst bzw. Spiele zählen bei uns nicht als Kunst. Filme schon, in Filmen ist es deswegen okay, Hakenkreuze zu zeigen, in Spielen halt nicht, weil halt Spiele noch keine Kunst sind. Kommt vielleicht irgendwann und deswegen wird das hier bei uns eben sofort autozensiert, bevor es halt erscheinen darf. Finde ich auch. Jetzt die Frage, ob jetzt so ein Wolfenstein New Blood oder wie das hieß, nee, New Order, wie hieß das? New Order. Ob das jetzt tatsächlich da mit der Thematik kunstvoll umgeht und dir Zombie-Nazis entgegenwirft? Oder? Mal abgesehen davon, ich finde, Videospiele sind Kunst. Aber ganz ehrlich, es ist mir kack, egal, was für ein Zeichen da drin zu sehen ist. Das mir macht auch. Für mich kein Spiel schlecht oder gut. Das hat null mit diesem, das ist Quatsch. Also da sollen die Leute mal die Kirche im Dorf lassen. Ist doch wurscht. Also, ich sag's nochmal, die gecuttete Version von South Park war 100%ig. Guck's mir an. 3000 Mal besser als das Original. Das weiß ich jetzt schon, weil ich hatte keinen Hitler, ich hatte so einen deutschen Typen. Hallo, Ausweis bitte! Und dann sitzt du davor und denkst so, was? Wie die uns halt verarschen in dem Spiel. Und das war so witzig. Und bei Wolfenstein ist es auch so, ob das nur scheiß Regime heißt oder Nazis, ey. Wurscht. Naja. Richtig. Wollen wir mal an den Anfang des Monats zurückwechseln? Ja, wir könnten mal über Computerspiele reden, damit die Leute vielleicht eventuell up-to-date sind.
Genau. Ja, bis jetzt haben wir ja darüber erzählt. Ach, von mir will keiner wissen, was ich die letzten 3 Wochen gespielt habe. Gut. Du hast haben wir noch nicht Star Trek erzählt. Nein, das war die Serie, die ich geguckt habe. Oh, na, ich denke, das hast du 3 Wochen jetzt gemacht, habe ich jetzt. Ja, nein, nein, nein. Slap, du spielst die Spiele doch sowieso nicht durch. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Nur Cuphead habe ich jetzt nicht durchgespielt. Aber Nier Automata hast du nicht durchgespielt. Da bin ich bis zum Ende gekommen. Nein, das war kein Ende. Das war kein Ende. Ich kann dich nicht ernst nehmen, Slap, bis du nicht Nier Automata bis zum Ende gespielt hast. Oh, dann cool, Slappy, geil. Dann nimmst du mich auch nicht mehr ernst. Nee. Hast du denn. Nee, Moment, du hast überhaupt nicht Nier Automata gespielt. Nee, aber ich habe es immer noch installiert. Ja, dann? Auf Steam? Ja. Oh, nee. Da kannst du noch warten, bis der Patch dann irgendwann auch mal kommt. Also so in 3 Jahren. Ja, ansonsten God of War, ein bisschen rumgespielt. God of War Ascension als ersten, den PSP-Teil. Oh. Chains of Olympus, geht weiter. Auf welcher Plattform hast du das gespielt? PlayStation 3 alles. Ich brauche das. Gibt's jetzt auch über PlayStation Now. Also du könntest es sogar am PC spielen. Habe ich sogar getestet, funktioniert erstaunlich gut. Also das heißt, wenn du dieses Abo abschließt, kannst du es am PC zocken, ohne eine Konsole zu haben über diese App. Funktioniert wunderbar. Was habe ich da noch gespielt? Castlevania Lords of Shadows 1 und 2. Wobei Sali sagte, der zweite sei nicht so gut gewesen, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Okay, storytechnisch nicht mehr ganz so gut. Ja, und sonst war halt eben Sommerloch, weil nicht viel Neues rausgekommen ist. Dann habe ich eben noch gespielt. Nie habe ich nachgeholt, das erste Ende, und das hat mir gereicht. Der zweite konnte ich mir nicht mehr antun. Habe ich reingeguckt, das war mir zu identisch. Als ob ich einmal als Fahrer und als Beifahrer spiele. Das hat mich nicht mehr getriggert, weiterzuspielen. Ja, Cuphead, wie gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich nächste Woche vielleicht noch mal einen Tag weiterspiele, aber ich glaube, das kommt so an Ende meiner Fähigkeiten, weil ich in, ich nenne es mal Jump'n'Run oder Run'n'Gun halt machen kann. Und dann kommen jetzt ja die neuen Spiele raus, so in naher Zukunft. Hast du gerade Sommerloch gesagt? Ja, an Neuerscheinungen gab es halt für einen Variety-Streamer nicht so viele Neuerscheinungen. Klar, ich meine, viele haben dann halt PUBG ausgiebig gespielt oder GTA. Ich habe mich dann halt mit alten Spielen aus dem Backkatalog beschäftigt, die so 15 Jahre alt sind. Nochmal Dantes Inferno nochmal gespielt und solche Spiele. Habe ich auch. Ich fand das nichts. Das, was im Sommer erschienen ist, da war halt nichts für mich dabei, was mich interessieren würde. Ihr solltet mal im Sommer in die Indie-Ecke gucken, Freunde der Sonne. Ja. Oh. Was war denn irgendwie? Rhyme, Little Party, Nightmares. Ja. Was kam denn sonst noch? Haben wir alles gespielt. Yonder. Im Sommer ist halt Indie-Alarm. Komplett. Und das war's eigentlich schon. Hop, okay, Hop auch noch. Das habe ich aber noch nicht gespielt. Hop war ein super schönes Spiel. Oh ja, das habe ich auch gespielt, stimmt. Kam mir erst. GTA war auch eine Woche. Da übrigens. GTA? Ja. RP im Sommer? Gab keinen Sommer noch? Er redet über GTA. Wir reden über Spiele, nicht Räuber und Gendarmen. Was ist denn jetzt? Was ist hier mit diesem ganzen GTA-Hass eigentlich? Gar kein Hass. GTA ist eine olle Kamelle. Das habe ich gespielt auf der PlayStation vor 2,5 Jahren. Das schreit doch heute kein Hahn mehr nach. Oh, also doch. Bitte. Oh doch. Ja, jede Menge Hennes. Oh doch. Ja. Manfred Gockel. Lensch und Curtis Kusch, die krähen aber ganz, ganz laut. Ja, aber auch auf nur alten auf RP. Wenn sie ihre Computer da verkaufen, nehme ich immer. Ja, ja. Und das tarnen, als wenn sie Dope verkaufen. Im Endeffekt verkaufen sie da scheiß Ramriegel von Alternate. Verstehen Sie so unter der Hand? Unter der Hand. Ey, na, brauchst du den neuen Prozessor 8700K, Mann? Verstehst du? Ja. Schön. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt das noch gar nicht verstanden, wie das da läuft. Nun, wollen wir vielleicht. Markus, bitte. So. Ja, nee, das, im Endeffekt halt Backkatalog, ältere Spiele, das war so, was ich gerade schon angerissen habe. Damit habe ich mich beschäftigt, weil diese ganzen Twitch-Hypes, nenne ich sie jetzt mal, das waren nicht so meine Spiele. Entschuldigung, GTA habe ich auch die Story durchgespielt, hat gereicht. Glaube, dasselbe werde ich irgendwann bei Red Dead Redemption machen, wenn es halt kommt, die Story halt durchspielen. Ob dann wieder da so ein RP-Hype entsteht, keine Ahnung, ich glaube, da werde ich aber auch nicht dabei sein. Obwohl, ja. Ey, Red Dead Redemption RP fände ich schon geil. Nicht mehr Räuber und Gendarm, sondern Cowboy und Indianer spielen. Das fände ich sogar witziger als bei GTA, muss ich sagen, weil es halt eben auch nochmal eine andere Zeit ist und du ganz anders, glaube ich, dann RPen musst, als es dann jetzt heute machst, also in der heutigen Zeit. Und ja, das war so, das, was ich gemacht habe. Tanz den ganzen Tag. Und dann abends erstmal schön die Friedenspfeife. Nom, nom, nom. Guten Tag, mein Name ist Abschu. Mach währenddessen ich den Regentanz mache. Indianer, nicht Inder. Und diese schön. Idee war gut. Geil, das wird so ein YouTube-Video. Schatz, mach die Dusche an und halt das Handy gerade. Das wird ein Top-Meme, der Regentanz. Geil. Schatz, wir haben was vor. Gut. Red Dead Redemption RP. Ja. Da
Das wäre coming up next. Das würde ich ultra hart feiern. Ich skalpiere dich. Da wäre ich der Allererste. Wenn das gehen würde, ich Red Dead Redemption dich. RP? Na, jetzt mal unter uns, die, glaubst du nicht, dass das kommt? Die wären ja dumm, wenn sie nicht dieselben Funktionalitäten online bieten würden wie bei GTA. Also ich glaube schon, dass das irgendwann kommt. Mein Name ist Ziggy. Ziggy Lentis. Das Einzige, was man halt sagen kann, das kam ja raus, der Trailer. Konsole geil. Vorerst, nicht PC. Das Pferd schon streiken. Geil! Sigiletten aus Bisonleder. Ja. Wie geil ist das? Oh, da wäre ich aber instant dabei, Mann. Mokassins heißen die Mopeds, ne? Mokassins, Junge. Was? Ja. Okay. Ich hab Kopfgeld. Scheiß, Junge. Gib mir einen Whisky, Alter. Cool, hab ich Bock drauf. Geht gut. Fühlt sich gut an. Warten wir drauf, gut. Oh, schön. So, wollen wir da mal anfangen? Ja. Ja. Was haben wir denn so in petto diesen Monat? Worauf dürfen sich die Leute denn freuen? Battlefront 2. Was? Nee, hatten wir doch schon. Oh. Ja, ich glaube, die Besitzer der Switch sind ganz gut dabei diesen Monat. Ist der Monat der Switch? Erstmal die Frage, hat einer von euch so ein Moped? Also ich habe eine, habt ihr eine? Also ich möchte ganz kurz bekennen, ja? Ich lebe aktuell in einem Zwiespalt. Ich habe einen Teufel und einen Engel auf der Schulter. Der Teufel sagt, Nintendo ist eine scheiß Kackbratzenbude. Und auf der anderen Seite, Battle Chasers jetzt im Bett spielen wäre schon cool. Und NBA 2K. Und es ist ja, sie bieten jetzt ein paar mehr Spiele an für das Ding. Genau. Und, schwierig. Und das Ding ist halt, und ich muss es zugeben, auch vor Slabby jetzt, Slabby, Zelda, Breath of the Wild ist ein gutes Spiel. Ich weiß. Aber Nintendo ist scheiße. Würde ich auch so unterschreiben. Zumindest sehr, sehr merkwürdig, was Werbung und den Umgang halt mit Influencern angeht. Da sind sie halt noch irgendwie gefühlt 20 Jahre hinter der Zeit. Nicht mal das. Den können Japaner noch Controller für 60 Euro, wenn ich hier schon so ein anderes Moped habe, wie du das immer sagst, was genau dieselbe Scheiße können, muss ich mir neu kaufen. Aber der ist fantastisch, der Pro-Controller. Ja, ist on par mit Xbox. Das liegt halt an dem Rumble. Das hat halt diesen... Ja, aber dann können sie die alten wenigstens zulassen. Aber lasst uns über Spiele. Das war aber Nintendo schon immer. Noch sind so ein nicht Rumble-Pack die Spiele. Kaufen. Das muss noch man aber nicht dulden. Noch sind für mich nicht die Spiele auf der Switch erschienen, die mich, wo ich sagen würde... Ja, okay. Jetzt, dieses Spiel ist für mich. Oh, und dafür hole ich mir jetzt die Konsole. Battle Chaser. Das habe ich auf PlayStation 4. Viel Spaß. Gut, 28.09. kam bereits raus. Switch Only, Golf Story. Wer Stardew Valley mochte, so vom Artstyle und vom Feeling, sage ich mal, und vielleicht Golf mag, der Golf spielen möchte, sollte mal in Golf Story reinschauen. Ich selbst bin auch super kurz davor, mir das zu holen, weil ich ab und zu ganz gerne Golf spiele. Everybody's Golf auf der PlayStation 4 zum Beispiel. Ab und zu mal nach dem Stream eine Runde auf dem 18er ein paar Abschläge machen. Geht ganz gut klar. Und hier ist es eben mit Indie-Grafik im Stardew Valley-Stil. Ohne Farm, also im Sinne von Farm aufbauen. Dafür baut man sich die Golfkarriere auf. Ich werde, glaube ich, irgendwann zuschlagen und mir das Moped einfach doch nochmal holen. Kann man einfach ganz gut zwischendurch spielen. Ich finde es auch so eine geniale Idee eigentlich. Ich frag mich, warum es so Spiele nicht häufiger gibt, wo man einfach irgendwie eine Sportart nimmt und sich da halt quasi so eine Karriere aufbauen muss. Das ist ja im Prinzip so ein Golf, es nimmt sich nicht ganz ernst, du machst halt alles mit dem Golfschläger, also irgendwie, keine Ahnung, du kämpfst auch mit dem Golfschläger, indem du einfach einen Ball irgendwie Leuten an den Kopf wirfst oder so und solche Geschichten. Es ist halt so ein Spaßleben, das da halt simuliert wird, aber ich finde, die Idee eigentlich geil. Es gab früher halt so Sachen mit Tennis, wo du halt als Tennisspieler dich halt durchkämpfen musstest. Dieses kam vor einem Jahr, dieses Kampfspiel, wie hieß denn das nochmal? Fight? Punch Club. Punch Club, genau. Da haben sie es gemacht. Und ich finde, so Spiele könnten viel, viel mehr rauskommen, weil das ist eigentlich eine geniale Idee. Ja, viel wird ja schon abgedeckt in den, ich nenne es mal in den großen Studios, dass die ganzen Sportspiele mittlerweile ja einen Karrieremodus drin haben, wo du halt eben so eine Kampagne hast. Die ersten, die mir damals eingefallen sind, waren halt die Wrestling-Spiele, die halt diese Karriere drin hatten. Und dann kam es ja bei Fußball, bei Football, bei was weiß ich, bei Minigolf und bei Hallenhalmer. Minigolf. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt umgekehrt. Du hast jetzt hier quasi ein Spiel, wo halt die Sportart eben mit eingebaut wird.
Finde ich nicht schlecht. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann mal angucken. Jetzt die letzten Wochen hatte ich nicht so viel Zeit. Kleiner Preis, glaube ich, roundabout 15 Euro kostet es. Also auch nicht großes Geld. Und das Interessante ist, es ist halt tatsächlich ein Indie-Spiel, das exklusiv für die Switch rausgekommen ist. Ganz genau. Oha. Da hat sich Nintendo mal... Also ich finde, es sieht süß aus, aber Golf. Golf ist cool. Golf ist cool. Das ist halt wie Angeln, finde ich. Nee, Angeln ist Angeln. Auf dem Computer. Also du hast diese Balken, musst zur richtigen Zeit halt Knöpfchen drücken, nur dass du halt einen Ball schlägst, so weit wie möglich oder so platziert wie möglich und nicht eben viel Spaß. Ja, aber bei Golf, beim Angeln hole ich etwas raus und sage, ja, und beim Golfen steckst du etwas rein. Und beim Golfen muss ich irgendwo etwas ins Loch verschwinden lassen und dann so ploppt es weg. Nee. Ich mag beides. Kein Erfolgsgefühl. Angeln ist gut. Ja. Gut, dafür vielleicht für dich unterwegs, 5.10. Stardew Valley für die Switch. Ach, Stardew Valley habe ich vorhin vergessen aufzuzählen. Das spiele ich so seit 3 Wochen schon wieder auf der PlayStation. Ja, jetzt auch auf der Switch. Das heißt, viele habe ich schon auf Twitter gesehen, in der Timeline, Rip My Life, jetzt sogar Stardew Valley unterwegs. Ich komme davon gar nicht mehr los. Ich selbst habe es noch nicht gespielt. Ich habe es immer liebevoll den Rucola-Simulator genannt, dass man irgendwie halt Kräuter ernten kann. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann muss ich doch mal reingucken. Hast du mal gespielt? Nee, tatsächlich nein. Ah, okay. Also ich habe das früher gespielt und ich habe das gern gemocht. Mein Chat, da ist schon so, gleich kommt's. Ich so, was denn? Ja, Stardew Valley. Ich spiele das die ganze Zeit. Für die Switch. Also bei mir wurde das im Chat schon, die haben sich mega darauf gefreut. Ja, ich habe halt eben auch bei vielen Streamern reingeguckt, die vorher auch mit dem Genre oder gar nichts so zu tun hatten, wo es auch eher so um Kills geht. Ja, First Blood, hey, cool, endlich ein Tor geschossen, was weiß ich. Und dann Stardew Valley, was ist das denn? Und dann, oh, die erste Kartoffel, jawohl, ja. Also ist der Chat halt da voll abgegangen. Ja, ich selbst kann es halt eben noch aus Erfahrung bei mir nicht sagen, aber irgendwann vielleicht. Ja, bin ich abgeneigt. Macht unfassbar süchtig, das Spiel. 16 Stunden ohne Probleme und dann gezwungen aufzuhören, um am nächsten Tag wieder den Stream anmachen zu können. Ist denn jetzt der Multiplayer-Modus mittlerweile draußen? Nö. Das war ja mal irgendwann so ein Thema. Der ist noch nicht da. Anfang nächsten Jahres. Also wieder quasi verschoben, vielleicht, weil der sollte ja dieses Jahr, glaube ich, schon kommen. Ja. Aber es wurde übersetzt auf Deutsch. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist auch unfassbar gut. Und ich habe gehört, auf der Switch soll es sehr, sehr gut umgesetzt sein. Auch. Also es steuert sich wohl ziemlich gut. Noch besser als damals mit dem PC, mit dem Controller. Da gab es ja noch ein paar Probleme. Gerüchteweise sollen auch irgendwann, was vielleicht nochmal was für Sali ist, Achievements oder so eine Art Trophäen auf die Switch kommen. Wird drüber diskutiert. Ob es denn dann irgendwann kommt, mal schauen. Bezweifle, dass Sali was mit Nintendo Achievements... Ja, vielleicht... Naja, es gibt auch Achievements auf Steam und sowas. Ja. Und das, ich konzentriere mich da lieber auf ein Ding und treibe mich da nach oben und sage, dann guck mal, so groß ist meins. Huiuiui. Als dass ich das auf vielen Konsolen mache, dann sage ich nur, guck mal, wie viele ich verteilt habe und sie sind so. Welches Level bist du jetzt bei PlayStation? Ich glaube, ich habe 40 geschafft. Wow, du bist doppelt so groß wie ich. Ich bin gerade bei auf dem Weg zu 21. Wow. Martin, also es ist ein bisschen was dazu gekommen. Respekt. Dankeschön. Ich habe übrigens noch nie Stardew Valley gespielt. Ich habe keinen Stream länger als 10 Minuten ausgehalten. Von Stardew Valley? Hm? Ich finde das super. Ich habe beim Zusehen, ich habe ganz oft zugesehen und ich fand es mega langweilig damals, als es für PC erschienen ist. Und dann kam es für die PlayStation und ganz viele haben gesagt, Sally, spiel das doch mal. Und ich weiß noch, wie ich es einfach bei jedem gesehen habe auf Twitch. Und ich so, nee. Und dann habe ich es gekauft gehabt, weil es im Angebot war, habe gesagt, wir gucken kurz rein. Kurz. Weil ich das, ja, ich mache das oft. Ich kaufe viele Sachen im Angebot und dann sage ich, komm, wir gucken kurz rein und entscheiden dann, ob wir das mal auf 100% spielen wollen oder ob das gar nichts ist für uns. Und seitdem ist das so ein Running Gag. Na, wir gucken mal kurz rein und ich bin, glaube ich, 17 Stunden lang da gesessen, habe mit meiner ersten Runde Stardew Valley. Also es war... Mal jetzt so zum Verständnis, das ist doch mehr oder weniger so ein Survival-Ding, oder? Ein progressionsbasiertes Aufbaustrategiespiel, würde ich es mal nennen. Also das heißt, du baust halt Sachen auf, um mehr aufbauen zu können, sammelst die Dinge ein, um noch mehr aufbauen zu können. Also so würde ich es beschreiben. Nein. Nur ein bisschen anders. Ein Farming-Simulator halt. Und ja, okay, jetzt hast du schon genau das Spiel gesagt, wo ich schon nicht mehr zuhören kann. Farming-Simulator. Farming-Simulator, oh Gott. Kartoffeln.
Brombeeren, Bäume, Angeln, Mine, Erze besorgen, coolere Sachen bauen, damit man aus den Eiern Mayonnaise machen kann und aus der Milch Käse wirtschaften, Geld verdienen, noch mehr Tiere. Noch mehr Wirtschaft. Bisschen SimCity-mäßig. Bisschen, wie heißt das, was du immer spielst, wie SimCity? City Skylines? City Skylines, nur halt, ne? Halt nicht so, dass du Bürgermeister bist, sondern eben Bauer. Und dann baust du halt auch deine Gebäude dann dahin. Achtest nicht so auf Verkehr, sondern eben auf andere Dinge. Hat halt noch eine Story nebenbei, die ganz niedlich ist. Und einen immer noch an der Hand nimmt. Spielt ja, man muss an ja nicht, kurz. Man muss ja nicht alles gespielt haben. Zudem kommen halt eben noch weitere Spiele für die Switch. Ich habe jetzt einfach nur mal jetzt noch rausgeschrieben, Volga the Viking für die Hardcore Sidescroller-Fans, wird auch gespeedrunnt bei vielen Klamotten, kommt für die Switch. Axiom Verge, auch eben so ein Moped, kommt für die Switch. Also auch viele Indie-Games. Von daher, wenn man halt nicht nur die AAA-Titel oder First-Party-Titel, die Exklusiv-Dinger nimmt, kommen die anderen jetzt mittlerweile auch. Das und heißt Oxenfree. Genau, das kommt auch. Und Ende des Monats kommt dann wieder halt ein First-Party-Titel mit Super Mario Odyssey. Der kommt dann halt eben tatsächlich auch. Wobei ich weiß nicht, ob ich den spielen kann. Da bin ich wieder bei meiner Spiele-Legacy nie. Seit Super Mario 64 ist das halt, ich mag halt Jump'n'Run in 3D-Welten nicht. Da komme ich irgendwie persönlich nicht mit klar. Ich glaube, ich werde mal reinschauen. Ich mochte tatsächlich damals die Sidescroller von Mario eher lieber. Und das ist jetzt, wie gesagt, der neueste Teil, der halt rauskommt. Mal schauen, wie der halt wird. Er sieht noch ein bisschen steril aus, muss ich sagen. Also die Welten sind noch relativ leer, es ist noch nicht viel los. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob sich da noch was tut. Ich weiß nicht, wie da euer Eindruck ist von dem, was ihr gesehen habt. Erinner dich mal, wie für Zelda Werbung gemacht wurde. Da wurden auch nur die leeren Flecken gezeigt, ja, weil die Welt sehr, sehr leer zwischendrin war. Aber als du es dann selber gespielt hast, war plötzlich alles voll mit Zeug, was du machen konntest. Das stimmt. So, es sieht auf den ersten Blick leer aus, aber es ist halt fucking Nintendo. Und wenn Nintendo irgendwas kann, dann ist das Zeug mit Spaß aufzufüllen. Genau. Und was halt eben schon positiv ist, Digital Foundry hat es halt schon getestet. Die Framerate soll extrem gut sein, soll von der Performance der beste Titel auf der Switch halt bis jetzt sein. Mhm. Also da kann man halt richtig flüssige Performance halt erwarten, soweit es eben auf der Konsole halt möglich ist. Was ich halt gehört habe, ist, es soll halt weg von Galaxy. Was sagst du? Text nur 31 FPS bestimmt. Oder 32,5. Ja, das finde die Konsole gut. Es soll ein bisschen weg von Galaxy und wieder mehr so Richtung wie Sunshine. Das interessieren. Interessiert euch das nicht? Was denn? FPS? Frames? Ja. Also ich habe bei Zelda damals direkt zu Anfang gespielt und es ist immer runtergegangen. Ich habe Hop gespielt und es ist direkt runtergegangen jetzt vor kurzem. Wenn das Spiel gut ist, kann ich ihm verzeihen, wenn die Framerate mal einbricht. Weil ich habe Spaß in dem Moment. Und wenn es dann kurz ruckelt, wenn es dann nervt tatsächlich, weil es in einem Kampf passiert, dass es ruckelt und mich halt am Spielen hindert, dann ärgert es mich. Und dann rege ich mich auf. Aber weil ich mal mich umgucke und kurz die Frames runtergehen. Nee, das meine ich ja nicht mal. Was denn? Ich meine, dass die limitiert sind auf 30. Ach so. Also seitdem ich nicht mehr auf dem Fernseher spiele. Ich habe ja am Anfang mal auf dem Fernseher gespielt. Ich kann das nicht mehr haben. Und das Ding ist, wenn ich Streams gucke und das schon sehe, ich kann das nicht, das ist halt so, es ist nicht flüssig. Ich gucke mir auch ganz, ganz wenig. Es gibt ja diese, die ganzen YouTube-Videos in 4K und so, die laufen ja auch nur auf 25 und FPS. Und ja. Da wird ja rendertechnisch noch ein bisschen was gemacht, dass das smoother ist. So. Und bei, es gibt so, ich kann, wenn ich mir das bei Dings angucke, bei Zelda, also ganz ehrlich, 2016 ein Spiel nicht mal mit 60 FPS rausbringen, ist schon... Also was mir deutlich wichtiger ist, dass die FPS halt konstant sind. Wie gesagt, es gibt ja halt in den FPS dann noch dieses Frame-Pacing, dass die FPS, also die 30, die auch dann ausgestrahlt werden, exakt im selben Abstand sind, dass es halt für das Auge halt gleichmäßig aussieht. Genau. Das ist für mich das Wichtige, dass es konstant ist mit einem vernünftigen Frame-Pacing. Wenn es anfängt zu shuttern oder die droppen, das ist halt kacke. Aber ob es dann 30 sind, die wirklich konstant sind, was, glaube ich, Horizon Zero Dawn halt gemacht hat, was halt wirklich super, super solid war, dann ist das völlig in Ordnung.
klar, wenn 60 ist und auch konstant, nehme ich gerne 60, aber das schafft halt die kleine Kiste von der Switch halt nicht. Wie willst du halt so einen kleinen Kasten irgendwie mitnehmen, wenn der halt irgendwie 60 FPS machen soll? Das also ist halt technisch nicht möglich. Also ich meine, jetzt mal ganz kurz Butter bei der Fische, ne? Was ist bei Zelda an Grafik? Also, das kannst du auf dem Handy spielen. Jetzt mal übertrieben, das kannst du auf dem Handy spielen. Mein Handy hat mehr Dunst als das Ding und kostet weniger. Es ist halt eine verdammt große Open World. Es sind halt Partikeleffekte drüber, Staubeffekte, die Gegner werden berechnet, die Items werden berechnet, die Physics werden berechnet. Es ist halt schon eine verdammte ganze Menge, was die Kiste halt machen muss, was nicht nur die Grafik ist. Die Physik. Also die Grafik, möchte ich extra nochmal sagen, die stört mich gar nicht. Die hat, finde ich sogar, hat einen sehr schönen Charme. Mir geht es halt einfach nur darum, dass du das mittlerweile, also ich weiß nicht, dadurch, wie gesagt, ich habe hab jetzt einen PC, also richtig Monitor, und du siehst halt diesen Unterschied und das geht mir so auf den Kranz mittlerweile. Du kannst auf der Konsole, auch bei Horizon war das so, das zieht so eine Schlieren immer. Warum ich auch Battlefront nicht mag, das zieht so eine Schlieren, so eine komischen. Das ist nicht so on point, wisst ihr? Naja. 60 FPS ist so on point, naja, zack, knackig. Ja. Das ist genau der Vorteil von 60 oder sogar 144 FPS, dass du halt bei schnellen Bewegungen auch immer noch schön was siehst. Genau. Das siehst du halt bei 30 nicht. Ja. Da ist halt alles verwaschen. Ja. Und ich bin so ein Spieler, ich bewege mich immer schnell so. Ich mache nicht diese cinematischen Bewegungen. Mhm. Und deswegen stört mich das immer ein bisschen. Ja, wobei ich aus Zuschauersicht sagen kann, wenn ich einen Stream gucke, ich gucke tatsächlich lieber Konsolenstreamer, weil die halt eben nicht diese Drehung aus der Hölle haben, wo da denkst, du fällst gleich aus dem Auto raus. Weil sie sich einfach aufgrund der Limitierung langsamer bewegen. Und die PC-Spieler mit Maus, die drehen sich so schnell um, wo ich denke, what the fuck macht der da? Da wird mir irgendwann übel. Ja, mir auch. Aber so spiele ich zum Beispiel ein Bloodborne oder ein Dark Souls auch. Ich bewege mich unfassbar schnell. Also ich nutze den rechten Stick mehr als jeden anderen Knopf. Tatsächlich. Von daher. Ja, ich mache so immer ein bisschen höher als normal die Kameradrehung, aber jetzt nicht auf super bums schnell. Ich spiele auf dem Fernseher von dem her. Ja, ich ganz normal halt 60 FPS oder was die Konsole halt gerade bietet. Ja, zwischen Konsole und PC ist bei mir halt flüssig Übergang. Ich kann auch mit 30 FPS Spaß haben. Wenn sie konstant sind, klar, meckert man, wenn sie droppen. Bloodborne, Stichwort, gerade am Anfang, wo es noch nicht die Pro gab, halt deutliche Drops, ist halt nicht schön. Klar, hätte ich lieber dann konstante 30 oder 60, aber okay. Dafür ist das Spiel zu gut, also das ist so. Ja, eben. Hm. Oh ja. Das stimmt wiederum. Am Ende, das ist halt, ich glaube auch, dass Nintendo das weiß, ja? Und das Schlimme ist wirklich, dass sie jetzt gerade was sehr, sehr Gutes machen. Also strategisch was sehr, sehr Gutes, dass Leute sich dieses Kackding kaufen. Eigentlich. Und das ist, leider Gottes, einfach mal ein Fakt, ist das absolute Schrottteil. Egal in welcher Form. Die Controller sind kacke, dieses Reinstecken und Mitnehmen, beides in einem, völliger Bullshit. Unterschiedliche Auflösung, völliger Bullshit. Da hätten sie wenigstens trennen können. Und trotzdem kaufen es die Leute, weil sie diese Spiele rausbringen. Und das Ding ist, Nintendo, und da gebe ich dir definitiv recht, Slabby, Nintendo wusste schon immer, wie sie Spiele macht. Aber das Ding ist absoluter Crap. Von vorne bis hinten. Genauso wie dieses Rebranden von deren Hardware ist genauso ein Crap. Und das regt mich so um. Tun sie seit der Wii. Sie haben damals den GameCube rausgebracht, wo sie es nochmal versucht haben, tatsächlich mit Hardware rauszureißen. So, sie haben so einen kleinen Cube gemacht, der halt wirklich sehr, sehr schöne Grafik darstellen konnte, weil da wirklich noch ein guter AMD-Chip drin war und alles. Und die Spiele waren super, die sie da rausgehauen haben. Aber keiner hat es halt gekauft. Weil damals gab es halt die PlayStation und die Xbox. Ich glaube, PlayStation 2 und die Xbox 360 sind gleichzeitig rausgekommen. Und die waren natürlich nochmal geiler. Und dann hat Nintendo gesagt, wisst ihr was? Kämpft ihr um den Vorrang, die fetteste Grafik auf Fernseher rauszubringen? Wir konzentrieren uns auf unsere Spiele und auf den Spaß. Und dann haben sie halt die Wii rausgebracht und ein bisschen experimentiert und haben damit halt Den Fehler halt gemacht, dass sie halt nur First Party rausbringen wollten, wo keine Spiele rausgekommen sind. Den Fehler haben sie jetzt korrigiert mit der Switch, dass eben jetzt auch wieder von Third Parties halt Spiele kommen, Indie-Spiele kommen. Plötzlich wird das Ding halt interessant. Du kannst eben jetzt ganz normale Spiele spielen, du kannst die Nintendo-Spiele spielen und du kannst sie überall spielen. Sei es jetzt beim, Entschuldigung für die Wortwahl, beim Kacken, im Bett, was weiß ich wo.
Und das ist halt eben das, was eben die anderen Konsolen halt nicht bieten können. Klar, bieten die halt dann vielleicht 60 FPS oder der PC noch mehr, aber das kannst du halt nicht unterwegs mitnehmen im Hotel oder so. Oder nur schwierig. Wenn es jetzt, ich glaube, es wurde irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob das jemand bestätigen kann, vielleicht aus dem Chat, wenn jetzt noch irgendwann eine Netflix-App kommt für Nintendo für das Ding, wäre die Konsole quasi perfekt. Das wäre echt super. Ja. Abwarten. Ja, ich hoffe, das würde mich noch extrem freuen. Nö, eigentlich, wie gesagt, was müsste für euch passieren, dass ihr euch die Switch halt holt? Die Switch hätte ich schon längst. Ich müsste gegen den Türrahmen laufen und ganz kurz einen schwachen Moment haben. Ich habe momentan wirklich sehr schwache Momente. Weil die Third-Party-Spiele, ganz ehrlich, und das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, ich hasse Nintendo wie die Pest, ja? Also wirklich abgrundtief hasse ich deren Konsolen, weil das für mich absoluter Schmutz ist, was sie da machen. Und das meine ich wirklich so. Aber was sie jetzt gerade mit den Spielzügen machen, ist ein sehr, sehr feiner Zug. Und wenn sie weiter so machen, dann kaufe ich mir das Ding auch. Wenn sie weiter so machen und sich offener zeigen, dass sie sagen, ja, wir nehmen Third-Party-Spiele mit auf. Ich meine, überlegt euch mal, das würde ich zum Beispiel ultra geil finden, mich in ICE setzen oder in Zug oder was weiß auch immer, der Geier. Und dann kannst du NBA spielen zum Beispiel. Sowas ist cool. Das ist geil. Ich meine, Skyrim, die können sich löschen. Das ist Rebrand 3000 so. Ne, davon mal ab. Aber solche Sachen oder Battle Chasers zum Beispiel finde ich auch super schön, dass sie solche mal Sachen machen. Dann würde ich mir eine kaufen. Oder wenn sie im Angebot ist irgendwo. Ich warte eigentlich nur für ein angenehmes Angebot, dann würde ich sie mir auch kaufen. Wir reden hier von Nintendo. Ja. Gibt nicht so viel. Ja, wobei, letztens war sie irgendwo im Internet, ich kannte den Shop nicht, ich habe es nur gesehen, 2,77 war jetzt wohl im Moment der Tiefpreis für die Switch. Ja. Also der Normalpreis ist ja mittlerweile 3,29 oder so, also nochmal knapp 50 Euro günstiger. Ich fand es halt so lustig bei Total Biscuit, der ja auch eher PC-Spieler ist und auch auf 144 FPS Minimum setzt, als er Mario Rabbids gesehen hat, Kingdom Battle, was ich ja auch gespielt habe, quasi dieses XCOM Mario, hat er auch sofort gesagt, okay, das ist der Grund, ich brauche jetzt eine Switch. Ich habe mich so wurmelt. Und ja, das Spiel fand ich halt auch extrem lustig. Es war halt eben wie South Park, so ein Mashup aus verschiedenen oder aus einem Genre, was man bei dem Thema nicht erwartet. Und da halt eben dieses XCOM-Setting bei Mario, das hat ihn halt auch unglaublich getriggert. Ich glaube, wenn das nächste Zelda erscheint und nur für die Konsole, das wäre jetzt das letzte Zelda nur für die Switch erschienen? Ja, ist die Frage, ob tatsächlich noch eins für die Switch rauskommt oder ob dann schon wieder eine neue Konsole kommt. Die Angst habe ich nämlich ein bisschen. Ich warte diesmal, weil ich hatte mir die Wii U nämlich. Ich hatte keine Wii. Weil irgendwie mit dem GameCube war schon so ein bisschen Flaute. Mhm. So für mich war die letzte wirklich gute, war der N64. Ich bin Mario ein Nintendo. Sunshine. Das war GameCube, Waker. Das war alles GameCube. Ja. So, ich bin aufgewachsen mit Nintendo und es war meine erste Konsole. Ja, Zelda. Ich habe mir 64 nur gekauft wegen Zelda damals. Und ich. Zelda ist so für mich das Steckenpferd, warum ich überhaupt game. Und ich glaube, da würde ich wahrscheinlich mit mir kämpfen. Da aber Zelda auch noch für die Wii U erschienen ist, die ich mir damals nur gekauft habe, weil es hieß, Zelda kommt. Irgendwann. Ja gut, okay, ich hatte halt Angebot und dann das, die halt hatte ich gekauft, halt nicht. Ne? Das heißt, ich hätte mir, wenn für Zelda die Wii U holen müssen oder halt die Switch, dann habe ich mir halt die Switch geholt. Das letzte oder einzige Nintendo-Produkt, was ich hatte, war der GameCube. Ich hatte mit Nintendo halt nie Berührungspunkte, weil ich eher PlayStation von 1 bis jetzt halt bin oder war. Und davor? Davor tatsächlich sehr lange Amiga 500 und dann halt PC. Mhm. C64 also und angefangen mit einem Atari 2600. Mhm. Also Nintendo ist komplett irgendwie an mir vorbeigegangen. Den GameCube habe ich mir dann halt nur geholt, nicht wegen Zelda, sondern wegen der Resident Evil-Reihe, weil da halt der erste Teil als Remake kam und Zero exklusiv rauskam. Irgendwann sind die exklusiven Teile dann doch woanders erschienen, aber naja. Und 4, oder PlayStation. Nicht? Und 4, genau, 4 anfänglich auch. Das war halt für mich der Grund für den GameCube. Und Wii und Wii U hatte ich nicht, dann habe ich mir jetzt halt die Switch geholt wegen Zelda, weil das hatte mich halt eben getriggert, als ich es gesehen habe, das fand ich da ganz cool aus und hat sich auch gelohnt. Also die Open World war, also sie hat für mich Maßstäbe gesetzt, was die Open World angeht. Das möchte ich bitte in jedem Open World Spiel demnächst haben. Wenn da noch mehr so 3D von mir aus Plattformer und sonst was rauskommt, dann gucke ich mal, weil da habe ich sehr viel Spaß dran.
nur um das Teil irgendwohin mitzunehmen. Ich gehe so selten irgendwo hin und gut, dann habe ich meistens auch irgendetwas anderes zu tun, als da auf diesem Pad rumzuckt. Dann nehme ich die Vita mit. Das reicht. So selten wie die, dann freut die sich, dass die auch mal rauskommt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo meine Vita ist. Irgendwo verstaubt die. Ich glaube, neben dem Bett liegt sie. Aber man hat ja jetzt, man muss ja keine Motion-Controller mehr extra kaufen. Man hat sie ja jetzt dabei bei der Switch. Das ist die Joy-Cons, ja. Klar. Oh Gott. Dieses Ereignis. Ich werde es nie vergessen. Und das ist genau, das hat mich geprägt. Mir hat jemand Mario Party geschenkt. Für die Wii. Für die Wii U. Und ich, mein Kumpel war hier. Und ich wollte Mario Party spielen, weil das witzig ist, ne? Und du kannst es ja nicht online spielen, sondern nur Couchcoop. Und dann mache ich das an und schließe zwei Controller an. Ne? Zwei Controller. Ja. So, und dann sagt mir das Ding, es tut uns leid, aber wir können das nicht machen, sie haben keine Controller installiert. Und dann hast du dir für 60 Euro einen Controller gekauft, extra, ne? Und dann sitzt du vor dem Ding. Und das ist für mich ja immer schon so ein Todesurteil. Du musst dir halt wirklich diese extra Dinger kaufen, die auch 30 Euro kosten, der Controller. Die Nunchucks. What the fuck? Plus, dass die noch mit normalen Batterien betrieben wurden, also mit den, ne, ganz normalen Mignon ist das oder so. Das heißt, keine Akkus in dem Sinne. Ich hatte da Probleme, weil ich hatte mir das von einem Kumpel ausgeliehen. Dann waren die Dinger immer leer, dann musstest du neue Batterien halt reinmachen. Du konntest halt nicht wirklich laden. Oh ja, ja, es war schon schwierig. Ja, ich war ein bisschen traurig. Aber hey, Internet, bevor ihr sauer seid, hier, komm, Katzenbilder. Katzenbilder. Hier, Katzenbilder. Wir haben uns die alle Nintendo, bei mir ist die Nintendo-Zeit irgendwie Mario, ja, und ich schaue auch unglaublich gerne noch Streams mit Super Mario und die werde ich mir auch immer anschauen. Und Zelda, ja, aber ansonsten muss ich zugeben, Pokémon würde mich jetzt auch noch. Das würde mich. Aber das kommt ja immer nur auf diesem anderen da, auf diesem 3DS-Dingsbums da raus. So. Das wäre jetzt auch noch was mich eventuell veranlassen würde. Aber ansonsten muss ich zugeben, weiß ich nicht, bin ich damals schon zu PlayStation 1 rübergegangen und habe dann Spyro und Crash Bandicoot und habe halt mit diesen Sachen Medieval Spaß gehabt. Und da ist dann irgendwann Nintendo irgendwann hinten weggefallen. Zum Ende des Jahres kommt ja auch noch Xenoblade Chronicles 2 raus, ne? Für die Switch. 1.12. Ja, das werde ich mir auch angucken. Die wahrscheinlich deine Konsole rippt, weil sie zu heiß wird. Obwohl Monolith ist ja die Firma, die Nintendo geholt hat für Zelda, damit sie ihnen helfen, quasi diese große Open World laufen zu lassen. Weil was Monolith mit Xenoblade Chronicles X halt auf der Wii U geschafft hat, ist einfach so. Keine Ahnung, das war nicht zu denken, dass aus der Wii U so ein Spiel quasi rauskommen kann. Und ich glaube, dass die schon wissen, wie sie es auch auf der Switch zum Laufen bekommen. Ist nicht die U damals gecrashed dabei? Nee. Bei Chronicles? Ist sie nicht komplett abgeraucht bei vielen? Nicht, dass deswegen? Ich wüsste. Ja. Die ist auf jeden Fall, klar, das Spiel hat der Wii U alles rausgeholt. Auf jeden Fall. Vielleicht von den alten Modellen. Ich hatte schon ein neues Modell. Sah super schön aus. Unfassbar schön. Ja, also eins schön. Der schönsten Spiele, die es je gab, glaube ich. Schaue ich mir an. Also bei jemand anderem. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich überlege das vielleicht nach Ni no Kuni tatsächlich zu spielen. Genug Katzen. Aber Ni no Kuni. Gott, wie süß! Ni no Kuni ist echt lang. Ich weiß es nicht, ob du das weißt. Also, ja. Das vor allem, wenn du ein bisschen mehr machen willst, kannst du da gut gehört. Zeit investieren. Ja. Spiel erstmal die Story. Ich habe auch gesagt, wenn ich irgendwann grinden muss, weil ich an ein Level-Cap komme oder so, stelle ich es auf leicht, weil mich wirklich die Story eher interessiert als jetzt das Spiel. Ja, wobei es gibt halt, wenn man weiß wie, kann man sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell grinden. Also da könnte ich dir ja auch noch einen Tipp geben, wo das dann halt ginge, ohne dass du halt die Schwierigkeit runterstellen musst. Ja. So, jetzt bin ich wieder beruhigt. Mal gucken. Jetzt mag ich Nintendo wieder. Ja, aber ich finde, sie gehen den richtigen Weg. Also eine schönere Entwicklung als noch bei den anderen Produkten, dass eben Core-Gamer halt eben auch mal zugreifen können, wenn sie unterwegs halt was machen wollen, halt Indies und halt eben die First Party. Ja, dann hatten wir tatsächlich mehr oder minder Battle Chasers, was Dizzy gespielt hat. Der Comic als RPG rundenbasiert, hatte ich mir angeguckt auf der Gamescom. Sah interessant aus, war jetzt nur nicht unbedingt, was ich unbedingt spielen muss. Und Dizzy hat's gespielt.
Und soll eigentlich ganz gut sein. Hat ziemlich gute Kritiken. Also oberer 80er Bereich. Hat Spaß gemacht. Unglaublich geiles Spiel. Also ist für mich bis zu Wolfenstein 2, glaube ich, Spiel des Jahres. Ich kann mich an kein Spiel erinnern dieses Jahr, was besser war. Kann ich nicht. Also Battle Chasers ist für mich eigentlich für jeden Variety-Streamer eigentlich eine Pflicht. Okay. Weil da hat sich mal jemand wieder was getraut. Es wurden alte Elemente aufgegriffen, mit neuen Sachen gemischt. Die Grafik ist sehr, sehr gut. Der Artstyle ist von den Dialogen ist unglaublich cool. Das ist so, ja, ich sag mal, so eine Art Comic-Stil. Da, was halt auch manchmal wie so die Bilder und Sequenzen gebrochen werden und sich dann in einzelne Bilder aufteilen. Und der Soundtrack ist einfach mal unglaublich krass. Es ist mal 2017 Musik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gestern das vorletzte und letzte Dungeon gemacht und ich hatte bei der musikalischen Untermalung echt einen Ständer. Ich hatte so, da war so ein Dauerloop von so, ich nenne es jetzt mal Musikrichtung Unbox Therapy Musik, was du nicht so häufig hörst. Ich habe am Anfang so gedacht, das passt hier nicht hin, aber es hat sehr, sehr gut gepasst. Und es war einfach so, ich weiß nicht, es war eine Spielerfahrung. Es war einfach eine unglaublich tolle Spielerfahrung. Und es ist halt nicht so dieses Open-World-Ding, sondern du hast halt dein Spielbrett, wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht, sage ich jetzt einfach mal, wo du deine Figuren setzen kannst, dann bist du wiederum in der nächsten Etappe, dann bist du in einem Dungeon, dann kannst du da rumlaufen und du hast super viele Rätsel da drinnen versteckt. Also es sitzt auch gleichzeitig noch ein paar Rätsel drinnen. Einfach mal so. Super viele Rätsel übrigens. Und du fandest es trotzdem dann gut? Dungeon, bitte? Und du fandest es trotzdem gut? Ja. Trotz Rätsel? Ich bin nicht anti-Rätsel, du Flitzpiepe. Ich bin anti-Rätsel. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, ich mag Uncharted und so. Und die, also ich erinnere mich nur an Momente, wo wir über Rätsel gesprochen hatten. Hellblade, glaube ich. Wir reden hier nicht über Wimmelbilder. Nee. Ah, schön. Hey. Wimmelbilder sind ja keine Rätselspiele. Ja, aber ich meine so, Adventure-Sachen sind ja für mich sehr gut. Also ich mag die. Und du kannst halt da selber auch durch diese Dungeons laufen. Und es ist auch ein bisschen buggy, muss ich sagen. Achso, wenn du halt durch die Dungeon läufst, kommst du halt auf Gegner. Und dann kannst du sie mit Dungeon-Skills angreifen. Aber nicht töten. Und dann gehst du in ein Dings rein, in einen Kampf und der ist rundenbasiert. Von der Seite. Und du hast 6 Charaktere, mit denen du spielen kannst. Also hast schon große Auswahl, gibt auch Wiederspielwert. Und es ist ein offenes Ende. Aha. Naja, Fortsetzung incoming. Also ich will nicht spoilern, es ist ein offenes Ende. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, für 30 Euro macht das Spiel einen solideren Eindruck als Battlefront. Der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber nur mal, um die Relation von einem AAA-Titel und ich sag mal einen Indie-Titel hinzustellen. Also mit 30 Mark ist das schon ein sehr, sehr starkes Spiel. Aber, und das ist ein ganz großes Problem, der Schwierigkeitsgrad ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr gegeben. Weil es zu leicht wird? Ja. Okay. Also ich habe gestern den Endboss gemacht und das war ein Festival der Crits, nenne ich das jetzt mal. Das war ruckzuck gegessen so. Also da aber es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsgrade, hast du gesagt. Macht ne? keinen Unterschied. Ich bin nachher heroisch gelaufen und das war, Oh. Also ich habe am Ende heroisch gespielt und das war nicht mehr so schwer. Das ist ein ganz, ganz großes Manko. Aber man könnte einfach die ganzen Legendary-Krimskrams und so ablegen und mit normalen Klamotten spielen. Dann wiederum geht's. Also... Das Ding ist halt, was ich jedem empfehle da draußen, bis der nächste Patch kommt oder bis das irgendwie gemacht wird, lauf Dungeons nicht mehrere Male. Man kann Dungeons immer resetten und wieder laufen, auf normal, heroisch und legendary. Es gibt schöneren Loot. Vergesst den Loot einfach. Spielt's in grün, also in grünen Klamotten. Ich habe nachher blau, ich hatte sehr viel blau an, ich hatte sehr viel lila an und ein legendary Item und das war super. Super langweilig. Also es war wirklich utopisch langweilig.
wer da so ein bisschen die Challenge ruft. Weil am Anfang ist es wirklich schwer. Richtig knackig so. Also es war angenehm. Wer das natürlich mag, kann das natürlich auch tun. Aber also für mich selber mache ich sehr, 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 sehr selten, aber das ist eine absolute Kaufempfehlung. Absolut. Klingt auf jeden Fall nicht unspannend. Ja. Ja, ich persönlich finde halt so Rundenstrategie oder rundenbasiert ist halt so ein bisschen aus der Mode gekommen. Daedalic hat es ja noch ein bisschen versucht mit Blackguards. Divinity ist jetzt ja mehr oder weniger auch nochmal wieder gekommen. Ja, und jetzt eben Battle Chasers eben auch nochmal. Und die sind alle eigentlich von der Kritik immer ganz gut angekommen, muss man sagen. Wieso Mario vs. Rabbids auch rundenbasiert? XCOM rundenbasiert? Ja gut, stimmt. Richtig. Also rundenbasiert gibt's schon Darkest Dungeon rundenbasiert. Ja. Hardware. Ja, wobei das ist ja auch schon jetzt ein paar Jährchen raus. Kommt glaube ich auch für die Switch raus, glaube ich. Habe ich irgendwo gehört. Ja. Und DLC von XCOM haben wir auch rundenbasiert. Genau. War of the Chosen. Ich kann also leider nichts mit anfangen, ne, mit rundenbasiert. Oh, ich liebe rundenbasiert. Oh, ich habe das früher gern gespielt. Final Fantasy X macht es noch so gut, dass ich es irgendwie ertragen kann, tatsächlich. Aber, und South Park auch, zum Beispiel. Aber in den meisten Spielen nervt es mich tatsächlich. Ich mag es in XCOM, weil ich halt das Setting halt gerne mag mit der Story oder der Kampagne und dem Management der Basis, was noch einhergeht. Also bei XCOM funktioniert es für mich. Ja, aber bei XCOM, Blackguards hat es mich nicht so abgeholt. Dass ihr das vergleicht, das sind für mich ganz verschiedene Spiele. Also XCOM ist einfach für mich ein reines Strategie. So, und das ist für mich schon sehr viel RPG einfach als rundenbasierend. Ich kann die gar nicht miteinander vergleichen. Früher im Asiatischen, es gibt zigtausend rundenbasierende RPGs und ich habe viele von denen gespielt, aber ich würde die jetzt nie mit XCOM vergleichen, weil das rundenbasierend ist. Klar, da gibt es Abstufungen. XCOM ist halt schon strategisch, wo du deine Püppchen halt eben platzierst. Ich gehe mal davon aus, das ist bei Battle Chasers nicht der Fall, weil du halt eben deine Party schon gegenüberstehenden hast und dementsprechend halt irgendwelche Fähigkeiten auswählst. Eben. Da hast du halt eben dann das Board in dem Sinne nicht mit dem Placement, was du bei Blackguards allerdings wieder drin hast. Da hast du halt eben die ganze Welt, womit du noch interagieren kannst, Fallen auslösen kannst. Klar gibt es da Abstufungen. Darf ich kurz intervenieren? Mhm. Also in XCOM bewegt man sich Runde für Runde weiter. Genau. Rundenbasiert. Just say. Ja, ja, klar. Für Runde. Aber hast du das auch bei Battle Chasers, dass du dich halt Runde für Runde bewegst oder nur Runde für Runde? Nein, der Kampf. Der Kampf und die Items, die du nimmst, das ist eben rundenbasierend. Du bist dran, du haust auf die Nase, der ist dran. Genau. Und haut auf die Nase. Aber Bewegung ist eben nicht, weil sie stehen sich gegenüber. Ganz genau. Höchstens Veränderung von Block ins Blocken eventuell gehen, passive und defensive Sachen, sowas. Aber ich würde es eben gar nicht mit XCOM. Das ist für mich ganz anders. Also so habe ich das rundenbasiert kennengelernt von Dobbs damals. Welches? XCOM? XCOM. Das war für mich rundenbasiert, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe rundenbasierte Spiele. Fick die Henne, ist das geil. Das ist viel intensiver, finde ich, als normal. Weil du musst immer noch einen Schritt weiter vorausgucken, weil du weißt nicht, was der andere dann macht. Und das kann, du musst halt immer überlegen, so, lasse ich das jetzt aus oder lasse ich das jetzt nicht aus? Gehe ich das Risiko ein oder gehe ich nicht ein? Und ich finde das, persönlich finde ich das sehr geil. Ich habe das Genre lieben gelernt, aber leider gibt es davon nicht so viele vertonte Sachen. Es gibt sehr viele unvertonte. Aber, ja, gut, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Und Final Fantasy will ich nicht spielen. Eure Japano-JRPG-Sachen mit Emo-Ladies könnt ihr behalten. Ist nicht mein Ding. Also oft genug erklärt bei Battle Chasers. Ich bin da nicht so der süße JRPG-Typ. Nope. Ach, Dizzy wird mir gleich nochmal sympathischer. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Das war also auch nicht so meins. Kann es verstehen, Leute finden das toll, weil es früher wahrscheinlich gespielt haben, aber so, ich komme damit nicht klar. Bevor es ausartet, noch sind wir quasi in den Spielen, was noch draußen ist. Auch Dizzy hat es gespielt, Forza 7. Ah, Forza! Ja, Forza ist gut. Kam nämlich schon am 3.10. Anfang des Monats raus. Ich selbst war immer mehr Gran Turismo, hatte auch eigentlich immer eher die PlayStation als die Xbox. Mittlerweile kannst du es ja mit Play Anywhere auch am PC spielen. Ich habe es trotzdem ausgelassen, weil, kannst du vielleicht was zu sagen, es wurde auch viel gemunkelt oder gebitcht über die Lootboxen, dass es jetzt auch super Lootboxen in Forza gibt, wo halt eben Fahrzeuge drin sind oder Booster oder hast du nicht gesehen, die man natürlich A, erspielen kann, in Klammern vielleicht grinden, oder B, mit echt Geld kaufen kann.
Da sind nicht. Autos drin? Ja. Moment, Moment. Noch nicht, glaube ich. Kaufen kann man noch keine Wegen. Nee, es ist jetzt ist es noch for free. Ja. Noch for free? Ja, du kannst es nur mit Ingame-Zeug machen. Okay. Also nicht nur für das Auto Gimmicks wie Aufkleber und bla und Felgen und sonst was, sondern echte, also ganze Autos sind da drin? Aber so wie ich das verstanden habe, sind in den Lootboxen bis jetzt nur die Modifikatoren drin und Skins für deinen Fahrer. Ja. Weil Autos musst du dir immer noch über Gewinn von Rennen und so verdienen. So kenne ich das von früher, ja. Aber Dinge, die Welt nicht braucht. Ich glaube, grindlastiger tatsächlich als Forza Horizon 3, so wie ich gelesen habe. Also Forza war schon immer grindlastig. Ja. Also das wollte ich mir bis zum Plankenschnack aufheben. Ja. So. Jetzt kommt's. Also Dito. Turn 10, ein unglaublich tolles Studio. Unglaublich toll. Ich verlasse mich darauf, dass sie gute Spiele machen. Was meine ich damit? Sie machen tolle Autos, Interieur, Sound, Grafik. Feeling. Purer Sex. Purer Sex. 99 Euro für 700 Autos? Absolut unnötig. Absolut unnötig. Völlig unnötig. Außer du bist so ein richtiger Crack und ballerst da komplett ein durch. Was ich mir kaum vorstellen kann. Weil ich habe nämlich die andere Welt gesehen, aus der die Fred Feuerstein Autofahrer kommen. Und zwar Project Cars, Race Room, so die Ecke, wo du Auto fährst. Ich kann es nicht mehr verstehen, warum man 99 Euro bezahlt. Und ich werde auch in Zukunft keine 99 Euro mehr bezahlen. Weil es ist für mich ein Couch-Game. Es ist sehr arcade-lastig und es ist auch kein Arcade-Sim oder so, es ist einfach Arcade. Du brauchst nicht mal ein Lenkrad anschließen, um es zu fahren, weil das ist, als wenn du, weiß ich nicht, auf Mokassins gehst mit einer Gummischicht von 3000 und Seife unten drunter. So ungefähr fühlt sich das an. Es ist sehr statisch, es kommt irgendwie kaum Geschwindigkeit auf, aber das ist halt trotzdem noch schön. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es auch nur noch recycelt wird. Habe ich so das Gefühl, dass das nur noch recycelt wird. Sowohl 6 als auch 7 sind für mich fast ident. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist ein sehr guter Vergleich, wenn du jetzt Project Cars nimmst, was so näher an deiner Sim dran ist, wenn du durch Regen fährst, ja, wir haben mal eine Regenstrecke gehabt mit Pfützen und Lachen und dein Auto ist die ganze Zeit nur quer. Das war nur dabei, sich zu stabilisieren und das verrät, also du hast wirklich gesessen und so im Auto, dass du den irgendwie auf der Straße halten kannst bei Forza. Und das war's. Und das soll ja auch mehr so in Sim reingehen. Also ich weiß, ich mag so, also ich kaufe es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr kaufen, weil das ist so, ich brauche keine 700 Autos. Ich brauche absolut keine 700 Autos und ich werde auch keine 700 Autos fahren. Ich brauche keine Kisten aufmachen, um mir irgendwelche Goodies reinzuleiern, dass ich mehr Geld bekomme. Ich sitze da nicht dran und tune ohne Ende und der Singleplayer ist auch boring RAF. Und leider Gottes haben die Spieleindustrie wieder mal auf dem Weg in die Zukunft vergessen, was sie früher gut gemacht haben. Und das waren Lizenzen in Gran Turismo. Gebrauchtwagen kaufen in Gran Turismo. Ein Turbolader erfahren für mehrere Stunden, dass du an einem Rennen teilnehmen kannst. Yep. Haben sie leider alle auf ihrem Weg verloren. Project Cars, absoluter Tünnef. Schrott. Multiplayer kannst du da vergessen. Project Cars ist auch ein schönes Spiel. Macht auch Spaß. Multiplayer kannst du knicken, worauf es eigentlich ausgelegt ist. Crap. Forza, weiß ich nicht. Multiplayer auf Konsolen kann ich persönlich nichts mehr anfangen. Kannst kein Lenkrad dran machen. Also kannst du schon, fühlt sich aber nicht gut an. Ist so ein Couch-Game, was du zwischendurch mal spielst. Für mich jetzt zum Beispiel. Da gibt es andere, die haben da sinnvollere Sachen wie Driften oder so. Es gibt auch Menschen, die können sich da drin wohl, fühlen sich da drin wohl. Für mich ist es nichts halt. Und Forza 7 war für mich sowohl enttäuschend als auch toll. Denn Turn 10 hat wieder abgeliefert, was sie immer machen. Die Lootkisten kannst du vergessen, also für mich zumindest kannst du ignorieren, weil ich weiß nicht, warum die Leute gemeckert haben. Gut, dass sie gemeckert haben, weil jetzt kann man sie nicht für alles Geld kaufen.
es war ja geplant, ich weiß nicht, ob es jetzt noch kommt, aber für mich habe ich festgestellt, nachdem ich halt andere Spiele gespielt habe, ich brauche es nicht nochmal für das Geld kaufen. Mhm. Weil ich kaufe mir diese Sachen immer für einen Singleplayer. Und der Singleplayer ist halt Spiele, die Rennserie, die nächste. Ja gut, aber ist die Frage, warum, was du angesprochen hast, die Entwicklung gab es auch in den letzten Gran Turismos und die Befürchtung habe ich auch beim neuen Gran Turismo, was demnächst kommen wird, was du gerade angesprochen hast. Es gibt nicht mal mehr Lizenzen in Gran Turismo, die du freischalten musst, um deine Fahrprüfung zu machen. Das heißt, du brauchst nur noch die Autos. Hast du irgendwie das Auto zusammen als Preis irgendwo gewonnen, kannst du halt das Themen-Event fahren. Lizenzen gibt es nicht mehr. Warum ist das mittlerweile drin? Ist es einfach nur, weil die Leute keinen Bock hatten? Oder weil alle irgendwie jetzt sofort, ja, macht halt Spiel an und spielt halt alles. Geht schon irgendwie. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, das ist aber auch eine Entwicklung, wo ich sage, das finde ich persönlich traurig, weil ich habe eben gerne mich an den Lizenzen halt festgefahren, auch wenn ich da mal 2-3 Tage für die höheren brauchte und einfach den Bremspunkt jedes Mal verkackt habe. Aber das ist doch das, woran man sich erinnert. Also wir haben das früher auch gespielt, also wirklich. Und ich kann mich an 1-2 Lizenzen einfach heute noch 1-1 erinnern. Und an die Rennen gar nicht mehr so viel, aber das Lizenzfahren, das hat ja am meisten Spaß gemacht. Ja, da hat der Singleplayer halt noch einen Sinn gehabt. Genau. Ja. So, heute hat die Singleplayer, alle Singleplayer von den Rennspielen, die jetzt rauskommen, haben alle keinen Sinn. Ja. Das ist einfach nur Beschäftigungstherapie. Ja. Das ist genauso wie, das wäre genau so ein Humbug, als wenn sie bei Wolfenstein noch einen Multiplayer mit einbauen würden. Das wäre absoluter Crap. Und bei all diesen Spielen ist dieser Singleplayer genau das. Crap. Sinnloses Auffüllen der Spiele. Ja, und deswegen vermute ich mal, gibt es mittlerweile halt in so vielen Spielen auch diese Lootboxes, wo du halt eben Klamotten bekommen kannst, um dich darüber zu motivieren. Das heißt, du siehst, in deiner Sammlung sind 500 Seiten leer. Oh, die muss ich jetzt alle voll machen. Brauchst du die fürs Spiel? Nee, eigentlich nicht. Es geht dann halt irgendwie nur darum, irgendwie was zu sammeln. Und das ist im Moment ein Trend, der halt in vielen Spielen leider mit diesen Lootboxen ist, wo man sagt, warum muss das in einem Singleplayer-Vollpreisspiel drin sein? Hat das da einen Sinn? Das ist, als würde ich Zelda anmachen, Breath of the Wild, und sie würden mir alle Items und alle Herzen direkt am Anfang geben und mir sagen, so, jetzt kannst du, wenn du willst, zum Endboss, hast schon genug Kraft, kannst jetzt den legen. Und wo ich mich dann frage, warum soll ich euer Spiel denn dann überhaupt spielen? Ich möchte ja ein Ziel erreichen in einem Spiel. Ich möchte mich vom kleinen Firlefanz-Fuzzi-Fahrer zum großen Macker vorarbeiten. Und da möchte ich gern 50 Stunden für brauchen, wenn es gut läuft, oder vielleicht 20. Wenn ihr mir jetzt einfach nur euer Spiel dahin klatscht, hier hast du alle Strecken, hier hast du alle Autos, fahr, dann spiele ich das Spiel auch nicht, weil das macht mir ja keinen Spaß. Können wir mal ein Spiel springen am 10.10. Das, was du gerade beschreibst, trifft mehr oder minder auf am 10.10. erscheint Mittelerde, Shadow of War zu, über die Lootboxen, die da drin sind. Ist so. Du kannst die Kisten erspielen. Da drin gibt's halt eben Orks für deine Truppe, die du halt brauchst, um irgendwie was zu verteidigen und anzugreifen. Kannst du erspielen oder du kannst dann eben die Dinger irgendwann kaufen. Das heißt, du kannst halt jetzt quasi abkürzen. Und bevor wir jetzt zu dem Lootbox-Thema gehen, weil da haben wir ja jetzt noch nicht so reingeguckt. Die Rennspiele, nochmal zurück zu den Rennspielen. Wir kommen ja gleich dazu. Ich wollte da noch halt zu sagen, so, ich habe echt drauf gewartet. Das sind jetzt diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, 3 große Rennspiele rausgekommen. Ja. Project Cars 2, Forza 7 und Gran Turismo Sports. Und ich habe gesagt, es kommen 3 raus. Ich habe nicht so viel Vertrauen in Rennspiele mehr, weil die letzten Jahre gezeigt haben, ist schwierig. Aber eins von den 3 wird ja hoffentlich das beste Gesamtpaket haben. Und alle 3 sind stinklangweilig. So, und das ist einfach super schade. Das eine hat einfach keinen vernünftigen Singleplayer mit finde ich zumindest, mit Project Cars 2. Das macht die gleichen Fehler, die Project Cars 1 damals gemacht hat, macht es jetzt wieder. Übrigens auch nicht richtig. Es fühlt sich einfach wie ein, weiß ich nicht, dahingeklatschtes Spiel an. Forza 7 mit dem Gegrinde und dem Zeug. Ja, und Gran Turismo hat noch nicht mal einen Singleplayer, einen richtigen. Also nicht mal eine vernünftige. Das kommt ja erst noch am Karriere. 18. raus. Ist ja im Moment nur die Beta. Und es ist ja auch nicht das neue GT, sondern ein Zwischenteil, ja, quasi ja, ein Teaser. Das, für das sie schon so 2-3 Jahre länger gebraucht haben, natürlich, als sie wollten. Also Project Cars, muss ich sagen, sieht nicht hingeklatscht aus.
Also das ist von... Es ist schön, ja. Ja, es ist von der Grafik her schön und es fühlt sich auch gut an. Nur haben sie halt wieder genau den Bandai Namco sollte einfach aufhören, Multiplayer-Spiele zu machen. Die sollten aufhören, Multiplayer-Spiele zu machen, weil die das nicht können. Sie kriegen dieses ganze... Ehrlich jetzt, es tut mir wirklich leid, aber warum müssen wir immer Lobbys haben? Was soll das? Schaff die scheiß Lobbys ab. Ey, bei mir fahren Leute in Deutschland mit einem 70er Ping mit. What? Was soll das? Dann fliegen ständig Leute raus, weil die Lobbys zu groß sind. Denn soll sie dann, wisst ihr, das ist so einfach. Machen Riegel davor, 16 Leute, recommended, und dann kommt so ein Pop-up. Alles hier drüber wäre sinnfrei, du Hoshi, nimm den Server. Aber das kriegen sie auch nicht hin. Und wenn ich mir überlege, wir haben heute mit 24 Leuten ein Rennen sind wir gefahren, davon sind 11 ins Ziel gekommen. Was mit den anderen passiert? Die Hälfte ist rausgeflogen. Wow. Wow. Und wow. Also da sind welche rausgeflogen und rausgegangen. Aber was das symbolisiert, ist, dass das nicht funktioniert. Und dann, jetzt müssen wir auch nicht darüber reden im Chat. Ja, man kann gewisse Einstellungen wegmachen, wie Regen oder schnelles Wetter und solche Sachen. Damit kommt das Spiel gar nicht klar im Multiplayer. Und dieses Spiel lebt aber von ihrem Multiplayer, weil der Singleplayer super boring ist. Weil da fährst du nur deine Rennliegen. Mehr nicht. Von einer in die andere. Und immer wieder und immer wieder. Und in der ersten Karriere fährt man übrigens mit Formula Rugi auf Schnee. Und der Chat sagt mir, das soll so sein. Aber müssen wir nicht drüber reden. Was? Nee. Ich weiß es nicht. Ganz simpel. Falls irgendein Rennentwickler guckt und ihr wollt einen Singleplayer machen, wie wäre es denn mal, wenn man in eurer Singleplayer sich dafür qualifizieren muss, in einer Rennliga online zu fahren. Wie wäre das denn? Dass man im Singleplayer eine Lizenz erfahren muss, damit man im Multiplayer zum Beispiel, eine GT3 fahren kann. Das wäre nämlich sinnvoll, weil jetzt gerade ist da kein Sinn drin. Und das ist schlimm, weil nicht jeder möchte Multiplayer spielen. Und es ist immer mehr, also ich bin kein Fred Feuerstein-Fahrer, ne? Also Fred Feuerstein-Fahrer sind Leute, die ohne alles fahren. Die sozusagen einfach nur ihr Auto rollen wollen mit den Füßen und auch mit ihren Füßen bremsen wollen. Also keine Fahrhilfen an. Was übrigens auch TÜNEF ist, weil Autos haben Fahrhilfen. Für die Leute ist das ja, also es muss ja nicht casual sein, aber ein bisschen was muss doch da drin sein. Irgendwas. Es gibt keinen Anreiz. Ich habe mal in die Runde gefragt, ne? Weil wir fahren ja viel. Was ist euer Anreiz zu fahren? Und wisst ihr, was da traurige ist? Leute sagen Rundenzeiten. Das ist ihr Anreiz zu fahren. Rundenzeiten. Und dann bist du schon Richter, dann bist du ein Fred Feuerstein. Und Fred Feuerstein ist nicht böse. Aber dann willst du nur deine Runden drehen. Aber nicht jeder will Runden drehen, sondern ein Ziel haben. Und das Ziel ist nicht 1,30 zu fahren oder 1,29,5, sondern was zu machen. Das Spiel zu erleben, Rennfahren zu erleben. Weil es gibt auch Leute, die wollen casual Auto fahren. Aber das ist schon, das ist nicht mehr casual, das ist hier, mach was du willst. Das war's. Und ja, aber das ist halt ein Problem, womit, glaube ich, die gesamte Spielindustrie, sobald es in den AAA Mainstream geht, zu kämpfen hat. WoW war eines der Beispiele. Es ist von der Nische der MMOs in den absoluten Blickpunkt geraten und wurde von halt anspruchsvoller bis hin zu jeder kann es quasi blind spielen. Das ist auch in den vielen Singleplayer-Spielen der Fall. Unter anderem auch, was ich sehr gerne, du merkst ja auch die Entwicklung halt zum Beispiel in einem Dark Souls. Von Demon's Souls über Dark Souls halt hin ist es letztendlich auch immer einsteigerfreundlicher und ein bisschen leichter geworden. Und die letztendliche Erfahrung, dass es schwieriger wird, kommt erst viel, viel später nach hinten raus. Weil halt die Leute sagen, ich zahle halt 60 Euro für mein Spiel und ich möchte es auch vollumfänglich genießen. Kann ich es nicht, ist ein Kackspiel. Und deswegen wird das halt mittlerweile so gemacht, dass halt eben die breite Masse halt eben in diesen Spielen halt einsteigen kann und auch Erfolge feiern kann. Jetzt ist die Frage, wo finden halt, sage ich mal, etwas hardcoreigere Spieler, wo finden die noch ihre Herausforderung? Ich persönlich muss sagen, ich finde die mittlerweile eher in Indie-Games, weswegen ich auch ganz gerne mal in diese Indie-Games halt reingucke, weil in den AAA-Mainstream-Dingern, ja, kommst halt durch die Kampagne einfach so chillig mal nebenbei durch, kannst nebenbei noch ein bisschen in den Chat lesen, da passiert halt nicht viel. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, weil das im Chat steht, mir geht es doch nicht um Verlieren, Leute. Mir ist das Wumpe, ob Leute gewinnen oder nicht.
Ich fahre mit meiner Community Online-Rennen jede Woche und ich freue mich für Menschen, die gewinnen. Ich kommentiere eine Rennliga. Es geht mir nicht um Gewinnen. Wenn es mir um Gewinnen gehen würde, würde ich jeden Tag Autorennen fahren mit meinem VR. Dann wäre das nämlich auch drinne. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass ein Singleplayer-Spiel, wo ein Singleplayer drin ist, auch einen Sinn haben muss. Und das hat es nicht. Außer, ich fahre im Kreis. Man hat keine Herausforderungen in diesen Spielen, wo die dir jetzt... Es sollte wenigstens, deine Karriere sollte ein wenig so einen Leitfaden haben. Und wenn man nicht 1999 geboren ist, dann hat man schon mal Gran Turismo 1 gespielt. Und jeder, der mal Gran Turismo 1 gespielt hat oder Gran Turismo 2, der weiß ganz genau, was heute in Rennspielen fehlt. Und ich werde mir Gran Turismo das Neue auch noch angucken und ich werde es wahrscheinlich auch nach einem Stream ausmachen und mir sagen, okay, langweilig. Ja gut, aber die Frage ist ja, Dizzy, warum haben sie es halt eben rausgemacht? Weil es alle Leute geil fanden? Bestimmt nicht, sondern wahrscheinlich eher, weil sie irgendwelche Statistiken ausgewertet haben, nach welcher Lizenz die Leute gequittet haben, weil sie die nicht mehr geschafft haben. Und das war dann der Schluss, den sie rausgezogen haben. Focus Group Testing. Ja? Jeden, den ich kenne, der findet das geil. Jetzt mal ganz kurz eine Frage in die Runde da draußen. Einfach nur mal so, um grob den Überblick zu haben. Übrigens, hi, Filmann und die Roller Gang. Dankeschön. Eine Frage an die Runde da draußen. Einfach bitte nur Plus und Minus, keine Sätze. Ja? Wer von euch hat Gran Turismo 1 mit Lizenzen geliebt damals? Damit man einfach nur mal so einen Überblick hat. So. Ja, aber vereinzelt sind auch Minusse dabei. So ist nicht. Ja, vereinzelte, die mögen halt keine Rennspiele. Nicht mal, wenn man Rennspiele nicht mag. Ich habe früher auch Rennspiele nicht mehr. Ich auch nicht, aber die Lizenzen waren mega. Das muss ich jetzt zugeben. Wenn ich mir überlege, wie lange man für ein Turbo gefahren ist, damit du dir endlich ein Turbo einbauen darfst. Oh mein Gott, wie... Sven! Sven! Komm vom Scheißhaus runter, wir können die Turbo kaufen! Yes! Und dann sitzt du da... Oh, ich bin nie Auto gefahren in meinem Leben. Niemals. Ich habe keinen Führerschein. Aber das sind Momente, wo du so... Stimmt schon. Es gab irgendeine Lizenz, die musste man mit einer Viper erledigen. Und seitdem, Viper sind einfach in Gaming-Dingern, das waren immer so es war so ein garstiges Auto. Und seitdem immer so, oh nein, nein, eine Viper. Die sind immer so, ach nee, lässt sich ganz gut fahren, ne, hier Need for Speed. Aber ja, dieses Lizenzding, weißt du, von damals, die Viper war einfach so aggressiv und so dickig. Das war so ein Biest. Und dann einfach jedes Rennspiel, oh nein, die Viper, nein, 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 die will ich gar nicht haben. Das Ding ist so, ach nee, okay, warte, fährt sich doch ganz locker. Es ist so verankert. Ja. Da könnten Sie zum Beispiel, nur mal als Idee, könnten Sie ja Schwierigkeitsgrade einführen. Muss ja für die Leute, die es nicht so schwer finden wollen oder es nicht so schwer wollen. Das geht ja auch heutzutage. Aber das ist halt so ein komplettes Element, was weggenommen wurde. Naja, wobei, wenn ich mich richtig dran erinnere, diese gab es doch, glaube ich, schon Schwierigkeiten in GT damals. Also mit Gold, Silber und Bronze. Und ich glaube, Bronze hat gereicht, um letztendlich doch irgendwie zu bestehen. Das heißt, es gab ja schon halt eine Abstufung, dass du nicht perfekt fahren musstest. Warum sie es dann nicht weitergeführt haben, kein blassen Schimmer. Also, beziehungsweise haben wir ja schon vermutet, warum. Casual, zu casual. Ja, leider. Deswegen wird Open World eingeführt. Ich habe nichts gegen Open World. Ich habe nichts dagegen, zu der Rennstrecke hinzufahren mit meinem Auto. Aber dann muss es sich ja auch lohnen. Wie geil wäre das denn? Wenn du deine ganze Karriere, du leckst gerade, lecken wir alle? Nee, nur Slavy, ne? Du leckst gerade? Gerade geleckt. Also hallo? Test? Nee, ihr beide. Okay. Gut. Wie geil wäre das? Jetzt überleg mal, deine Karriere würde so geschehen, dass du in deiner Garage sitzt und schraubst und auch noch das Ding einlädst und dann hinfährst und dann immer größer wirst. Und sagen wir mal, du hast dann irgendwann ein Racing-Team. Und dann fährt dein LKW dahin und du musst nicht mehr selber schrauben. Wie geil wäre das denn? Ja, das war ja das, was letztendlich The Crew so ein bisschen machen wollte, aber irgendwie nicht so. Also ich habe es mal angespielt, ich fand es nicht so toll. Race Driver Grid hatte das damals ein bisschen mit drin von Codemasters.
Da hast du dir auch am Anfang nur eine kleine Garage gekauft so, und hast dich langsam hochgearbeitet. Und dann mit mehr Geld, das du verdient hast, hast du dann quasi die größeren Rennen freigeschaltet, bei denen du dann daran teilnehmen konntest. Und dann durftest du natürlich mehr Geld verdienen, konntest die fetteren Autos kaufen und sowas. Sowas mag ich, diese Progression. Ja. Nicht dieses ins Spiel reingeworfen werden und such dir jetzt hier aus einem Menü die Strecke aus und das Auto und dann fährst du jetzt einfach mal im Kreis. Ja. Das, oh Gott, das wäre... Überleg mal jetzt pass mal auf, Slappy. Mhm. Jetzt hör mal zu. Mhm. My Summer Car? Mhm. My Summer Car mit Project Cars gemixt. Ja. Leck mich am Arsch im Singleplayer. Holy moly, würde ich das feiern. Ja, überleg mal. Leck mich am Arsch, würde ich das feiern. Multiplayer My Summer Car mit 10, 20 Autos, die du dir einzeln zusammenbauen kannst. Und alle wohnen in einem Dorf, Magge, und dann kannst du dir von dem anderen immer die Achter klauen und so eine Scheiße. Das wäre mega geil. Und dann hast du da Nesca-Strecke, hast du dann da. Dann hast du die mit richtig Kurven, mit Nordschleife. Oh, Gott, wäre das gut. Das wäre mal eine Spielidee. Ja. Lieber Herr im Himmel, bau mir so ein Spiel. Das kommt aber nicht an, das spielt keiner. Ja, Bier ist wichtig. Bier muss dabei, Entschuldigung, ja. Aber es muss Bier geben. Außer beim Fahren, das ist nicht erlaubt. Nur in Finnland. Und ein Kran vielleicht, dass du dein Auto, was du in See gesetzt hast, auch wieder rausbekommst und trocknen kannst. Oh Gott, wäre das gut, ey. Oh, es gibt so viele tolle Spielideen, aber es ist halt, verkauft sich nicht, weil die Leute es nicht spielen wollen. Ja. Der Endnutzer möchte lieber Star Wars Battlefront kaufen und es 45 Minuten spielen. Bist du. Schön. Oh. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass das so ist. Ja, ich meine, ich weiß, wie's Playtesting, My Summer Car Online. Irgendjemand sitzt wirklich eine Woche voll Liebe da und schraubt sich das Auto zusammen, fährt das erste Mal auf den Track, irgendeiner fährt ihn rein, fällt in 1000 Einzelteile und der Mensch schreit nur noch irgendwie mit Schimpfwörtern schreiend den Computer an und macht das Spiel nie wieder an. Ey, das wäre das Ende. Ja. Ja, gut. Ich meine, der normale Casual kommt halt abends nach der Arbeit, ja, kurz nach Hause, hat eine halbe Stunde Zeit zum Zocken, bevor Mutti nach Hause kommt und was essen will und holt sich dann natürlich im Saturn sein FIFA, legt's ein, zockt ein, zwei Ründchen und geht dann schlafen. Ne? Aber das stimmt. Und daran denken wir auch nicht mehr. Ja. Und das ist nämlich genau das was heute ist, weil die Leute viel arbeiten, viel unterwegs sind und gar nicht mehr so viel Zeit haben zum Zocken. Das ist ja, warum Leute halt die Mobile Games auf Handys halt so beliebt sind. Du loggst halt einmal am Tag ein, machst halt eben deine zwei, drei Klicks, um irgendwie bei, wie heißt das Simpsons-Spiel? Jetzt will ich Seinfeld sagen, Springfield hieß es, da irgendwas zu machen, was aufzubauen. Das ist halt, was mittlerweile halt beliebt ist, weil viele halt eben nicht mehr die Zeit und Lust haben, was auch ja kein Vorwurf ist. Ich meine, jeder macht halt das, worauf er Bock hat. Aber was halt eben vergessen wird, dass es eben auch Leute gibt, die halt viel oder auch mal gerne mehr Zeit in ein Game investieren wollen und eben da auch was erreichen möchten. Da habe ich es halt krass gemerkt, bei WoW irgendwann weg gewesen und in vielen anderen Spielen Singleplayer leider halt auch. Und deswegen, liebe Indie-Entwickler, macht da halt eben weiter so, dass ihr halt Spiele auch noch für die Core-Gamer halt macht. Ja, und die Seite vergisst man immer. Und jetzt eben gerade ist es bei mir wie Schuppen runtergefallen, warum wir diesen Dings gemacht haben. Leute haben gar nicht mehr so viel Zeit zum Zocken. Ja, richtig. Wir sind einfach süchtige Arschgesichter, die jeden Tag spielen. Ja, eben. Ups. Kacke. Aber mir egal. Ja, eben. Ich will was für mich. Ich möchte die Spiele trotzdem haben. Nee. Wollen wir eigentlich weitergehen, bevor ich... Was für eine gute Idee. Wie? Oh, bloß weil du nicht über Racing reden kannst? Shadow of Mordor, glaube ich. Ja. Nee. Head in Time durfte ich auf der Gamescom anspielen. Da durfte ich mich mit dem Entwickler unterhalten. Und? Hm. Hat mich jetzt so, was ich gesehen habe, so ein bisschen an Yoko und Yaeli Dingsbums erinnert. Also eher so ein 3D-Jump'n'Run-Moped, was nicht so meins ist. Ist ein 3D-Jump'n'Run, ja. Genau. Ja, da bin ich leider raus, weil ich kann sie halt nicht spielen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es auch, der Chat oder so. Ich sehe die Abstände in der Welt nicht. Das heißt, ich denke, ich springe da drauf und falle dann ins Loch. Ich habe das in Super Mario 64 damals gelernt. Ich gucke auf den Schatten, wenn ich es nicht sehe. Okay. Solche Sachen, also...
lernst du. Ich fand, es war unglaublich niedlich. Eine super hübsche Idee. Die Hüte, die du aufziehst, geben dir verschiedene Fähigkeiten. Und ich durfte eine knappe Stunde anschauen und spielen. Und es war sehr schön. Ich habe es nur noch nicht auf PlayStation gefunden. Ich glaube, kommt das später? Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, wofür es rauskommt. Es sollte es eigentlich hieß für auch, alles, ja. Ja, aber ich habe es im Store noch nicht gefunden gehabt. Hm. Vielleicht war das da an dem Tag auch noch nicht drin und ist jetzt eventuell gekommen. Ein echt niedliches, wirklich niedliches Spiel. Ich habe gehört, es soll auch besser, alles besser machen, was Yooka-Laylee tatsächlich nicht gut gemacht hat. Also nicht nur ein gutes erstes Level und dann halt so abgeflacht. Das war ja da das Problem bei Yooka-Laylee, fand ich. Also ab dem zweiten Level war es irgendwie uninspiriert. Sondern hier soll es tatsächlich von Anfang bis zum Ende ganz gut sein und Spaß machen. Von daher freue ich mich darauf, wenn ich das dann spiele. Ich muss es jetzt nicht am ersten Tag spielen, aber... Ich auch nicht, ja. Ja, ist nicht meins, was mich jetzt so interessiert. Also ich mag halt das Genre an sich nicht. Wie gesagt, Mario war für mich 2D und von links nach rechts rennen. Ab 64, wo es dann halt in die 3D-Welt ging, war es nicht mehr so meins. Ich komme damit halt nicht so gut klar. Ich mag halt immer noch eher klassische Sidescroller. Aber ich meine, das Problem, was du beschreibst, das habe ich auch immer am Anfang eines 3D-Plattformers. Aber hinterher hüpfe ich durch die Spiele wie ein junger Gott. Weil ich irgendwann weiß nicht, irgendwie bin ich da anscheinend nicht lernfähig oder so, weil ich mache dann denselben Fehler 10-mal hintereinander und falle 10-mal in dasselbe Loch. Ja, ja. Und dann fängt es irgendwann an, frustig zu werden. Ja. Aber ich werde es mir angucken. Ja. Auf jeden Fall. Angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Sah schön aus. Und das ist ja... auch schon draußen, 5.10., ne? Richtig, ja, genau. Für Steam. Ja, dann kommen wir jetzt ja langsam zur Vorschau, was jetzt halt nächste Woche und die kommenden Wochen kommt und da wird's voll. Ja, beim ersten Titel weiß ich noch nicht, ob ich ihn mehr holen soll oder werde. Wie gesagt, Mittelerde hatten wir ja gerade schon gesagt, Schatten des Krieges, Shadow of War. Ich habe den Vorgänger gespielt, war für mich sehr geil, war für mich das bessere Assassin's Creed mit Batman Free Flow Combat. Mit Mittelerde-Setting, also Herr-der-Ringe-Setting. War ganz cool. Jetzt kommt der zweite Teil und beim zweiten Teil bin ich, wie gesagt, aus mehreren Gründen irgendwie zwiegespalten. Erstens, die E3-Präsentation hat mich ziemlich verunsichert, weil da haben sie es ja auf der Xbox Scorpio oder Xbox One X, wie immer die Kiste auch heißt, vorgestellt, wo die Grafik eher komisch aussah, bis hin zu Katastrophe, furchtbar. Dann haben sie es danach vom PC gezeigt, da sah es wieder besser aus. Und dann ist jetzt rausgekommen, dass es halt eben... quasi Microtransactions auch gibt mit Lootboxen und die tatsächlich auch deinen Spielprogress deutlich beschleunigen. Das heißt, du musst sie im Endeffekt entweder grinden, um letztendlich das absolute Ende zu erleben, oder du musst sie kaufen. Ich grinde. Und das Spiel kostet Vollpreis 60 Euro. Und das finde ich halt, das ist eine Entwicklung, ja, klar, wie Dizzy sagte, du musst nicht, wenn ein Spiel Spaß macht, kannst du es auch ergrinden, aber allein, dass sie das halt so anbieten, ist halt so, ich weiß nicht, ich bin da nicht so ein Fan von, vielleicht bin ich da zu oldschool, dass ich dann einfach sage, ja, jedes Mal, wenn du halt den Pause-Knopf drückst und in das Pause-Spielmenü kommt, ploppt halt ein Screen auf, ja, kaufen sie jetzt doch die Lootboxen. Ja, okay, es geht nicht um oldschool. Es geht darum, möchtest du reden? Nee. Es geht darum, dass sie aktiv etwas eingebaut haben müssen, das langweilig ist in ihr Spiel, damit sie rechtfertigen können, dass man echt Geld ausgibt, um diese langweiligen Parts zu überspringen. Das heißt, der Entwickler und Publisher, beide, können nicht zu 100% hinter ihrem Spiel stehen und sagen, wir haben die langweiligen Parts aus unserem Spiel rausgearbeitet, sondern wir haben sie drin gelassen, damit Leute... bei unserem Vollpreisspiel noch auf die Free-to-Play-Variante hingehen können und ja, nochmal mehr Geld ausgeben können. Sie haben es ja sogar gesplittet. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen drücke ich es mal relativ vage aus. Das Spiel hat eine Story, die geht für ein Open-World-Spiel, würde ich sagen, etwas unterdurchschnittlich für ein Open-World-Spiel. Und um letztendlich das absolute Ende, also das sogenannte True-Ende oder True-Ending zu erreichen, brauchst du ungefähr die 4- bis 5-fache Zeit, die du für das normale Story-Ende bräuchtest, aber die Zeit brauchst du, um dich aufzuleveln, zu grinden, was du durch diese Boxen halt bekommst, um das Ende halt zu erleben. Da gibt es dann halt eben nochmal das zweite Ende nach dem Ende. Und das finde ich persönlich halt schwierig. Ja, das finde ich jetzt, das höre ich. Ich informiere mich ja vorher eigentlich nicht so intensiv über die Spiele, weil ich mir einfach mein eigenes Bild machen möchte.
Ne? Das höre ich jetzt gerade das erste Mal und das ist so, aha. Ja, und da überlege ich halt, ob ich mir, also wahrscheinlich bei mir wird es so laufen, ich werde mir halt das normale Spiel angucken, die Story durchspielen und nach der besagten Zeit, der kleineren Zeit aufhören und den Grind nicht in Anspruch nehmen und auch keine Lootboxen kaufen. Nee, also Lootboxen kaufen werde ich absolut nicht. Also wenn, dann setze ich mich hin und dann grinde ich das. Mal gucken, vielleicht macht das auch mega viel Spaß. Ja, so, gut, das so. Grinden also, ist quasi der Combat. Du musst halt quasi Orks kloppen, weil du halt das gesamte Spiel über machst wie im ersten Teil. Macht dir das Spaß? Ja, aber macht dir das halt die vierfache Zeit nochmal on top ohne Story Spaß? Das ist halt eben die Frage, weil es halt eben ja noch nicht mehr in die Story eingebunden ist, großartig. Der erste Teil hatte noch keine Lootboxen, die ich mit Echtgeld kaufen musste und war nach 50% für mich gegessen, weil es für mich schon langweilig war. Ich habe den ersten Teil auf 100% gespielt. Ich fand den super. An dem Moment, an dem ich auf diese zweite Map reinkam, dachte ich mir, scheiße, ich dachte, das Spiel wäre jetzt hier vorbei. Warum geht es denn jetzt hier nochmal weiter? Und warum muss ich alles, was ich vorhin gemacht habe, nochmal machen? Ich will jetzt das Spiel beenden, nicht nochmal alles von vorne machen. Und dann habe ich es ausgemacht. Ja, und dann war für mich, ich habe schon vorher 5 Stunden lang gedacht, oh, jetzt so langsam, okay, Orks killen, Orks auf meine Seite holen, finde ich cool, alle Game-Mechaniken habe ich jetzt freigeschaltet, super gut, hat Spaß gemacht, aber jetzt so langsam Story und jetzt so langsam mal ein bisschen neuen Spaß reinbringen. Ja, dasselbe Problem hatte ja verkehrt. Mad Max sogar dreimal, dass es nicht nur 2 Karten waren, sondern 3 Karten, wo du denselben Mumpitz dann nochmal machen musstest. Ja. Der erste Mumpitz war ja lustig, aber das dann nochmal und nochmal zu machen, wurde dann nach hinten raus, boah, lass mich einfach nur zum Ende kommen. So, und jetzt bringen sie den zweiten Teil raus und jetzt kannst du dir diese langweiligen Parts eben, die haben es nicht rausgearbeitet. Nein, du kannst es jetzt mit Echtgeld beschleunigen für Leute wie mich, die keinen Bock haben, jetzt alles nochmal zu machen. Aber warum soll jemand wie ich es dann überhaupt spielen? Warum kann ich dann nicht auch einfach ein Spiel mir kaufen, das Spaß macht? Genau. Und zwar 100% der Zeit. Angefangen mit dem Satz, ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde, ob es für mich wirklich Vollpreis wert ist, wegen dem genannten Flaws, oder ob ich vielleicht auf einen Sale irgendwo warte. Oder? Ja, ich mochte das Combat-System, aber da hört es dann auch auf. Oder ich kauf's mir, installiere mir einen Trainer, gib mir unendlich viel Mirians oder wie die heißen, diese Währung, die Spielwährung, und kauf mir jeden verdammte Lootbox, die es gibt, von Anfang an und guck, wie schnell ich das Spiel durchgezockt bekomme mit unendlich viel Lootboxen. Das wäre das. Trotzdem hast du ja mit dem Kauf den Entwickler supportet halt. Und ob du dir jetzt cheatest, was du mit deiner Singleplayer-Erfahrung machst, ist dem ja letztendlich egal, weil die Kohle hat er ja trotzdem bekommen. Ich kann ja versuchen, das innerhalb von 2 Stunden hinzubekommen. Okay, das ist aber schon, wow, Speedrun. Dizzy, du bist so leise. Möchtest du auch was zu Lootboxen sagen in Singleplayer-Spielen? Das kenne ich schon aus Assassin's Creed. Das stört mich nicht mal. Das ist da schon seit Jahrhunderten drin. Und erste Screenshots sind auch beim neuen Assassin's Creed mit Boxen aufgetaucht. Ja. Aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Es ist einfach so, dass dieses Franchise nur gekauft wird, weil es dieses Franchise ist. Niemand kann mir erzählen, dass er sich nicht verarscht fühlt, wenn er das spielt. Niemand. Niemand. Inwiefern? Das kann mir keiner erzählen, dass man so ein Mumpitz-Spiel auf der ersten Karte auf die zweite kommt und sich nicht verarscht fühlt. Niemand auf diesem Planeten kann mir das erzählen. Vielleicht spiele ich zu viel Computer. Vielleicht. Nur ein bisschen. Dass ich manchmal 16 Stunden spiele und ein halbes Spiel durchkriege und mich dann verarscht fühle. Aber das ist doch der größte Dreck, den es gibt. Dass sie das noch drinnen lassen, damit du das skippen kannst mit Geld, ist ein feiner Schachzug. Willkommen im Kapitalismus. Aber man kann es doch irgendwann auch übertreiben. Wer kauft sich denn so? Das kauft man doch wirklich nur, weil da Herr der Ringe draufsteht. No, und weil das Kampfsystem Spaß macht. Das Kampfsystem ist toll. Glaub mir.
Das Kampfsystem macht mega Spaß. Es erinnert sehr an Batman. Fühlst du dich nicht irgendwann dämlich nach einer halben Stunde, dass du immer dieselben Fratzen boxst? Und das 500 Stunden? Nö, weil ich Aufgaben hatte durch meine Achievements, dass ich die und die, dass ich die da hochbringe und sonst was mit dem Nemesis-System. Ich kann mir da überhaupt nicht verarschen. Also ich habe das Spiel nicht gekauft, weil Herr der Ringe draufsteht. Ich bin kein Herr der Ringe-Fan. Ich mochte halt wirklich dieses Assassin's Creed meets Batman's Flair. Das war schon ganz cool. Die Open World fand ich damals auch eben besser als die letzten Assassin's Creed. Gerade eben wegen dem Combat-System. Ja, aber was Dizzy sagt, genau an dem Punkt habe ich mich vor Arsch gefühlt, weil das irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt hat, was ich die letzten Stunden gemacht habe beim Wechsel. Plus das Ende war halt sehr, sehr enttäuschend. Ich hätte halt gehofft, dass sie beim zweiten draus lernen. Nur alles das, was ich bis jetzt höre, sie haben halt die guten Komponenten, sprich offene Welt, Combat-System zwar übernommen, das Nemesis-System auch nochmal überarbeitet. Jetzt das Spiel, kann ich noch dazu sagen, das Review-Embargo ist gefallen und die ersten Reviews sind draußen. Und es sieht im Moment so aus, als ob es im hohen 80er-Bereich liegt. Einige Reviews sprechen 84, 85er. Einige Reviews sprechen halt diese Lootboxen halt an. Andere thematisieren sie halt gar nicht, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Und einige watschen es ab. Keine Ahnung. Schon alleine die Tatsache, dass sie einen fucking DLC rausbringen für fucking Charity und das in 48 bunten Staaten der USA rausbringen und den Rest der Welt nicht. Alle kaufen dieses DLC und nur in 48 Staaten der Welt geht das in die Dings. Schon allein dafür würde ich dieses Dreckspiel nicht kaufen. Egal, ob das rechtlich abgesichert ist oder nicht. Das ist so bescheuert und zeigt, dass das einfach nur ein Drecks-Money-Grab ist. Das ist einfach nur ein Drecks-Money-Grab. Mehr ist das nicht. Und wahrscheinlich ist das irgend so eine aufgepolischte Scheiße aus Teil 1, den sie einfach nur gecopied und pasted haben. Das ist so kackendreist von dieser Firma, dass sie das machen. Und sie hätten das nicht zurückgerudert, hätte das Internet nicht dagegen, wäre das Internet nicht dagegen vorgegangen. Ja. Das ist so unglaublich kackendreist von denen, dass man dieses Spiel gar nicht kaufen muss. Dafür 60 Euro auszugeben, damit supportest du einfach die Faulheit von dieser scheiß Firma, Geld zu machen. Und ja, beziehungsweise die fragwürdigen Entscheidungen, die sie getroffen haben. Richtig, und genau das meine ich damit. Das kann gar keine 80 Punkte haben. Das muss ein verblendeter Mensch gewesen sein, der das entscheiden. Der das gereviewt hat. Schon alleine der Punkt mit dem Geld und diesen Boxen ist 500.000 Punkte minus. Da geht es nicht um Gamen, sondern nur noch um Geld. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Geld verdient. Aber so obvious Geld verdienen, ist halt einfach schon ein fucking Problem. Und da bin ich mir meinen krebskranken Mitarbeiter nehmen muss und damit einen DLC rausbringen, damit die Leute das kaufen. Oh, schade, Charity. Oh, was? Nur 48 Bundesstaaten und der Rest der Welt geht in meine Tasche? Oh nein, wir wollen kein Geld verdienen. Entschuldigung, hey. Das war, rein rechtlich gesehen, hatten wir da ein ganz kleines Problem. Das haben wir jetzt im Nachhinein dann gefixt, als ihr davon gesprochen habt. Aber, hey, I'm sorry, okay? Ihr könnt trotzdem kaufen. Ist kein Problem. Kauft ruhig Herr der Ringe. Weil alle Bücher sind geil. Also Filme sind geil und Herr der Ringe ist geil. Kauft unser Spiel, okay? Macht und ist Franchise. Herr der Ringe von Warner Brothers. Mad Max war auch gut. Tolles Spiel. Ja. Wo? Was? Wann? Die erste Map vielleicht. Nee, was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde bis zum 10.10. warten, bis das Spiel offiziell draußen ist und dann auch mal die Reviews gucken, ob neue dazukommen. Vielleicht gibt es ja dann auch noch negativere Stimmen. Keine Ahnung, ob sich das dann auch mal vielleicht nach unten korrigiert. Ich finde es halt sehr, sehr merkwürdig und die Geschäftsgebaren finde ich halt gerade, wenn sie halt sagen würden, ey, das ist kein Vollpreisspiel, ist ein Nice-Price-Game oder gar ein Free-to-Play und wir haben halt diese Mechanics, könnte ich damit eher leben als beim Vollpreisspiel. Ich bin noch oldschool und sage, wenn ich 60 Euro zahle, dann war's. Ich möchte keinen Pfennig mehr dafür ausgeben, auch nicht angeboten bekommen und auch nicht im fucking Pause-Menü. Nein, ich möchte das nicht. Und gerade halt jüngere vielleicht, die dann eben getriggert werden, doch vielleicht da mal ihr Taschengeld für auszugeben, finde ich schwierig. Hm. Ich würde es mir trotzdem angucken. Du spielst auch Monster High. Oh, habe ich gelacht. Was ist Monster High? Naja, die Krufti Barbies. Monster High. We gibt's bei Burger Monsters King, habe ich übrigens gesehen. Was? Im Happy Meal oder wie das da heißt. Das gibt's da? Muss ich an dich denken. Gibt's das nicht nur bei den anderen, der goldene Bogen? Ja, irgendwie heißt das da so. Ah, okay. Ich will die Frankenstein-Troller, die gefällt mir. Weil es gerade im Chat steht, Entschuldigung, weil es gerade im Chat steht, Wolfenstein ist Wolfenstein, weil Wolfenstein gut ist, just saying.
Wolfenstein 1 war kein Crap, Wolfenstein 2 nicht und Old Blood auch nicht für 20 Euro. Redoyer beendet, danke. Danke. So, noch jemand was für oder gegen Mittelerde und Lootboxen oder? Ich bin gespannt, ich werde es mir anschauen. Ich bin auch unschlüssig, ich warte erstmal nach dem 10.10. ab, eventuell Nice Price. Das Kampfsystem, wenn das wieder so ist wie das und so, ich habe da schon Bock drauf. Hab ein bisschen was gesehen, ich hab da Lust drauf. Das waren Mad Max auch drin. Jetzt was? Dali, darf ich. Was, ich stört mir, dich das gar nicht? Nein, Dizzy, weil ich das jetzt gerade von dir gehört habe, was da passiert ist und ich einfach mich vorher gar nicht. Das ist scheiße. Aber ich will das Game spielen. Ja, jetzt mal wirklich eine Frage. Das ist eine ernste Frage. Ja. Langweilt dich das nicht? Was? Immer wieder und immer wieder dasselbe zu machen? Ständig und immer wieder? Und da keine Abwechslung drin ist? Das Spiel ging 36 Stunden für auf Platin zu spielen, das ist doch keine Welt. 36 also, Stunden, so 36. Die Jauchheit, da verblödest du doch nebenbei, oder nicht? Das kommt geht hier, doch zack, also zack. Ich meine, wie gesagt, Leute, ich will euch damit nicht angreifen, ich will das nur verstehen, weil ich kann es nicht verstehen. Ich habe kennt ihr in der Schule das, macht, wenn die Lehrerin gesagt hat, macht euer Buch auf und dann schreibt ihr diesen Satz, diesen Scheiß ab, habe ich zu ihr immer gesagt, bist du bescheuert, warum soll ich die Scheiße abschreiben, bist du blöd, bring mir was bei, du bist meine Lehrerin und ich soll nicht abschreiben. Und so fühlt sich das an. Ja, also, jetzt ihr kleinen Core-Gamerleins, nicht? Jetzt schnappt ihr euch mal das Ding hier und dann setzt ihr euch da in diese eine Region rein, ne? Und dann kloppt ihr den da und den da und den da und den da und dann kriegt ihr die nächste Sequenz und dann könnt ihr in den nächsten Bereich, nicht? Und so war das in der Schule auch. So, hier die Seite schreibst du ab, kleiner Dissinken, nicht? 5 Minuten später, hier die nächste, kannst du auch gleich abschreiben, nicht? Und dann machst du mal ein bisschen Schönschrift und die Seite auch nochmal und die Seite nochmal. Ja, ja. Oh, nee. Ich muss zugeben, ich habe da meine frühere MMO-Sucht habe ich einfach dahin verschoben, dass mir dieses, und das ist halt nun mal das, was ich im Stream auch sehr, sehr viel mache. Es ist Achievement Hunting. Und ich mache das unglaublich gerne. Und dazu gehört es halt nun mal auch mal, dass ich stundenlang das Gleiche mache. Sonst hätte ich in Fallout New Vegas niemals meine 100% bekommen. Es war Stunden, dass ich da diese Tickets gefarmt habe. Und dann haben wir halt im Chat gegiegelt und Spaß gehabt und so. Aber ich sehe es da nicht ein, dass ich so viele Stunden in einem Spiel verbracht habe und dann steht das Ewigkeiten auf 99% da. Und ich weiß, naja gut, ist halt nur noch Zeit, die ich jetzt da reinstecke. Aber ich will diese 100% haben. Und nee, das stört mich da nicht. Bin ich ganz ehrlich. Also ich habe früher schon in den Asia-Games gerne gegrindet. Ich habe in WoW gegrindet. Ja, ne, wenn die dann vorbeigelaufen sind, ey, China-Farmer. Und ich gesagt habe, ey, du Arsch, ich bin keiner. Weißt du, so, ich habe gerne gegrindet. Ich habe, was schüttelst du jetzt den Kopf? Leute, ihr müsst mal bitte zuhören im Chat. Ihr schreibt das schon wieder. Ich mag grinden nicht. Ich habe nicht gesagt, da habe ich gerade geredet oder hat Sali geredet? Sali hat gesagt, ich mag grinden. Ich habe nicht gesagt, dass ich grinden mag. Ihr müsst mal eure Radatten aufmachen. Ja, dass ich mal grinden, aber Shadow of War nicht, oder was? Wow. Nee, ich habe damit kein Problem. Ist jetzt nicht so, ja, doch, manchmal sag ich so, hey, komm, gehen wir noch eine Runde grinden. Es ist doch wirklich. Ich nutze die Zeit dann, ich lese dann im Chat und das ist für mich so Tiefenentspannung. Das ist wie Häkeln. Immer wieder das Gleiche machen ist für mich dann so zwischendrin Tiefenentspannung. Ich mach das gern. Wenn ich arbeiten will, gehe ich arbeiten. Wenn ich spielen will, kaufe ich mir ein Spiel. Und grinden ist halt für mich arbeiten, nicht spielen. Und nur am Ende werde ich nicht dafür bezahlt, sondern bezahle noch Leute dafür, dass sie mir Beschäftigungstherapie geben. Ich kann verstehen, wo das herkommt. Ich habe es in manchen Spielen auch gerne gemacht, mich mal hinzusetzen zu grinden. Aber gerade in einem Storygame, ein Singleplayer-Storygame, möchte ich Spaß haben. Und ich möchte eine coole Story erzählt bekommen, möchte mich mit dem Kampfsystem ein bisschen auseinandersetzen, weil das Spaß macht, wie in Batman zum Beispiel. Aber irgendwann ist dann auch genug. Also, aber ja, ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt, die gerne grinden. Ich würde nur vermuten, dass es tatsächlich nicht so viele sind. Also da muss man ja nicht nur Core-Gamer sein, sondern auch noch gerne grinden zudem. Bei mir ist das Grinden super selten. Ich kann auch nicht mal sagen, wann es genau bei mir Spaß macht. Ich muss halt einen Sinn in dem Grinden sehen, den ich dann nach dem Grinden habe. Ist das nicht der Fall und ist halt super unangenehm, dann lasse ich's. Wir hatten ja schon über Nier gesprochen. Der zweite Akt, den durchzuspielen, war für mich ein Grind, um den dritten Akt zu sehen. Uff, das war mir schon zu viel. In WoW habe ich es gemacht, weil ich halt in einer Gruppe war. Wir haben halt auf hohem Niveau halt damals geraidet. Du musstest halt das beste Equipment zusammenfahren. Da gehörten dann eben auch Berufe farmen, bla bla bla.
da hat man halt eben so ein bisschen halt eben gegrindet. Aber dass ich jetzt halt sage, ich mache das jetzt in einem Singleplayer-Spiel, was mehr oder minder eine Story hat, die ich einfach nur erleben möchte, das würde ich dann, glaube ich, aber auch nicht machen, um irgendwo nur ein Ende nochmal zu sehen. Das ist mir dann auch irgendwie zu doof. Weiß ich nicht. Ist nicht meins, muss ich sagen. Es ist wie um das mal klarzustellen. Sprich du erst mal aus. Grinden per se ist ja nichts Verkehrtes, weil wenn du jetzt beispielsweise in Black Desert rumhampelst, das geht ja auch irgendwann gut über. Und that feels good, weil du hörst Musik und dann drischst du deine Mobs. So, auch schön. Aber jetzt nehmt doch mal einfach nur, und das wird wahrscheinlich so der Moment sein, nehmt mal Mafia. Mafia 3. Mhm. Du kommst mit einem ultra pompösen Geballer und Trompeten-Krabauz in dieses Spiel rein. Ja. Und dann geht das Spiel los. Mit nichts. Von einem Story-Game. Grinden ist so Multiplayer-Ding, finde ich. Aber das macht so ein Spiel völlig kaputt, weil du verlierst komplett den Draht zu diesem Spiel. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich den Draht zu diesem Spiel komplett verliere, dann ist da Ente-Trente. Was soll ich dann das spielen? Dann kann ich auch... Mir ist gerade eingefallen, wie man das beschreiben kann. Und zwar, wir bleiben mal beim Autorennen. Nennen wir es meinetwegen auch Gran Turismo. Du brauchst Lizenz XY, um das nächste Rennen zu fahren. Du musst diese Sequenz halt schaffen. Muss sie üben. Natürlich ist das auch eine Form von Grind, indem du halt deinen Skill verbesserst, um diese Lizenz zu schaffen. Aber es ist eine Herausforderung an den persönlichen Skill. Das fällt dem einen schwieriger oder dem anderen langsamer. Der eine sitzt schneller dran oder der andere langsamer. Wenn sie das jetzt abschaffen und sagen, du brauchst nur Auto B für diese nächste Sequenz, dass du das fahren darfst und du weißt, Auto B ist für mich, ich muss einfach nur an Rennen Z teilnehmen, Rennen Z 10-mal machen, dann kann ich mir das Auto kaufen, ist das auch eine Form von Grind, aber es ist eine andere Form von Grind, weil ich weiß, dass ich nach 10-mal an der Rennteilnahme mir das Auto kaufen kann, um dann das Rennen zu fahren. Das eine ist eher Skill-based, weil ich das schaffen muss, das andere ist eher Ausdauer-based, dass ich das schaffen muss. Ich mag eher diese Skill-Based-Klamotten von Genres, die mir liegen, als diese Ausdauersache, wo ich weiß, ich muss einfach nur 10-mal irgendwas machen und krieg's dann irgendwann. Das finde ich persönlich halt langweilig. Das heißt, wenn der Kampf zu leicht ist und keine Herausforderung ist, würde ich nicht grinden gehen, weil dann geht's halt nur darum, ob am Ende irgendwas droppt. Oder ich weiß, dass ich es definitiv bekomme. Ich muss nur die Zeit investieren. Das finde ich halt... Habe ich bei Borderlands zum Beispiel auch. Borderlands hat bestimmte Waffen, die es in den verschiedensten hohen Sachen gibt, die random generiert werden. Und dann habe ich auch Stunden damit verbracht, um mein B-Schild zu bekommen oder um die Infinity-Waffe zu bekommen, die es dann mit den verschiedensten Sachen drauf gab. Und wollte ich haben. Ich habe in WoW auch für den Drachen gegrindet. Gott, wie oft ich da mitgegangen bin, nur damit ich meine T2-Rüstungen zusammen oder dieses eine Mount. Und ich habe es bis zum Ende nicht gehabt. Ja, aber in der MMO ist ja auch nochmal was anderes, weil es halt länger eigentlich geht. Das heißt, das machst du ja dann auch nicht aus, wenn du sagst, du hast halt XY erreicht oder die Spielstunden. Das ist halt eben diese soziale Komponente, dass man damit, ne, oder sagt, ich hab was erreicht und hab's halt jahrelang gespielt. Habe ich ja auch. Aber in einem Singleplayer-Spiel, wo du sagst, wenn die Story am Ende ist, mache ich's aus. Wen zeige ich denn, klar, Trophy Hunter ist noch was anderes, aber wen zeige ich denn halt hier das Trinket, was ich in, was weiß ich, Schatten von Mordor erfarmt habe in 50 aber Stunden? Aber selbst da, wenn ich in Final Fantasy das und das haben wollte und es ist halt nicht getroppt, dann bin ich halt so oft zu diesen Riesenviechern hingegangen und habe die so oft gekloppt, bis die mir endlich die Sachen gegeben haben, damit ich meine Schwerter aufwerten kann. Also das gehört für mich einfach mit dazu. Gerade bei RPGs oder sowas. Also, nö, ich will die beste Rüstung haben, ich will das und das haben. Dann muss ich das Vieh halt so oft kloppen, bis es umfällt und mir endlich das droppt, was ich haben will. Und das sehe ich genauso wie, ne, okay, ich muss jetzt so und so und das und das. Ob ich das bei Mordor Schatten mache, weiß ich noch nicht. Aber bis jetzt, prinzipiell mache ich es gerne. Also prinzipiell sage ich nicht, oh nee, muss grinden, so eine Kacke, sondern, oh ja, okay, komm, geh mal hin zum Drachen, draufgehauen, nee, das hat er diesmal nicht getroppt, dann schlafe ich halt 5-mal, bis der Drache respawnt und dann gehe ich wieder hin und hau wieder den Drachen um. So lange, bis ich das habe, was ich haben will. Und dann freue ich mich. Und dann mache ich, yay, hab's. Und dann rüste ich das aus und dann gehe ich zum nächsten Drachen und schlag den so lange um, bis ich die Schuhe habe, die ich haben will. Und dann gucke ich meinen Charakter an und sage, yay, ich hab's. Behältst du dabei die Story im Kopf? Was für eine Story? Genau. So, und das ist bei, und das gebe ist ich jetzt, zu.
jetzt verstehe, also das ist mein Problem an diesem Spiel oder an diesen Spielen, dass die einfach die Stories kaputt machen. Ich verstehe, was du meinst, ja. Die machen komplett die Stories mit so einem Schund kaputt und genau deswegen finde ich sie langweilig, weil ich liebe Stories. Ich liebe es, wenn mir eine Geschichte erzählt. Ich liebe es, wenn mein Papi mir abends Benjamin Blümchen erzählt. Ich liebe es, wenn mir irgendeiner was erzählt. Ihr habt ja auch absolut recht. Ich finde, Open World ist ja nicht das Problem. Es sollte freigestellt bleiben, ob man grindet oder nicht. Das sollte absolut freigestellt bleiben. Und wenn das wirklich so ist, dass man dieses wirkliche Ende dann erst sieht und dafür dann die normale Spielzeit 2, 3, 4 Mal zusätzlich grinden muss, um das zu sehen, ist wirklich ein No-Go. Nur ich gehöre halt... aber dann kennst du das richtige Ende nicht. Du kannst ja kaufen. Ach so. Das war bei Final Fantasy zum Beispiel so. Was? Bei Final Fantasy konnte man auch nicht einfach so durchgehen, 15. Glaube ich. Hm? Bin ich mir bis heute sicher, dass man das nicht zu Ende bringen konnte, einfach wenn man dem Faden gefolgt ist. Also wenn man überhaupt keine Nebenquests gemacht hat und sowas. Ich habe es so gespielt, es war am Ende mehr oder minder fröhliches Sterben bzw. Pötte einwerfen. Ich habe nichts gegrindet, ich bin in knapp über 30 Stunden durch das Spiel, hatte keinen Spaß dabei und habe es irgendwie beendet mit Ach und Krach. War nicht schön, ich mochte es nicht, war nicht mein Spiel. Da gab es nur einen Boss, den ich doof fand und den musste ich machen wegen der Trophy und das war dieser Berg-Dings da. Das hat Kröte. Ja, genau. Gab auch eine schnellere Möglichkeit, ich war aber noch nicht so. Das hat gedauert. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so. Halbe Stunde, Stunde habe ich an einem Boss rumgekloppt, aber am Ende war er dann auch blöd. Also ich möchte das extra nochmal explizit sagen. Mir geht es da um die Story in einem Singleplayer-Spiel, die dadurch kaputt gemacht wird. Sei es Far Cry, aber sei es Shadow of Mordor, sei es diesen ganzen Kladderadatsch. Ich habe nichts gegen Grinden. Ich sage es extra nochmal. Es gibt Unterschiede. Ich habe BDO gespielt, Story egal, Wumpe, zieh durch das Ding, ab den Lachs und ran. Aber bei diesen Spielen ist das einfach so aufgebaut, dass sie völlig zerstört werden. Und wenn wir jetzt mal ein CD Projekt herbeiziehen und Witcher nehmen, hast du an jeder Pupsstelle auf der Karte eine Story. Und deswegen ist dieses Spiel niemals langweilig, weil dir immer wer eine Geschichte erzählt. Aber egal, deshalb ist Witcher auch die Nummer 1. Ja, sicher. Und da kam 10 Jahre lang nichts und dann kam Witcher und dann wird auch die nächsten 10 Jahre nichts kommen. Also dieses Maß zu nehmen, sind wir froh, dass wir einen Witcher haben, was einfach so gigantisch groß geworden ist und mit dem man so unglaublich viel Zeit verbringen kann. Aber man muss halt auch leider traurigerweise sagen, das war schon vorher so und das wird sich auch weiterhin so ziehen, dass man halt solche Spiele vielleicht alle 10 Jahre mal serviert bekommt. Du kannst auch einen Witcher grinden. Okay. Theoretisch. Du brauchst, wenn du zum Beispiel jetzt alle Waffen-Sets und alle Rüstungs-Sets... Siehst du das als grinden? Haben möchtest, brauchst du ja die Mats. Also ich hatte genug Mats, um mir vielleicht 2 Rüstungssets zusammenzubauen. Ja gut, danach aber die braucht man ja auf normal nicht, um durch das Spiel zu kommen. Nein. Ich meine jetzt dann halt wirklich für, wenn du alles haben möchtest. Das ist dann Completionist. Ja. Da hätte ich tatsächlich rausgehen müssen und mir die Mats entweder kaufen oder grinden müssen. Aber ich war nach 2 Rüstungssets, glaube ich, war ich wirklich, Geld war weg, weil ich mir alles, was mir fehlte, gekauft habe. Und so Meteorite und das ganze Zeug halt, Silber, Gold und so ein Zeug, war alles weg. Ich habe da so viel gemacht, ich musste nicht grinden, das ist so, guck mal, da leuchtet noch was und so. Mhm. Ich habe bei diesen Spielen eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege. Ich will irgendwo hin und in 2, 3 Stunden bin ich immer noch nicht da, weil da war eine Quest und da war noch was. Da hinten konnte ich noch was aufheben. Oh, sowas habe ich noch nie aufgehoben, was ist das für ein Blümchen? Und dann... Mhm. Kommt auf einmal irgendeiner angerannt und will und dann mache ich eine ganz andere Quest auf einmal. Also da musste ich eigentlich nie groß grinden. Apropos Witcher, wo wir gerade darüber reden, kurz, fiel mir gerade am Anfang ein, weil auch schon Witcher fiel, möchte ich nur kurz als Tipp geben. Ich hatte schon mal Noclip als YouTube bei der Woche oder so hier vorgeschlagen. Die haben gerade angefangen vor einer Woche, glaube ich, mit ihrer neuen Reihe und die handelt eben genau um Witcher. Wo die halt in 6 Videos insgesamt
3 sind schon draußen. Das ist übrigens hier der YouTube-Kanal. 3 sind schon draußen. A 20 bis 30 Minuten pro Video. Die komplette Geschichte von CD Projekt Red. Wo die überhaupt herkommen und wie sie an Witcher 1, 2 und eben dann 3 gearbeitet haben. Dokus auf YouTube. Wollte ich nur mal kurz loswerden. Fiel mir gerade ein. Naja, und wie gesagt, eine geschlossene Meinung wird man halt eben zu dem Thema eh nicht bekommen, weil manche Leute grinden gerne, manche halt nicht. Ist ja auch völlig okay, dass halt eben Leute verschieden ihren Spaß aus Spielen halt ziehen. Ich finde es halt eben nur schwierig, wenn halt dann nochmal eben die Leute, die es halt eben nicht mögen, zur Kasse gebeten werden, was irgendwie sehr merkwürdig ist. Das ist halt irgendwie komisch. Das Wichtigste nicht vergessen. Charity, fuck. Darüber spricht kein Mensch. Ja, niemand. Du hast kein ja recht. Mensch redet darüber, dass die so eine Scheiße gemacht haben. Und ist jetzt ja jetzt kostenlos. In einem halben Stunde Gespräch ist es schon wieder verflogen. Ist ja auch jetzt kostenlos. Spielt keine Rolle. Die haben es gemacht. Ja. Und das Ding ist halt sowas, ganz ehrlich, als Warner Brothers sollte man sowas nicht verzeihen können. Und das sollte man niemals vergessen, denn das ist ein sehr ausschlaggebender Publicity-Move. Ich werde das nicht vergessen. Ich habe die auch gefeiert für Batman, alle Teile. Aber das hat sich eingebrannt hier. Und da können die noch so viel Entschuldigung schreiben und so, weil das Internet was gesagt hat. Verzeihung. Aber gut, ich will mich darüber nicht nochmal. Entschuldigung. Nee. Weiterhüpfen? Jo. 13.10. geht's dann schon weiter. Evil Within 2. Bin ich sehr gespannt drauf. Fand den ersten Teil, habe ich gehofft, dass es ein cooles Resident Evil wird. Also ein Resident Evil-like, weil ich die Serie sehr gefeiert habe. Ich bin damit groß geworden. War dann etwas enttäuscht von Evil Within. Gerade so nach den späteren Kapiteln oder in den späteren ist es halt doch mehr Shooter geworden als Survival-Horror. Da habe ich mich nicht mehr so gut abgeholt gefühlt. Die ersten Kapitel waren besser. Was der zweite wird oder wie er wird, bin ich gespannt drauf. Ich habe mich da nicht wirklich viel spoilern lassen, weil ich ihn einfach spielen möchte. So wie Sally das zum Beispiel sagt, da möchte ich mal nichts drüber wissen, sondern einfach mal gucken, was bei rauskommt. Eventuell große Freude oder großes Leid. Weiß ich nicht, welche Erwartung habt ihr oder welche Hoffnung? Oder sagt ihr, der erste war gar nichts, ich spiele es gar nicht, der zweite war interessiert mich nicht oder First Day, First Play? Ich habe den ersten vor fast 3 Jahren jetzt gespielt. Zu Weihnachten habe ich gestreamt. Ich fand den super. Ich fand den Anfang mega, da wo man dann in dem Dorf ist und so. Mhm. Das war schon sehr atmosphärisch. Genau. Es war auch ein bisschen kirre, ne? Und bist du da so, und dann kommst du da rein. Die Musik war so toll, wenn man dann da bei der Schwester war und so. Es war so seltsam. Das Ende hat mich dann so, okay, ja, das war jetzt sehr ja, aber es wird am Anfang halt viel vorgestellt, gerade Survival mit, du kannst dich verstecken unter Betten, du kannst in Schränken dich verstecken, halt eben so Suspense-Horror, du hast halt eben kein Material, überlebe einfach. Ja, und später, wie du schon sagst, dann war nur noch, lass die Knifte alle oben broten. Ich hab und das war halt den, eben doof. Ich habe leider den hohen, also es gibt am Anfang die Möglichkeit, es auf leicht oder auf normal zu spielen. Und normal war schon... Mann, also ich weiß, in der Tiefgarage, da habe ich ganz schön gepumpt damals. Das war, aber es ist ein super Spiel. Also ich habe viel Spaß dran gehabt und ich freue mich mega auf den ersten, auf den zweiten Teil, weil ich mag so ein bisschen Splatter, ich mag Gore, also ich und das war schon ordentlich was dabei. Also ich freue mich drauf. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt, den ersten. Ich habe es schon seit Ewigkeiten in meiner Liste. Gesundheit. Aber ich habe es noch nicht gespielt, tatsächlich. Aber wenn ihr jetzt sagt, es ist mal wieder so eins dieser Horrorspiele, wie man sie halt schon zu... Gesundheit. Danke, sorry. Zu 500.000 Mal gespielt hat, so die ersten 3-4 Stunden sind noch geil, weil da musst du dich verstecken und da hast du auch Angst. Und am Ende läufst du nur noch rum und ballerst dich durch. So, das Problem hatte schon ein Dead Space. Und das Problem hatte jetzt auch das letzte Resident Evil, das 7er. Nee, war das Resident Evil? Okay, ich krieg die beiden. Ja, wobei Resident Evil 7 hat es noch besser gelöst, fand ich. Also du warst halt nicht so overpowered, wie du nachher bestückt warst in Evil Within. Das war halt schon zu viel. Mich hat das ganze Gameplay am Ende, das Einzige, was mich durchgetrieben hat, war die Story. Muss ich zugeben, weil ich wollte wissen, was ist da?
Und das muss erstmal ein Spiel schaffen, weißt du, dass du sagst, so, oh, Gameplay ist jetzt eigentlich nicht so. Aber ich will unbedingt wissen, was da am Ende passiert. Und deshalb, was ich empfehlen kann, spielt die DLCs. Die DLCs waren wieder wie die ersten 3 oder 6 Stunden vom Spiel. Die waren deutlich geiler. Also die, um die Kidman halt ging, die kann ich halt nur empfehlen. Ich selbst habe sie nicht gespielt, ich habe sie auch nur im Stream halt gesehen. Aber die sollte man sich halt dann auch unbedingt noch mitnehmen und geben, weil es halt eben eher die Stärke vom Spiel ist. Und warum die nicht im Hauptspiel drin waren, keine Ahnung. Ich spiele kein Evil Within. Ist nicht mein Genre. Ist mir zu viel Blut und Gehäcksel und Gehacke. Ist zu viel für mich. Kann ich nicht ab. Ja, ich hoffe halt, dass es ähnlich gut wie für mich Resident Evil 7 wird. Also 5 und 6 war ich bei Resident Evil als Fan der ersten Stunde enttäuscht. 7 war wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass Evil Within 2 auch eben ein bisschen gelernt hat und die Fehler vom ersten halt kaschiert und ein cooleres Gameplay abliefert. Wie gesagt, ich gehe halt blind rein, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen, ob ich schon was gesehen habe, weil habe ich nicht. Ich bin einfach mal gespannt und hoffe. Ich hoffe, es kommt bald ein vernünftiges Layers of Fear wieder raus. Ja, das war zum Beispiel auch gar nicht meins. Das ist eher meine Art Horror. So Layers of Fear ist genau das Horror, wie Horror sein müsste. So Zeug, was mir Angst macht. Nicht, was mir eine Knarre in die Hand drückt und bam, bam, bam. Oh nein, der Zombie sieht aber gefährlich aus. Bam! Layers of Fear war nicht so meine Horror. Wie gesagt, Alien Isolation fand ich zum Beispiel cool. Mhm. Das ist so, was ich cool fand. Und im Endeffekt, viel passiert ist ja auch nicht an Action oder Ballerei. Wobei auch die alten Dead Space fand ich ganz gut. Gerade die Anfangsstunden waren richtig stark. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, am Anfang. Also ich erinnere mich, als wir angefangen haben mit The Evil Within, wir kommen in diesen Raum rein und der ist von oben bis unten rot. Nur Körperteile. Nichts anderes. Und ich als klein Dizzy dann so: Ah, Jungs, Mädels, ich meine, okay, Splatter, gut, cool, aber. Oh, Entschuldigung, mein Spiel ist abgestürzt. Das läuft nicht auf meinem PC. Er hat noch so weit gespielt, ne, dass er diese eine Passage noch hatte und dann dieser Raum, wo halt von links und rechts die ganze Zeit nur Häckseleinlagen kamen, ne? Und dann hat er keine Lust mehr. Ich habe mir das angehört, ich habe das gefeiert. Ich weiß nicht, ich kann das nicht ab so. Ich meine, eben gerade hat jemand geschrieben, Wolfenstein ist auch blutig. Ey, das ist kein Vergleich. In Wolfenstein ist kein ganzer Raum voll mit Blut und Rot. Und nebenbei dann noch so diese ganzen Psycho-Einlagen. Deswegen habe ich auch, war ich sehr ironisch bei, wie hieß es noch, Hellblade? Ah, oh Gott, ich kann sowas nicht ab, ey, sowas nervt mich. Nee, deswegen habe ich Hellblade auch zum Beispiel nicht gespielt. Ja. Das war mir, wie Slabby es vorhin schon gesagt hat, ich möchte ein Spiel zum Spaß, zur Entspannung spielen. Und das hat irgendwie Hellblade bei mir nicht erreicht, weil du hast halt dieses Perma-Gewisper, dann hast du halt dieses Wimmelwelt-Spielen und ein bisschen Combat. Gut, der eine oder andere mag es gefeiert haben, weil es halt eben eine coole Story hatte. Mir war es halt für ein Spiel tatsächlich schon zu schwer. Also schwermütig, nicht im Sinne von schwer, dass ich es nicht spielen kann, sondern schwermütig und deswegen habe ich es halt nicht gespielt. Ganz gut. Ja, und so geht's mir bei The Evil Within. Das ist, also so das, was ich immer sehe, ist das echt toll. Und auch so von der Story her ist das ja ganz gut, aber einfach, das ist so nicht mein Genre. Aber das ist ja auch noch eins der Steckenpferde von Bethesda. Eins der guten Steckenpferde. Mal gucken. Bin gespannt, was die Leute sagen werden. Also ich werde es natürlich selber nie sehen. Als nächstes auf der Liste steht ein Titel, den Dizzy auf jeden Fall feiern wird. Ich meine, ich erinnere mich daran, wie das letztes Jahr der Vorgänger hier gehypt wurde auf diesem Kanal. WWE 2018, 2K18. Irgendwie habe ich mir das Gefühl, ich bin hier der Arsch in der Gruppe. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, niemand regt sich über Sachen mehr auf als ich. Stimmt das? Das stimmt, Chat, oder? Ich habe das eben gerade, deswegen da war ich so im Gedanken, ich habe das gerade mal so rekapitulieren lassen und habe mir so gedacht, ey, das mal, stört die eigentlich irgendwas jetzt gerade da? Oder ist bei dir. Es gibt andere Sachen, die mich stören oder zur Weißglut bringen. Da bin ich so. Also, WWE. Lass mal über Fallout 4 reden. Ja, war ganz gut. Hab 500 Subs voll gemacht. Danke, Fallout. WWE, ich weiß es nicht. Also da sind auch so, scheinen sich die Geister. Also ich habe das angemacht nach UFC
Und die Leute so, hey, das macht richtig Bock. Und dann schon Charaktereinstellungen gemacht. Und also das fühlte sich bei 2017 eher wie ein Unfall an. Also wenn ich das, ich habe das so in Erinnerung. 2017, das Spiel habe ich aufgemacht und geöffnet und ich dachte mir so, wow, wird das jetzt so ein Flashback? Ist das Spiel aus den 90er? Und auch die Steuerung war so, Bios. Habe ich zurückgegeben, hat mir nicht gefallen, hat eine Viertelstunde durchgehalten. Also das war wirklich sehr, ich habe die ganz, ganz alten gespielt, als sie noch bei THQ waren, SmackDown vs. Raw oder so hießen die, wo noch die ganz alten Storyline hier, die Generation X und so drin waren, das habe ich halt gezockt. Aber seitdem es jetzt bei 2K ist, habe ich es nicht gespielt. Keine Ahnung, ist das mittlerweile was Eigenständiges? Haben die IP übernommen und die nur umgelabelt oder so? Ich weiß es nicht. Also seitdem ist es an mir vorbeigegangen und was 2K gerade auch mit NBA 2K18 abgeliefert hat, wo ja auch wieder Microtransactions drin sind, wo du Skills freikaufen kannst, die du sonst in stundenlanger Kleinarbeit freischalten müsstest. Plus halt eine Grafik-Engine, die aussieht, als ob sie von vor 10 Jahren plötzlich ist, nachdem die Vorgänger schon deutlich cooler aussahen. Ich glaube, das ist so, das geht so an mir vorbei. Aber das liegt wieder an der Switch, gehe ich von aus. Was denn? Das kommt auf die Switch. Ach so, meinst du, dass sie das deswegen auch schon vorher für die anderen Versionen gecuttet haben? Ja. Entschuldigung. Das glaube ich. Das kann sein. Sonst würde das ja so... Ja, es sieht aber auf jeden Fall nicht mehr State of the Art aus. Und dann halt eben Skills freischalten. Die sehen halt schon oft so extrem grottig aus. Und ich schaue mir echtes WWE im Fernsehen an und dann sehe ich die, wie die da rauskommen. Und die sehen dann schon so seltsam aus und dann so, wer soll das sein? Wer? Ach, warte mal, das Outfit kenne ich. Ah, das sind für mich Sachen so für den Schrotthober eigentlich. Auch gerade die alten Sachen, das kriege ich halt super schnell mit ein paar Einstellungen auf 100% gespielt auf Platin, aber das sind bis jetzt so qualitativ absoluter Schrott. Im Gegenteil dazu, das, was Dizzy letztes Jahr gespielt hat. Das ist jetzt nicht meine Art vom Spiel und da mag ich den Sport auch nicht so gerne, aber das sah gut aus da. Wie hieß das? Ja, genau. UFC, meine Damen und Herren, diese Woche UFC Singleplayer auf meinem Channel. Es wird laut, wir werden uns prügeln. Scheiß die Wand. Wenn die Sachen so aussehen würden, dann wäre das auch was. Aber die sehen halt immer aus wie so... Oh, nee. Aber du kannst UFC jetzt nicht unbedingt mit Dings vergleichen. Du vergleichst gerade einen Gameboy mit einer Also wirklich, ohne Für Scheiß. Jemand, der das ansonsten nicht so spielt, ne, ist das halt, was? Also ich möchte ja jetzt wirklich, ich möchte nicht wieder meckern. Möchte nicht. Ich mach's einfach kurz und prägnant, ja. Es ist ein Unfall. Und ich glaube nicht, dass das deren Ernst ist. Weil, nee. Also wenn man das nach UFC spielt, dann denkt man sich, also man bewegt sich folgendermaßen. Okay, Special Move, Special Move. Wir drehen uns weiter im Kreis. Special Move, Special Move. Bücken, Bücken, Bücken. Special Move, Special Move. Ungefähr so fühlt sich das an, wenn man das spielt. Es kommt nicht flüssig rüber. Du hast super viele Gimmicks, du kannst deinen Sportler dort kreieren, eine halbe 50 Trilliarden Stunden und dann gehst du so in den Ring rein und denkst dir so, wait a second, was ist das denn? Das ist ja hier dieses erste Jump-and-Run-Spiel, wo noch 3 Pixel sich immer verschoben haben an den Schultern, wisst ihr noch? 2 Pixel, 1 Pixel, 2 Pixel. Und so für... So fühlt sich WWE an. Also das, ich weiß nicht. So sieht's auch aus. Ja, so fühlt sich's auf jeden Fall an. Aber schon früher, ich fand, das gehören für mich immer in die Schrottkategorie. Leider. Vielleicht ist das ja besser. Vielleicht ist das besser. Ja. Aber bis dahin. Ja, ist halt für Wrestling-Fans. Die Frage ist, ob sie damit halt eben Spaß haben. Ich hatte es halt damals mit den THQ-Teilen. Jetzt als nicht mehr so affiner hat mich das aber auch nicht hinterm Ofen mehr hervorgeholt, was jetzt 2K halt macht. Von daher wahrscheinlich nur noch für die entsprechende Zielgruppe. Aber Sport ist ja auch generell schwierig, ne? Ich meine,
FIFA auf der Konsole? 18 zum Beispiel, wie viele Teile gab es davon? Ich meine, was sollen die machen? So, 18, die können ja das Rad auch nicht neu erfinden. Ja, eben. Also ich meine, Fußball ist Fußball. Die Mechaniken, ich meine, damals gab es passen, schießen. Da gab es noch nicht mal Steilpass. Da gab es passen, schießen so. Und da fanden wir das schon geil. Ich meine, was sollen die machen? So, was sollen wir da noch erwarten? Solange es also, die Leute kaufen und schon Spaß ja, haben. Klar. Ich meine, also ich meine das nicht mal negativ. Ich meine, die können nichts mehr machen. So, was sollen die machen? Was soll da passieren? So, ich meine, Fußball ist Fußball. NHL ist NHL. Und Basketball ist Basketball. Und NFL ist NFL. Die können ja halt bessere Grafik machen, bessere Vertonung. Naja, vielleicht können sie ihre Ultimate-Teams streichen bei EA. Ich weiß nicht, wie das bei 2K ist. Da habe ich leider keine Ahnung gerade dazu, weil ich wollte NBA sowieso nochmal spielen und das testen. Aber was soll da passieren, ne? Ja, neue Roadster-Updates, das war's eigentlich. Aber dann wechseln sie halt irgendwie jedes zweite Jahr gefühlt die Engine. Verschlimmbessern irgendwie alles, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann gibt es natürlich jetzt noch die Karrieremodi, die dazu gekommen sind, was eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung ist, muss ich sagen, dass es halt so eine Art Karrieremodus neben dem ganzen Spiel noch halt gibt, was eine nette Idee ist. Und das fing ja damals bei Wrestling halt an. Zumindest war das so das Erste, wo ich es bewusst mitbekommen habe bei den alten Smackdowns, wo es halt die Storylines halt gab. Und dann ist es ja in die anderen Spiele gekommen. Ja. Nächstes. Ja. Keine Wrestling-Fans. Muss ich nicht meckern? Oh, nee, muss ich nicht. 17.10. Nee. Alex. Ja. Yeah. Von Piranha Bytes, Studio aus Essen, von THQ Nordic, gepublished. Mhm. Ganz im Stile von vielleicht Gothic und Risen. Bin ganz gespannt. Hoffentlich Gothic 1, 2 und Risen 1. Und nicht Gothic 3 und Risen 2. Oh, das wird nicht so schön. Gothic 3 war... Nee, ich bin sehr gespannt. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so viel gesehen. Ich muss mich zurückhalten. Ich habe schon seit einer Woche und darf dann natürlich noch nichts sagen. Darfst noch nichts sagen. Ich bin sehr gespannt drauf. Du hast eine Review-Copy schon. Ja. Hast du schon gespielt? Ein bisschen. Cool. Ich darf es auch ein bisschen eher halt streamen und ja, wie gesagt, aber viel sagen darf ich halt noch nicht. Wann darfst du sagen, wann du streamst das? Wenn du mir das erlaubst jetzt hier, dann kann ich dir sagen, wann ich streame. Ja. Du kannst jetzt blank ziehen, weil genau das wollte ich nämlich erreichen, dass die Leute das bei dir schon sehen können. Donnerstagabend. Donnerstagabend, 22 Uhr. Diesen Donnerstag? Ja. Darf ich die ersten beiden Stunden schon mal anstreamen? PR wird wahrscheinlich auch im Channel sein und dann gucken wir uns mal die ersten zwei Stunden von dem Spiel an. Donnerstagabend bei Sled. Wann geht's los? 22 Uhr. Donnerstag, 22 Uhr, Treffpunkt bei Slav. Wir spammen. Du Arsch, das früher. Hashtag du Arsch. Donnerstag, 22 Uhr bei Slav. Ja. Hashtag du Arsch. Dankeschön für Werbung. Liebevoll. Das fühle ich mich schlecht. Liebevoll, Hashtag du Arsch. Ja, eben. Oh, liebe, ja. Genau, nicht. Liebevoll, Hashtag du Arsch. Ohne Liebe wär du Ficker. Genau. Richtig, das müssen wir Hashtag du Ficker ist die böse Version. Hashtag du Arsch ist die gute. Oh, Slav, wie cool. Geil, ja. Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass sich das so ergeben hat. Ich kenne halt noch den PR-Menschen, der war nämlich früher auch damals bei Computec Media und der ist dann halt eben auch gewechselt. Und wir kannten uns halt eben von früher, haben uns jetzt auf der Gamescom mal getroffen zum PR-Termin. Habe ich einfach mal gefragt, wie es halt eben aussieht. Und dann war, ja, können wir schon machen. Cool. War halt ganz cool. Geil. Ich muss sagen. Neidischer Blick. Ich habe so ein bisschen Liebe für THQ Nordic die letzten paar Tage in mir gefunden. Vor allem, wenn ich jetzt auch noch sehe, dass Biomutant irgendwann von denen kommt, wo ich mich auch sehr drauf freue. Oh, ich habe das auf der Gamescom gesehen. Das ist mein Gamescom-Spiel. Meine auch. Oh. Ja, die reißen gerade richtig was, ne? Ich meine, THQ ist ja früher pleite gegangen. Und leider. Leider. Muss ich auch, aber ich habe unglaublich viel von THQ gehabt. Auch die Dynasty Warrior Sachen und sowas. Ich habe THQ gern gemocht. Und dann wurde das ja so aufgeteilt, ne? Auch Darksiders war damals THQ und dann ist das ja alles zu Koch Media, hat da glaube ich sehr viel von gekauft. Und ich freue mich. Da kommen nämlich momentan. Ja, Darksiders 3 kommt ja auch noch. Also, wie gesagt, die haben einiges in der Pipeline, definitiv. Absolut. Nee, und wie hat Alex, Open World Spiele mag ich prinzipiell.
spiele ich super gerne. Von daher hat sich das ergeben. Wie gesagt, viel kann ich jetzt halt nicht sagen zu Alex, aber ich gehe mal davon aus, dass das halt ganz gut wird. Ich werde mir ein Bild machen. Das kauft dann wieder keiner, das Spiel. Oh, das wäre so traurig. Das kauft dann wieder keine. Was, hier gibt es keine Lootboxen? Kein sinnlosen Open-World-Kreis. Ja gut, und sie haben schon von vornherein gesagt, es gibt auch keine DLCs. Punkt, Ende. Wir mögen die nicht. Das haben sie ja klipp und klar gesagt. Cool. Gut, warum denn nicht? Ich meine, wenn du deinen Standpunkt hast, ist es doch nicht verkehrt so. Ja geil, also ich freue mich. Ich freue mich auch. Da freue ich mich. Ja. Ich bin am Donnerstagabend da. Ja, ich will mir das angucken. Hey, wenn ich am Donnerstag, und ich sage das jetzt nochmal da draußen, wenn ich am Donnerstag bei Slash bin und da schreibt keiner Hashtag du Arsch, dann brennt die Ranch von der Sonne. Dann bin ich am Donnerstag um 22 Uhr Feierabend und dann Hochsicht da rein. Und wenn da keine Hashtag du Arsch schreibt, und zwar alle, dann sind wir hier keine Freunde mehr. Bis nächste Woche. Oh Mann. Bis Donnerstag früh, wenn der Stream wieder angeht. Dann sind wir wieder Freunde, aber bis dahin sind wir keine Freunde mehr. Geil. Bin ich der Einzige, der bei Alex immer noch vorsichtig ist, weil ich per Piranha Bytes Geschichte kenne und weiß, dass die auch teilweise nicht so Qualität abliefern können? Na, es kommt drauf an, was du erwartest. Ich sag mal so, das erkennt man ja aber auch schon, wenn du die Videos oder so dir öffentlich anguckst. Es ist halt, du kannst es halt nicht, sag ich mal, qualitativ mit dem Witcher vergleichen, was Grafik angeht und Polishing. Das heißt, es wird eben wieder auf Storytelling halt ankommen, es wird die Geschichte erzählt. Der Rest ist halt eben schon guter Durchschnitt, vielleicht ein bisschen runter, aber das musst du von einem deutschen Produkt mit dem Budget halt in Kauf nehmen. Auf jeden Fall. Aber Risen 2, Gothic 3, gab es da nicht ein zwischen Alex und Risen auch noch ein Spiel? Arcania. Mit wie? Arcania. Arcania. Hm. Arcania. Hm. Also, ich hoffe, ich das könnte es ihnen... Das war leider ein bisschen buggy. Ich hoffe ihnen, für sie meine ich, dass es ein gutes, richtig gutes Spiel ist mit guter Story. Aber das muss mich auch erstmal überzeugen. Ich kaufe mir das und dann gucke ich, ob das überzeugt. Ja, ich hätte es mir auch geholt. Ja. Und dazu habe ich die Chance jetzt halt bekommen. Von daher bietet sich das an. Und dann bin ich auch mal gespannt. Voll gut. Ach ja, Kanya ist nicht von Piranha Bytes. Ah. Also war trotzdem die Fortsetzung der Reihe dann. Ah, okay. Mehr oder minder, wenn man das so sagen darf. 17.10. taggleich. South Park 2. Gebundelt mit South Park 1. Für die PlayStation 4, sagen wir mal. Weil ich werde es mir dann für die PlayStation 4 halt holen. Den ersten Teil weiß ich nicht, ob ich ihn dann nochmal spiele. Den zweiten, ob ich den streame, weiß ich nicht. Zumindest mal reingucken möchte ich. Mehr vom Gleichen mit neuer Story, sage ich einfach mal. Wer Spaß hatte, wird auch beim zweiten Spaß haben. Wer beim ersten keinen Spaß hat, wird beim zweiten wahrscheinlich auch keinen Spaß haben. So einfach. Ich gehe mal davon aus, Sali, du wirst es bestimmt auch auf der Konsole dann beide Teile. Ja. Genau. Die sie dann eventuell den zweiten nur, weil den ersten hat er ja schon gespielt. Also ich werde auch spielen, ja. Ich guck's mir erstmal an. Ich weiß jahrelang nicht gespielt so. Ich dachte immer so, Fäkalhumor im Stream ist nicht so witzig, aber doch, man lernt nicht aus, ne? Also mittlerweile muss ich sagen, ist es doch ganz amüsant, wenn man sich hinstellen kann und mit seinem Controller furzen kann. Furz, ja genau. Ich habe gelacht. Und ich glaube, man muss sich dafür nicht schämen. Nein, dafür sind wir alle erwachsen genug. Absolut. Oder eben auch nicht. Finde ich gut, Dizzy. Was? Dass du das sagst. Dass du dich da so ein bisschen... Ich meine jetzt mal, wir haben ganz viele Fäkal-Storien bei mir. Mein Leben besteht eigentlich jetzt ein Fäkal-Theater. Aber es ist lockerer geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Es war früher anders und ich finde das gut. Es war sehr ernst früher und dann haben wir sowas nicht gespielt. Und heute muss ich sagen, ich bereue das schon, dass wir das nicht gemacht haben. Ich meine, ich töte immer noch keine Kinder, ne? Aber mal einen Furz rausdreschen. Wobei interessanterweise, was Dizzy da anspricht, das ist eigentlich in Deutschland halt meistens ein Kriterium für eine Indizierung, muss ich dazu sagen, weil Kinder tatsächlich in Deutschland eher heilig sind und viele Spiele genau deswegen auf dem Index gelandet sind. Aber das sind nur Föten. Ja gut, wundert mich, dass es da halt eben durchgegangen ist oder nicht geschnitten wurde. Na, wie Zombie-Föten. Ja, wegen Zombie. Hey, dein Leid hatte auch Zombies. Zombie deswegen war es in Deutschland indiziert. Das war indiziert, ja. Zombie-Kinder, ja. Das war der Grund.
Wobei Dying Light war echt ein großartiges Spiel, ne? Oh ja. Und hast ja nie zu Ende gespielt, ne? Nein, ich ärgere mich da heute noch. Und ich werde es, glaube ich, mein Leben lang tun. Ich werde es immer ausmachen, einfach nur ein Statement zu setzen. Was dumm ist eigentlich, weil in der Theorie ist es Satire zum Beispiel bei South Park. Ne? Und es sind Föten. Es sind Zombies und es sind Nazis. Eigentlich drei Gründe, das durchzuziehen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir das immer ein bisschen vergessen. Und da ist jetzt das, pass auf, und jetzt kommt mein Gedankengang. Eigentlich ist das ein zwei Dings so. Eigentlich ist das Doppelmoral. Weil normale Erwachsene umschießen ist ja kein Problem. Aber Kinder? Aber Kinder bringe ich nicht übers Herz. Das heißt nicht, dass ich rausgehen würde und das tun würde. Das will ich damit nicht sagen, weil das funktioniert bei mir im Ballon noch. Also ich will jetzt keinen Amoklauf machen. Aber bei Kindern hört es bei mir echt auf. Das kriege ich nicht übers Herz. In keinem Spiel. Egal wo. Das geht nicht. Der Papa-Aufsteller in Stanley Parable. Da muss ich immer dran denken. Was? Du musstest einen Knopf drücken, damit das Baby nicht im Feuer landet. Das war ein Pappaufsteller, der die ganze Zeit in Richtung Feuer sich bewegt hat. Du musstest immer den Knopf drücken. Aber um weiterzukommen, musstest du den Knopf nicht mehr drücken. Genau. Da hast du Alt F4 gedrückt. Ja. Ich kann das nicht. Ich überlege halt wirklich, wo ich jemals vor die Wahl gestellt worden wäre. Ich wüsste nicht, wo. Also Witcher. Danny Parable. Witcher. Wo denn in Witcher? Das Baby vom Baron. Was, ja. Nee, das meine ich gar nicht, sondern, Gott, das ist so, Leute, wenn ihr euch jetzt spoilert, dann haltet euch die Ohren zu. Da hast du die Option, ich weiß gar nicht, ob die Option noch anders geht, aber man kann eins ins Feuer schmeißen, in den Backofen. Ja. Ins Feuer. Genau. Du sollst und Nee, nicht ins Feuer, nur in den Backofen rein. Nicht ins Feuer. Ja, also es ist, du sollst es da reinschmeißen. Und ins Gellige. So, also, Gellige, genau. Genau, ins Gellige. Kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte. Okay. Das war aber eine sehr, sehr extreme Situation. Es war ich weiß gar nicht, ob die Zeit abläuft oder so, aber es war einfach, das Stresslevel war so hoch und es ging darum, ob du jemandem vertraust oder nicht vertraust. Und ich hab's reingeschmissen. Ich auch. Ja. Weil ich wusste, dass wir es hinten wieder rausholen. Das habe ich nicht gewusst. Ich hab's rein. Aber das ist eben auch so. Das geht, wenn ich weiß, dass das Kind durchkommt, okay, aber ich kann Kinder nicht töten. Egal ob Pappaufsteller oder sonst, das geht nicht. Auch wenn es ein Zombie-Kind ist, das geht nicht. Also, falls ihr irgendwann in der Zombie-Apokalypse mit mir unterwegs seid, Kinder-Zombies macht ihr, den Rest mache ich. Easy. Easy. Ich habe Lucille, ist alles hier, ich bin vorbereitet, komplett equipped, geht ab. Aber Kinder macht ihr. Dann will ich kein Geheul hören hier. Das mache ich dann. Nee, aber ist absolut nachvollziehbar. Wie gesagt, ich kann mich halt nicht daran erinnern, dass ich sowas hatte, tatsächlich. Ich glaube, ich hätte damit auch Probleme, weil irgendwo gibt es halt eben Grenzen, nennen wir es einfach mal für mich des guten Geschmacks, wo halt Grenzen überschritten werden, was man halt eben nicht machen möchte. Und ich glaube, das ist für viele nachvollziehbar. Nee, du glaubst gar nicht, wenig Leute das nachvollziehen können. Mir fällt nur eine einzige ein, gerade bei mir. Und das war bei GTA. Das habe ich damals gespielt und ich sollte GTA 5. Mhm. Und ich sollte aus Spaß auf Hunde schießen. Mhm. Ich spiele Hunting Simulator. Das sind virtuelle Viecher. Aber diese Situation war so blöd und das wurde mir so blöd rübergebracht, dass ich das so, nö. Und das weiß ich wie heute. Nein, das mache ich nicht. So ist mir egal, ob das jetzt hier weitergeht oder nicht, aber das mache ich nicht. Nö. Ja, aber ansonsten. Army of Tour. Also dein Like gespielt? Ah, stimmt. Army of Tour hatte ich? Auch. Nee. Das ist auch ein Game. Das hatte so ein paar Situationen, so ganz, ganz blöde Situationen. Stimmt, mein Mann hat mir das gerade zugeflüstert. Aber das habe ich nicht gestreamt. So, da gab es auch, wo ich dann gesagt habe, Ich habe das mittlerweile bei so vielen Computerspielen, wenn ich ein Baby höre. Ich so, nee, come on, lass mich bitte das Spiel zu Ende spielen. Lass mich das zu Ende spielen. Bei Dings war das auch so. Bei Zombie hier, nee, iZombie, was von der Wii portiert wurde. Mhm. Und bei, was haben wir denn letztens gespielt? Irgendwo war das noch, wo die ganze Zeit das Baby gequatscht hat. Death Space. So,
oder Dead Space. Nee, Dead Space war, das habe ich nicht gespielt. Irgendwo war das noch nicht so. Oh nee, come on. Ja. Hatte das auch nicht eine Stelle, an die ich mich erinnere? Erinnern ja, kann? Ja, hat letztens auch jemand gesagt. Aber das habe ich nicht gespielt. Das warst du nicht? Nee. Okay, ich meine mich zu erinnern, dass ich bei dir zugeguckt habe, wie du Dead Space gespielt hast und dann kamen eben diese Babys. Ja, bei Resident Evil, genau. Ja, Dead Space 2, stimmt, aber das waren aber auch eher so komische Viecher als wirklich Babys, würde ich sagen. Ja, aber es war schon Kindergarten drumrum. Ja, und gut, klar. Ja, wobei, dann könnte man auch Bioshock sagen, die Little Sisters im Umkehrschluss. Wobei ich die auch nicht wirklich so als Babys gesehen habe. Wenn du die halt, aber die kannst du ja retten. Muss ja nicht knechten. Ich hab sie nicht ausgebeutet. Ich hab die alle gerettet. Ja. Aber die hat eh nicht lange gehalten. Nach Bioshock 1 hatte ich eine psychische Störung, weil die ihren Sound nicht abmischen können. Also was, tut mir leid, ich bin einfach ein Mensch, der kann darüber nicht hinwegsehen. Ich kann nicht mehr nach 8000 Streamen über sowas hinwegsehen, wenn ein Publisher seinen Sound nicht abmischen kann. Das war bei Dings jetzt auch schon wieder so, Dings hier, wie heißt das? Star Wars, auch kein Abmischen. Oh, da wäre ich wahnsinnig. Wenn du bei Bioshock war das dieses, du musstest ein Tape hören. Ich hatte eine Little Sister voll gequatscht und dann war da noch ein Gegner drin. Und wenn das ein Publisher hinkriegt, ist das Spiel deinstalliert, aber instant. Mehr als einmal instant deinstalliert. Sowas kann ich nicht. Wenn du dich in der Ecke, ich habe diese Tapes gehört in Bioshock 1, habe mich in der Ecke gesetzt. Ich habe wirklich bei diesen ganzen Tapes immer versucht, mich irgendwo hinzusetzen und ständig quasselt dich einer voll. Ich bin da fast schier wahnsinnig geworden in dem Spiel. Und die Leute immer, oh Mensch, das ist so schön, guck dir das mal an, das ist wirklich toll. Und ich fand Bioshock Infinite, habe ich gespielt damals, das war wirklich klasse. Mhm. Und das war toll und da gab es diese Probleme nicht. Aber ich bringe das nicht übers Herz. Ey, da raste ich aus. Also da habe ich instant Blutdruck, mein Herz schlägt. Ich kann das nicht ab, wenn 10.000 Sachen gleichzeitig passieren in meinen Ohren. Was sonst irgendwer macht, ist mir egal. Die Welt kann laufen und schnell sein, wie sie wollen. Aber sobald das da reinkommt und ich muss so viele Sachen auseinanderhalten, das geht nicht. Da wäre ich wahnsinnig. Deswegen habe ich auch bei Battlefront die Krise gekriegt, weil die Bibelbrüder habe ich zweimal gehört, Hornisse zweimal dazu, plus das Spiel noch und irgendwelches Knirschen im Hintergrund. Das geht gar nicht. Okay. Also verschiedene Sachen, die triggern. Ja, jeder hat halt eben andere Klamotten. Ich kann es eben persönlich nicht nachvollziehen. Ich mag es nicht. Klar ist es scheiße, wenn halt eben das nicht vernünftig abgemischt wird oder die eine Dialogs-Cutscene abgegrenzt wird zur nächsten. Aber gut, ich würde dafür das Spiel jetzt nicht deinstallieren oder sagen, dass es mich wirklich triggert. Gran Turismo? Haben wir ja schon drüber geredet. Ja. 18.10. Ja, genau. 18.10. Würde ich reingucken. PlayStation only, wenn es Nice-Preis ist, irgendwann im Sale, nehme ich es mit, guck mal rein. Aber dass ich jetzt sage Vollpreis oder so, weil ich auch nicht so viel, ehrlich gesagt, davon erwarte. Kommt es denn als Vollpreisspiel raus? Ich meine, das ist ganz normal den 69€ kostet Preis. Ja, genau. Toller so ein Zwischending Satz. Hätte ich jetzt auch gerechnet, vielleicht kostet es nur 40 oder so. Aber gut. Ja, ich weiß. Nee, ich habe bloß gerade, weil jemand geschrieben hat, wie war das bei Hellblade? Also. Ja, war amüsant. Also, da war sehr viel Ironie, Sarkasmus und sehr laut. Hast du Hellblade durchgespielt? Ja. Und wie fandest du es? Ich wollte wissen, ob das wirklich so dieses soziale Ding ist, ne? Also, dass sie dir was zeigen wollen. Und ich habe wirklich ungelogen. Ist kein Witz. Ich habe es 5 Minuten gespielt. Ich bin fast aus dem Stuhl getriggert. Und der Chat, der einzige Grund, warum ich das weitergespielt habe, ist, dass der Chat gesagt hat, Dizzy, bitte guck dir das, bitte spiel das. Wir würden das gerne sehen. Ist egal, wie du spielst, aber spiel's durch. Und ich habe wirklich ungelogen, ich habe keine 10 Minuten gebraucht. Und das macht mich wahnsinnig. Kann ich verstehen. Das hat mich absolut schier wahnsinnig gemacht, weil das ist genau das eine Ding, was mich aus der Ruhe bringt im Leben, wenn viele Dinge tonmäßig gleichzeitig passieren. Und dann habe ich es gespielt. Und dann kam die Passage, wo es langweilig war und ich habe mich sehr geärgert. Ich meine, es ist ein Kackspiel. So. Es ist was Neues so und sie haben sich was getraut, aber man sieht, dass da kein Spieleentwickler per se dahinter war. Aber es ist gut, um mal andere Menschen zu verstehen.
Und deswegen wollte ich das durchziehen. Ich wollte einfach meinen guten Willen zeigen, um diese Menschen irgendwie zu versuchen, ansatzweise zu verstehen. Weil als normalsterblicher Mensch, glaube ich, ist es schwer, sich in solche Köpfe reinzuversetzen und irgendwie reinzudenken. Und ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe das mir angetan und wollte das halt, wie gesagt, verstehen, wie die Leute sich fühlen. Und ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden. Und I feel you. Ich werde mir das irgendwann privat anschauen, aber für mich halt kein Streamgame, weil mich das genauso triggern würde wie dich. Aber kann ich voll nachvollziehen. Ist halt nicht so irgendwie, was man so zur Unterhaltung mal nebenbei wegspielt. Ich finde, die erste Stelle, du fährst mit dem Boot rein, so, du schipperst und dann quatscht nebenbei drei Leute so. Ich denke mir so, hä, was ist das denn? Und dann steigst du aus dem Boot aus. Kein Tutorial, gar nichts, ja? Nee. Nichts. Komplett blanker Bildschirm. Keine Lebensanzeige, gar nichts. Gehe ich durch den Wald und dann stehe ich in dem Wald. Ich gucke in die Kamera und brüll richtig laut los. Jetzt halt doch endlich deine verfickte Fresse. Und ich mache das nicht häufig, ja? Und jetzt so, wir machen wohl jetzt aus, was? Wahnsinn, ey, ohne Scheiß. Ich geh nicht sehr oft an die Decke, aber nicht so schnell. Das war echt krass. Ja. Sehr schön. Die haben übrigens Devil May Cry und DMC gemacht. Heavenly Sword. Und Enslaved. Und Enslaved, genau. Echt, ja? Enslaved war super. Heavenly Sword war super. Und was war gerade noch? DMC. Super. Devil May Cry. Super. Wenn ich schon das erste Lied von Combi Chris am Anfang höre, wenn ich das Lied nur höre, habe ich schon wieder Bock auf Devil May Cry. Devil May Cry war super. Also DMC. Ja. Wow. Fand ich auch großartig. Super. Fand ich auch großartig. Die Grafik war von Hellblade unglaublich krass. Ja, das stimmt. Holy Schmidt. Also das war richtig sick. Das war fast das Krasseste, was ich je gesehen habe. Muss ich ehrlich sagen. Also das war richtig fett. Das war wirklich mal eine Antwort. Das war mal eine Ansage. Die Grafik. Aber oder die Waldfee. Der Rest jetzt nicht so, aber die Grafik war mal eine Ansage. Dieses Spiel. Am 20.10. kommt Innerworld The Last Wind Monk raus. Und da musst du jetzt tatsächlich sagen, was das ist, weil das habe ich noch nie gehört. Was? Hast du das nicht sogar selbst gespielt? Mhm. Zumindest haben einige Streamer es mittlerweile gespielt. The Inner World war der erste Teil, ein kleines Indie-Adventure von Studio Fizbin. Und die haben jetzt eine Fortsetzung gemacht. Gibt es mittlerweile halt Point and Click, ganz klassisch, wie halt eben Dedelic die auch macht. Und mit einem relativ kleinen Budget haben sie den ersten Teil gemacht, voll vertont natürlich. Und mittlerweile gibt es den halt für PlayStation, für Mobile, nicht nur für den PC. Und da kommt jetzt halt quasi eine Fortsetzung für raus. Und das heißt für alle, wo letztendlich tolles Deutsch, die Point-and-Click-Adventure-Fan sind, quasi Dedelic und ähnliches, würde ich sagen, schaut euch den ersten Teil an, gibt's für kleines Geld und die Fortsetzung kommt halt eben auch raus. Und da freue ich mich halt drauf. Ich durfte den ersten damals testen und ich fand den super okay. Humor hat halt gut gezündet und wenn sie den zweiten ansatzweise hinkriegen, why not? Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer den gespielt hat. Ich glaube, Icy oder so hat ihn gespielt. Irgendjemand auf jeden Fall hier aus unserem Umkreis hat den gespielt oder auch gestreamt. Aber wie gesagt, da bin ich halt gespannt drauf, ob der zweite ähnlich gut wird. Sieht schön aus auf jeden Fall. Erinnert sehr an den Stil von Dedelic. Genau. Und wäre halt nett vertont gewesen. War nicht super lang, war halt eben Indie-Projekt. Und mal gucken, was sie halt eben aus dem zweiten gelernt haben, ob er vielleicht ein bisschen länger ist oder ob er ähnlich gut zündet. Kann ich halt nur so als Empfehlung mal rausgeben. Wollen wir vielleicht kurz mal eine Pause machen? Ich muss pullern. Oder kann ich einfach schnell pullern? Komm ich mit. Wollen wir kurz eine Pause? Weil dann wir sind halt schon auch lange drinne so. Wir können auch weitermachen, denn nee, wir sitzen ja noch irgendwann ein bisschen angespannt hier und versucht diese Kürze zu machen. Nö, machen wir. Ja, dann machen wir ein kurzes Päuschen. Dann sprinten wir. Chat!
Falls ihr da draußen Fragen habt oder irgendwie Anmerkungen oder mit uns interagieren wollt, ihr könnt auf den Twitch-Server gehen, ihr könnt das auch gerne bei Twitter machen unter Hashtag Plankenschnack. Let's go. Und wir sehen uns gleich wieder. Schnelle Pipi-Pause und dann, wir müssen vielleicht langsam mal ein bisschen anziehen. Es ist halt ja schon um 11 und die Liste hat noch ein paar. Ja, so viel kommt ja nicht mehr. Okay. Ja. Bis gleich. Bitch News kommen übrigens auch noch, keine Sorge. Bis gleich. Wir sind wieder da. Hallo. Hi. Hallo. Wir kommen eigentlich mit einem großen Hammer, mit Destiny 2. Auf dem PC. Auf dem PC, wohlbemerkt, Da bin ich schon sehr gespannt. 27. ist das. Habt ihr es denn schon auf der Konsole gespielt? Am 24. Entschuldigen. Ja, habe ich. Und? War cool. Ich bin nur nicht so der Aimer auf der Konsole und mir haben die Daumen irgendwann wehgetan und dann hat es keinen Spaß gemacht. So. Aber auf dem PC freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Hat mich echt abgeholt, so von der Cinematic her und so. Hast du den ersten gespielt? Nee. Okay. Ich habe den ersten lange gespielt, ich habe den zweiten jetzt tatsächlich hier für die Konsole, habe ich sogar hier liegen, Hashtag Werbung.
habe ich halt ein bisschen gezockt. Ist eine coole Verbesserung gegenüber dem ersten, aber wenn du den ersten exzessiv gespielt hast, der zweite ist ein runderes Spiel als der erste. Aber ich muss jetzt nicht nochmal hunderte Stunden investieren, wie ich es beim ersten gemacht habe. Mal so für zwischendurch, okay, ist alles super nett inszeniert, aber ja, ja, vielleicht für die Leute, die es das erste Mal auf dem PC spielen, ist es definitiv auch ein cooles Spiel. Soll qualitativ auch sehr hochwertig sein, habe ich gehört. Also macht die Cinematic, mein lieber Mann. Ja, eben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, wenn ich gerade nichts zu tun habe, dass ich es mir sogar angucke auf dem PC. Obwohl es ein Shooter ist. Und eigentlich nichts für mich. Aber über den Blizzard Launcher, ne? Bitte? Das heißt, über den Blizzard Launcher. Nicht genau, tatsächlich ja. Steam oder ähnliches, sondern direkt über Battle.net. Genau, heißt ja jetzt wieder Battle.net. Ja, nachdem es ja Blizzard-Dings. Genau. Blizzard.net, Blizzard Launcher oder was weiß ich hieß, Blizzard Client. Genau, dann sind wir wieder zurückgerudert. Ja. Welche Entscheidung auch immer das hervorgerufen hat. Was keiner mehr gefunden hat. Alle haben nach ja, Battle.net gesucht. Ja. Ja, genau. Gut, viel kann man nicht sagen. Spiel ist ja im Endeffekt schon raus und halt nur nochmal die neue Plattform, die dazukommt. Ja. Das nächste interessiert mich tatsächlich sehr. Am 25. Da weiß ich nicht, wie ich es ausspreche. Air. Air? Oder A-E-R? Wird gepublished von Dedalic und erinnert mich so ein bisschen an Rime. Haben ja auch viele gestreamt. Viele fanden es auch dementsprechend so als Mini-Indie-Zelda. Ist so ein Exploration-Game. Ich weiß gar nicht, wie man den Grafikstil nennt. Erinnert auf jeden Fall sehr an Rime. Ich meine, ihr seht es jetzt ja auch. Das heißt, gerade die Leute, die halt Dedalic vertrauen oder gut finden und oder Rime mochten, sollten einen Blick drauf werfen. Ähnliches Exploration-System. Hier kann man sich noch in einen Vogel verwandeln und die Welt halt eben von oben erkunden. Und es ist halt einfach ein Exploration-Spiel mit einer seichten oder erzählten Story halt nebendran. Ja. Und das finde ich halt schon mal ziemlich interessant. Sieht sehr nach was für mich aus. Erinnert mich stark an Spiele, die ich jetzt so letztens auch wieder gezockt habe. Ja, Rime fand ich zum Beispiel super. Hat Spaß gemacht. Also, hab ich zum Beispiel noch nicht gespielt. Sally hat's gespielt, oder? Auch nicht? War nee, ich der Einzige? Verdammt. Ich wollte es unbedingt spielen, darum habe ich bei dir damals nicht zugeschaut. Ich habe da aber gerade davor Yonder gespielt gehabt. Und dann, ja, dann kam das und das noch dazu. Und aber ich möchte es mir unbedingt noch anschauen. Draco hat damals gesagt, es würde mir ganz bestimmt gefallen. Gehe ich auch von aus, ja. Ja, gucke ich mir irgendwann noch an. Und Air ist, ja, sieht hübsch aus. Mhm. Ja, ist halt so dieser Rhyme-Stil, wenn du so willst. Kannst dich in Vogel verwandeln, glaube ich, ne? Und dann fliegst du halt von Insel zu Insel. Sieht schön aus, ja. Kommt das für alle Plattformen? Ich glaube nur erstmal PC. Ich habe nämlich auch direkt geguckt, ob es auf der Konsole kommt, weil ist so meine Main-Plattform wegen Trophies. Nicht so exzessiv wie du, aber ich nehme sie gerne mit, wenn ich sie bekommen kann. Nee, aber das ist erstmal wohl nur PC, leider. Leider. Okay. Leider. Ja, das nächste Spiel ist eher was für Dizzy, Wolfenstein 2. Da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil tatsächlich New Order, Old Blood stehen bei mir noch im Backkatalog. Ich bin eigentlich nicht so der Shooty-Shooty-Spieler, aber die Leute haben gesagt, okay, da ist schon eine Story, ist nicht so ganz Shooty-Shooty, kannst du mal spielen, okay, steht im Backkatalog. Deswegen Wolfenstein 2. Ich habe es auf der E3 gesehen, ich sah interessant aus, wie sie es präsentiert haben, würde ich mal reingucken, aber als Fan soll Dizzy was dazu sagen. Nee, ich bin kein Fan. Achso, na dann. Ich finde, Fan bin ich jetzt nicht. Was soll ich dazu sagen? Wolfenstein. Punkt. Ja, also das reicht, glaube ich, bei dem Spiel. Also, und das meine ich gerade wirklich todernst. Also, das reicht wirklich bei dem Spiel, zu sagen, es ist Wolfenstein. Es ist eine der wenigen Dinge, wo Bethesda draufsteht und Bethesda drin ist. So. Also, wirklich im ganz großen Stil. Das DLC hat damals gezeigt, okay, es gibt noch Publisher, wo es richtig läuft, mit der Old Blood. Also selbst wenn es jetzt von der Story her nicht so mein persönlicher Favorit ist, aber es wurde Geld ausgegeben für Synchronstimmen, die irgendwie Arsch auf Eimer passen, und es wurde eine gute Story zusammengeschrieben. Es ist halt so dieses typische Die Hard-Ding. Stirb langsam. Mhm. So ungefähr ist es aufgebaut. Ich persönlich feiere das richtig hart. Ich mag schlauchförmige Levels, wo eine unglaublich abgefahrene Story drin ist.
Es ist kein Open World, nix. Das ist einfach nur straight Story, 10 Stunden ab den Lachs. Und wow. Ja, das stimmt. Meine Katze heißt William B.J. Blazkowicz, das ist richtig, ja. Ich denke, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das wieder abliefert und jeden Cent wert ist. Ich habe bis heute keinen besseren Singleplayer-Shooter mit Story gefunden wie diesen. Keinen. Ich habe schon eine Menge gespielt. Es gab gute wie wie hieß denn das Ding nochmal? Spellforce irgendwie? Wie hieß denn das? Das hat auch eine geile Story. Aber das ist einfach Wolfenstein ist Wolfenstein. Ich kann jedem immer nur empfehlen, das mal zu spielen. Wobei ich immer wieder sagen und immer wieder feststellen muss, jedes Mal, wenn ich jemanden dafür begeistern kann, gerade so Filmmann ist ja auch gerade da. Filmmann sagte so, oh, Story ist so medium, Gunplay ist so meh. Dann denke ich mir immer so, okay, was spielst du denn sonst so für Spiele? Weil für mich ist das, also Wolfenstein ist für mich wirklich so ein Vorzeigespiel für eine schlauchförmige Story. Absolut. Also schlauchförmige Story ist das ein Vorzeigebeispiel. Quantum Break war zum Beispiel auch sehr, sehr gut und auch so Uncharted, aber das geht alles nicht so in die Richtung. Du wirst halt 10 Stunden komplett nur entertained. Und da ist nur eine Story drin und mehr nicht. Mehr gibt's da nicht. Du machst das an, gehst in die Story rein, spielst die Story durch und dann bist du fertig. Kein Schnickschnack. Du kannst da Sachen einsammeln, ist aber völlig Mumpitz und egal. Also, schön. Wenn du das willst, kannst du da Gold einsammeln und so. Musst du aber nicht. Du kannst gerne noch extra Briefe lesen. Musst du auch nicht. Du rennst da wirklich rein und das geht von jetzt bis zum Ende nur Story. Nichts anderes. Kein dummes Getüdel, kein dummes Geblödel. Einfach nur rein, alles umballern, raus, nächstes Story-Segment, weiter, alles umballern, nächstes Story-Segment. Und es kommen sogar Gefühle da drin vor. Also ich fand den New Order, muss ich wirklich sagen, war sehr gefühlvoll. Da gab es auch Sexszenen drin und war schon, fand ich schön. Also man hatte quasi auch, wenn man das denn zugelassen hat, Gefühlsachterbahn. So ein bisschen. Also ich finde es gut. Ja, ich bin gespannt drauf, wenn ich es mal irgendwann nachhole. Ich werde berichten dann, ob es mir gefallen hat. Den zweiten also habe ich nicht gespielt, den ersten habe ich gespielt und der war großartig. Der zweite kommt ja jetzt. Nein, ich meine den Zwischenteil. Genau, den Zwischenteil. Den habe ich noch nicht gespielt. Aber den habe ich gesehen. Ja. Den habe ich gesehen. Hat den Dizzy nicht ohne Brille gespielt? Ja. Ich kann die komplett ohne Brille spielen mittlerweile. Auf dem Schwert. Der Soundtrack ist super. Der Soundtrack allein. Also wie gesagt, das ist für mich, ist das einfach rundum, ist das ein Masterpiece. Und es ist auch, was ich dazu sagen möchte, ein sehr gutes Beispiel, dass es verflucht nochmal richtig gute deutsche Synchronsprecher gibt. Ich würde niemals Wolfenstein auf Englisch spielen. Niemals. Weil die ganzen Synchronstimmen in diesem Spiel passen wie Arsch auf Eimer. Und das Gute ist, in Wolfenstein 2 sind auch alle diese Synchronstimmen wieder drin. Das heißt einfach schon, es kann nur gut werden. Aber es kann, vielleicht wird es auch scheiße. Bethesda ist so gerade auf dem Kurs. Immerhin gibt es Auswahl. Taggleich kommt noch Assassin's Creed Origins. Beide am 27. Ja, vom Black Flag-Macher. Ja, also die haben nicht Unity gemacht und nicht Syndicate, sondern Black Flag am 27. Ob es gut wird oder nicht, ich glaube, das muss man abwarten. Kann man vorher nicht so viel zu sagen. Ich bin sehr gespannt. Das sage ich aber schon seit Wochen. Ich bin sehr gespannt auf das Ägypten-Setting, was von meiner Meinung nach schon hätte vor 5 Jahren kommen sollen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die letzten Teile nicht gespielt, weil Unity... Hast auch nicht viel verpasst. Weil Unity so... Und Black Flag war ein gutes, war ein super Spiel, aber es war kein Assassin's Creed. Für mich hat mit der Ezio-Reihe danach war einfach, nein, ich will nicht in Amerika rum. Nein, das war mir alles zu patriotisch und so. Die Ezio-Reihe war super und ich hoffe so, dass es so ein bisschen dahin gehen würde. Und Ägypten macht mich mega an. Ich glaube, es ist so hauptsächlich das Setting, was mich so
Oh, reizt. Ja, ich hoffe halt auf die Überarbeitung vom Combat-System, dass es halt eben nicht mehr nur ein Button ist, sondern halt eben mit Ausweichen. Jetzt gibt es ein bisschen Looten und Leveln, dass du halt eben noch Ausrüstung dazu bekommen kannst und dass das Gesamtpaket halt eben dann Unterhaltung macht, auch mit dem Setting. Ich glaube, diesen Teil werde ich mir wieder angucken. Ich habe eigentlich gesagt, nach dem letzten, ich möchte nicht mehr, weil der in Frankreich hat mich gar nicht angesprochen, weil ich kein Französisch kann und du hast halt nur die Leute irgendwas blabbern gehört. Dann war ja England, das ging wieder. War aber auch nicht so toll, fand ich persönlich. Ja, und ich hoffe mal, dass Origins interessanter wird. Ja, ich auch. Ich habe die letzten eben komplett ausgelassen, weil es mich so... Nee, Unity habe ich mir noch angeschaut und danach ist... nee, gar nicht. Kleinen Moment, mir geht gerade die Stimme flöten. Ja, die Idee, es einfach nach Ägypten zu packen, das nervt mich, weil ich wollte eigentlich gar keine Assassin's Creed mehr spielen. Und ich habe es bei den letzten beiden eben auch ganz gut hinbekommen. Die haben mich überhaupt nicht rausgeholt. Was denn? Das wurde aber schon geteasert, als wenn man, das war ein Ezio-Teil und man musste nach unten in die Katakomben und dann hat man eben die ganzen anderen Assassinen stehen sehen. Ja, ja. Und da war eben auch einer von Ägypten dabei und da habe ich mir schon gedacht, da hätte auch einer vom Mond sein können, das heißt jetzt nicht. Oh, Ägypten-Setting wäre halt so großartig und ich finde toll, dass sie das noch aufgreifen. Ich glaube nur trotzdem, es wird wieder eins, dass ich 5 bis 10 Stunden spiele und das mich danach langweilt und ich wieder weglege. Ich habe echt so, also ich traue Ubisoft einfach nicht bei Assassin's Creed mehr. So, sie haben mich noch bei keinem einzigen Assassin's Creed so richtig gepackt, dass ich es mal komplett durchgespielt habe. Ich glaube, irgendeins da mit Ezio habe ich durchgespielt, aber danach und davor auch nicht. Also. Ich werde es mir angucken und wenn sie das verkacken, war es das Letzte, was ich mir geholt habe. Ja. Nee, ist so. Bis zum nächsten, was wir uns dann wieder angucken. Nee. Verdammt. Ägypten war dann da, das ist dann das Letzte, was ich mir geholt habe. Ja, schauen wir mal. Ist ein harter Tag, der 27.10. Definitiv. Assassin's Creed, Wolfenstein und Super Mario Odyssey. Also. Ja. Kam nicht sogar noch eins? Waren das nicht sogar 4 Spiele? Hier steht jetzt gerade nur 3. Aber überlege gerade. Ich meine, das absolute Highlight kommt dann noch am 31.10. Da kommen wir gleich noch zu. Ja gut, vorher ist noch die Paris Games Week. Für alle, die dann auf Twitch nochmal gucken wollen, Sony wird eine Konferenz abhalten. Gerade für die Consoleros halt interessant. O-Ton war neue Infos zu neuen Spielen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie neue unangekündigte Spiele meinen oder neue angekündigte Spiele. Das heißt, da wird man auch nochmal ein bisschen was dann aus Paris halt sehen. Ich weiß nicht, wann die Konferenz genau ist, am 30. Einfach nochmal vorher bei PlayStation auf Twitter gucken. Irgendwo wird es gestreamt, sei es jetzt Twitch oder YouTube. Letztes Mal von Tokio war es ja nur auf YouTube leider. Und dann gibt es halt eben vielleicht wieder ein bisschen neue News zu Herrn Sony. Bloodborne 2. Nein, bitte nicht. Call es. Nein. Bitte nicht. Keine Fortsetzung. Was Neues. Nicht Fortsetzung. Fortsetzung immer nicht so gut. Neues. Blood Souls oder Demonborn, das ist okay, aber nicht Bloodborne 2. Weltraum Dark Souls. Ja, fände ich zum Beispiel cool. Wäre ich sofort dafür. Ja. Ich habe übrigens alle Spiele von Assassin's Creed gespielt, nur mal so nebenbei. Alle. Und? Alle. Und ich rede nicht nur von den AAA-Dingern. Alle. Oh mein Gott. Nee, die anderen habe ich nicht gespielt, die Chronicles und so. Du musst ein Fan sein. Nee. Oder Masochist. Ja. Ich möchte jetzt nicht schon wieder laut werden. Ich sage einfach mal so, ich habe mein Vertrauen, ich mach's mal nett, ich habe mein Vertrauen in die großen Titel von Ubisoft verloren. Alle. Denn sie sind alle gleich. Nur mit einem anderen Stück Papier obendrauf, was anders angemalt ist. Prinzipiell, das Grundprinzip ist immer dasselbe. Egal welches Spiel. Division, Far Cry, Watch Dogs, Wildlands, Assassin's Creed, es ist alles dasselbe. Die Spiele für den Kollegen, über den wir vorhin schon geredet haben, halt, der zu Saturn geht, da Assassin's Creed sieht, denkt, oh, ein neues. Ezio fand ich cool, das kaufe ich mir. Legt's halt ein und spielt's halt eine Stunde jeden Abend und damit zufrieden. Ich weiß es nicht, warum ich sie immer noch spiele, aber ich werde Assassin's Creed wieder spielen. Vielleicht bin ich dieses Mal stark und sage nein. Aber das Ding ist halt, das ist meine allererste Spieleserie, die ich komplett durchgezogen habe. Es gibt keine Spieleserie
die ich komplett habe. Keine einzige. Das ist sozusagen mein Flaggschiff. Und es ist okay. So ein schisses Spiel ist eh geworden. Jetzt muss ich dir ganz kurz dazwischen grätschen. Ja. Ihr Kind, da kannst du drauf rumhacken. Liberation wirst du, glaube ich, nicht gespielt haben, wo man den weiblichen Charakter spielt, oder? Ich habe alle Assassin's Creed-Teile gespielt. Ich habe alles von Assassin's Creed gespielt. War Liberation der Teil, der jetzt kostenlos? Der kam, nee, das ist der, hieß der so? Liberation der kam, und Liberation HD, es war ursprünglich auf der Vita und wurde dann portiert, ich weiß nicht, ob nur für die PlayStation oder auch für PC, keine Ahnung, aber dann wurde er nochmal portiert. Der wurde nochmal portiert. Kann sein, dass dir vielleicht einer fehlt, Dizzy. Dieser eine? Ja, dieser okay, das eine. Kann, na gut, dann kann ich aufhören. Geil, du hast Sally, du hast meinen Bann gebrochen. Es ist nicht mehr meine stärkste Spieleserie. Ich kann den Scheiß auslassen. Yes, ich muss keine 60 Euro für den Schund ausgeben. Ja! Sally, danke schön. Cool, vielleicht können wir Assassin's Creed Origins doch auslassen. Oh Mann. Danke, der eine Sally. Fehlt dir. Ich hab da echt keine Hoffnung mehr in diese Spiele. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht schon wieder drüber aufregen. Das ist einfach so. Ihr wisst, was ich davon halte. So. Es ist einfach Ubisoft. Ubisoft, wenn da Ubisoft draufsteht, ist das meistens Müll. Naja, sie haben etwas. Ich sag extra nochmal von den großen AAA-Titeln. Ubisoft hat auch tolle Spiele. South Park. South Park zum Beispiel und auch Anno ist gut. Ne? Trials Fusion und so weiter. Es gibt auch gute Spiele von Ubisoft. Aber Trials haben sie kaputt gemacht. Wen? Eher. Fand ich. Keine Ahnung, es hat auch Spaß gemacht. Ja. Na gut, erstmal kann man Ubisoft, finde ich, keinen Vorwurf machen. Das ist halt eine Wirtschaftsfirma und sie haben halt rausgefunden, was für sie und ihre Spiele gut funktioniert, haben es eben auf mehrere Produkte angewendet. Den Fehler, den sie halt gemacht haben, sie haben halt eben nicht mitbekommen, ab wann es dann irgendwann der Bogen zu weit gespannt war, um zu sagen, okay, wir haben es jetzt ausgereizt auf 3, 4 verschiedene Franchises, in der zweiten oder dritten noch mehr Auflage, let's stop it, lass mal wieder was Neues machen. Sie reizen halt immer weiter die gleiche Formel aus. Rayman, wollen wir mal nicht vergessen. Weißt du was, warum ich dich jetzt gerade nicht mag, Markus? Das Ding ist immer, nee, pass auf, ist nichts Schlimmes. Das Ding ist immer, man kann sich darüber ultra hart aufregen. Ne? Und du kannst so viele Standpunkte haben. Und dann gehst du mit Logik einfach an die Sache ran und dann kommst du so an den Punkt an, wo ich Andy Meon gerne quoten möchte. Aber Dizzy, es ist doch der Kapitalismus. Fuck. Und genau an dem Punkt, jedes Mal, wenn ich an die Decke gehe, komplett raustrigger, ist das genau wegen solchen Sachen, die mich einfach komplett also ich könnte da wirklich ausrasten. Ich könnte die ganze Wohnung auseinandernehmen, weil mich das so sehr aufregt. Aber am Ende des Tages ist es immer das, was du sagst und du brauchst dich darüber nicht aufregen. Und du machst diesen, für mich ist das ein wunderschöner Moment. Ich warte eigentlich immer nur darauf, dass Menschen das sagen. Und ich sitze immer schon in den Startlöchern. Okay, Baby, let's go. Ich habe jahrelang alles gesammelt. Ich weiß Bescheid. Jetzt kann ich loslegen. Ja, und dann, ja, eigentlich ist es Kapitalismus. Okay, ich bin ja schon ruhig. Oh, Mann, du hast mir meinen Moment kaputt gemacht. Aber es wäre ein schöneres Spiel, wenn es nicht Kapitalismus wäre. Ja, ist es halt ist egal. Das, worüber Ding man ist halt, sich aufregt. Es ist halt schon richtig. Es ist halt gewinnorientiert so. Und die Leute wollen es kaufen. Und ja, und solange wie sie es kaufen, machen sie es halt weiter. Richtig. Simple as that. Genau. So, das letzte Spiel hier auf der Liste. 31.10. Bestes Spiel. Wir warten mittlerweile seit, ich glaube, 21 Jahren auf die Fortsetzung des ersten Teiles. Schön. Und endlich kriegen wir es. Bubsy the Woolly Strike Back. Nach Bubsy 3D, was damals auf der PlayStation 1 der Smash-Hit war, kommt jetzt endlich der zweite Teil. Und sie haben den Entwickler gewechselt. Ja, komisch. Das Black Forest, bekannt eventuell für Sister Twisted Dreams. Also die haben jetzt zumindest schon mal ein bisschen mehr Erfahrung, was halt Jump'n'Runs angeht. Also wenn ihr noch was für einen Schrottober sucht, spielt mal Bubsy 1 oder Bubsy 3D war das damals. Das war eins der trashigsten Spiele, glaube ich, die jemals für die PlayStation erschienen sind. Ach, schön. Ja, damit endet der Oktober. Genau, das wäre die Vorschau. Einige, wirklich viele Spiele dabei. Was war das für ein Satz? Nein, wirklich viele Spiele dabei. Ich glaube, so rum hat der Satz doch etwas mehr Inhalt. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen draufgeschrieben auf die Liste.
die würde ich jetzt einfach fix durchgehen, bevor wir jetzt hier noch weitere 5 Stunden diskutieren. Und zwar war gestern die Frontier Expo. Ich habe sie leider verpasst, weil ich gestern unterwegs war. Aber ich habe mir mal so die wichtigsten News rausgeholt. Und zwar gibt es ja momentan 3 Spiele, die von Frontier großartig entwickelt werden. Neben halt anderen Sachen. Aber das sind so die 3 großen Sachen. Und das eine ist Elite Dangerous. Da wurden ein paar Sachen für angekündigt. Unter anderem verbessertes Planetensystem, neue Schiffe und so ein Gedöns. Finde ich gut, weil unter anderem steht da auch drin, oder haben sie gesagt, dass sie Exploration und Mining überarbeiten wollen fürs nächste Jahr. Es kommt jetzt kein DLC wieder raus, für das man bezahlen muss, sondern es werden weiterhin kostenlose Patches sein. Und ich als Explorer freue mich natürlich, dass sie da vielleicht ein bisschen was dran ändern wollen. Dann für Planet Coaster, was natürlich einen ganz großen Platz in meinem Herzen hat, haben sie auch ein paar Dinge angekündigt. Jetzt habe ich die Liste nicht offen. Und zwar gibt es ein Update, genau. Das Spiel wird ja jetzt 1 Jahr alt, demnächst. Wann war das? Oktober? Nee, November, glaube ich, ne? Wird es 1 Jahr alt und da kommt ein Pre-Update tatsächlich, was das ganze Management-System nochmal überarbeitet. Finde ich jetzt persönlich nicht so cool, aber man wird halt an Pausen denken müssen, also dass Mitarbeiter tatsächlich gewechselt werden müssen, weil sie nach Hause gehen oder eben Pausen machen. Und die schickt man jetzt nicht nur zur Ausbildung, dass sie da quasi eine Stufe aufsteigen. Vorher konnte man ja einen Knopf drücken, sondern es kommt jetzt ein Perk-System. Also jeder Mitarbeiter wird ein bisschen deeper. Finde ich persönlich jetzt nicht so interessant, weil ich eher lieber die Parks baue, als großartig ins Management zu gehen. Aber für die, die gerne an Management denken, ist das, glaube ich, ganz interessant. Gewerkschaft gegründet. Jetzt dürfen sie auch in Schichten arbeiten und nach Hause gehen. Genau. Und dann gibt es tatsächlich Neuigkeiten zu Jurassic World Evolution. Da warte ich ja drauf. Das wird ja quasi ein Parkspiel auch sein, aber eben mit der Jurassic World oder Jurassic Park Lizenz. Das klingt ziemlich gut. Und jetzt haben sie halt gesagt, dass man sich am Anfang des Spiels, muss man wählen, welche Karriere man geht. Und es wird eben 3 Stränge geben. Also einmal kann man, glaube ich, DNA entwickeln und eben neue Dinos sozusagen züchten, sozusagen. Dann kann man, glaube ich, gibt's wirklich Park-Design, also dass man einen guten wirtschaftlichen Park entwickeln muss. Und den 3. weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall kann man quasi 3 verschiedene Spielmodi mehr oder weniger spielen. Also kommt da... Also ich sag mal, gut umgesetzt sieht das definitiv interessant aus. Allein für die Musik würde ich das Spiel, wenn es den lizenzierten Score hat, würde ich allein schon deswegen spielen, für das Jurassic Park Theme. Genau. So zur Eröffnung erstmal. Lego Jurassic Park. In Dauerschleife. Sag mal, gibt es eigentlich von Lego irgendwas? Nicht? Lego Dark Souls gibt es noch nicht, wünsche ich mir aber. Nee. So machen die das nicht. Oh, das wäre cool. Lego Dark Souls. Mittlerweile echt omnipräsent. Findest du? Ja. Lego Filme, Lego Spiele, Lego alles Lego. Ja, geil. Also Lego Spiele gibt es schon Ewigkeiten. Und, ja, aber und jetzt haben sie es. Ninjago ist jetzt gerade neu gekommen als Film, das stimmt. Lego Dark Souls. Aber, ja, ich finde das cool, ich würde das feiern. Ich genieße das sehr. Ich mag die Lego. Also seitdem sie reden können, ja, okay, ich habe die vorher schon sehr gerne gemocht. Ich mag Lego sehr, sehr gerne. Und ich mag Dinos. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool. Könnte was werden, ja. Wie hat jemand die Mobs? Der 3. Pfad war übrigens Sicherheit. Also man muss gefährliche Dinos erstellen und züchten. Man muss darauf achten, dass sie nicht ausbrechen und so. Boah, das wäre schon Action. Meins. Da hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Cool. Ja,
Klingt sehr gut. Freue mich. Hitman. Neues Hitman? Ja. Naja, ID ist ja jetzt frei, ne? Ja. Mal gucken. Hat irgendjemand von euch Fortnite Battle Royale schon gespielt? Völlig. Ach, dieses völlig neue Prinzip, wo so viele Leute auf einer Map sind und so und sich dann abschießen und einer ja, überlegt. Ja, genau. Nee, das, ich glaube, das setzt sich nicht durch. Das ich habe nur Battle Royale gehört, was? Genau, nee, nicht meins, sorry. Ich fand es tatsächlich ganz ansprechend, weil es ein bisschen bunter ist als hier, wie heißt das, PUBG? Nicht so gelb, sondern tatsächlich lila, blau, violett, weiß ich nicht, in verschiedenen Farben. Sieht witziger aus. Wie heißt das? Fortnite Battle Royale. Und weil du ja in Fortnite ja auch diese Basen baust und so, haben die das mit übernommen. Und du kannst dir quasi den Weg sozusagen selber bauen, indem du mit Ressourcen dabei hast. Keine Ahnung. Das Interessanteste fand ich daran, dass die Streitigkeiten wohl zwischen PUBG und halt eben Fortnite bei den beiden Machern, weil PUBG die Engine von den Fortnite-Machern nutzt, also die Unreal Engine, und da halt eben Probleme wohl entstehen könnten und die da rechtliche Schritte prüfen, das fand ich ganz interessant. Ja. Weil just nämlich kurz danach, nachdem halt der Battle Royale-Modus für Fortnite rausgekommen ist, eben auch noch Änderungen an der Unreal Engine extra für Fortnite gemacht wurden, in Klammern nicht für PUBG. Ja, keine Ahnung, wie es da halt weitergeht. Finde ich halt schon auf jeden Fall spannend. Ja, hatten wir ja vor 2 Wochen schon ausgiebig drüber diskutiert. Dann fand ich interessant, dass Groove Music von Microsoft jetzt eingestampft wird zum Ende des Jahres. Und von, also auf der Xbox One, von Spotify übernommen wird. Bis jetzt konnte man ja nur auf der PlayStation Spotify nutzen. Microsoft hatte ja seinen eigenen Dienst und wollte den durchsetzen. Hat nicht so gut geklappt, wie es aussieht. Was ich mich natürlich frage, konnte ich jetzt nirgends rausfinden, die Info. Kommt auch bald Twitch für Mixer bestimmt. Genau. Was aus dem Radio in Forza Horizon 3 wird. Weil da ist man ja auch immer noch auf Microsoft Groove angewiesen, wenn man da tatsächlich irgendwie Musik hören will. Vielleicht ersetzt Spotify das ja auch bald. Dann kann ich endlich Spotify in Horizon hören oder so. Fände ich cool. Ist an mir vorbeigegangen, habe ich nie benutzt. Ich auch nicht. Ich habe davon das erste Mal, glaube ich, in Horizon gehört oder gelesen. Neo wurde für den PC angekündigt. Ja. Genau. Ja, einfach find ich so. Interessant. Das hat mich halt sehr gewundert, weil Sony Exclusive halt, ne? Habe ich halt gespielt, war cool. Nicht gedacht. Und auf einmal, jetzt ist es da und PC. Gut, die Leute, die halt keine PlayStation haben, können es jetzt halt eben spielen. Wie gesagt, war ein cooles Dark Souls-like. Die Empfehlung geht raus. Ja. Ich fand es ein bisschen, deswegen habe ich es bis heute noch nicht richtig gespielt. Ich habe es angefangen, so die ersten 2-3 Stunden gespielt und dann habe ich in meinen Streams geguckt und egal wie weit die Leute waren, sie haben immer die gleichen Kämpfe gemacht, gegen immer die gleichen Mobs und das hat mich dann nicht so angesprochen. Das war ja perfekt, das gleiche Problem, was ich auch mit The Search hatte, einfach, dass sich zu wenig geändert hat. Ich brauche immer neue Gegner, auf die ich mich einlassen muss, wie halt in einem Dark Souls. Wenn man halt ein Dark Souls-like macht tatsächlich, und ich glaube bei Nioh kann man es mit Dark Souls vergleichen, dann sollte man auch die Sachen, die Dark Souls eben gut machen, auch mit übernehmen. Ja, da ging halt eher die Verbesserung gegenüber oder die Innovation gegen Dark Souls war eher tatsächlich das Kampfsystem, wo sie halt versucht haben, Innovation zu setzen. Schwächen gegenüber Dark Souls waren ganz klar halt im Weltdesign, Weltdesign und halt eben, wie du schon richtig sagst, Gegnervielfalt bzw. Bossvielfalt. Ja. Genau. Das war's. Das Letzte, was ich da jetzt draufstehen habe, das war nur so, falls ihr davon gehört habt, aber ich glaube es nicht. Nee, sagt mir gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich schon erschienen, das ist Road Rage. Richtig, jetzt fällt es mir ein. Das ist ein Spiel, wo man sich quasi in einer Biker-Gang hocharbeiten muss, mit auf dem Motorrad fährt man. Halt, stopp. Was? Halt, stopp. Ja. Das haust du nicht einfach so raus, ohne zu sagen, dass es früher Road Rage gab. Ja, genau. Genau. Okay, wollte ich gerade sagen. Quasi auf dem Mist gewachsen, sozusagen. Ist jetzt rausgekommen, aber soll nicht, noch nicht so gut sein. Fühlt sich mehr nach Early Access an, was ich gelesen habe. Ich hab's
mir hat es letztens jemand geschickt und ich war so, und dann wieder so, Ja, eben. Ja. Ansonsten wären das hier auf der Liste erstmal alle meine Sachen. Und dann habe ich noch ganz, ganz kurze Twitch-News abzuhandeln. Was denn? War gut. Ja, sehr gut. Ich muss dich ja mehr daran erinnern, dass du nicht... Wieso? Also ich habe dich heute das zweite Mal gelobt. Hinterfrage das nicht. Okay, ich hinterfrage es nicht. Nehm es mit. Ich nehme es mit. Bierstick. Weil ich einmal in 2 Monaten Bier getrunken habe. Nein, Bier Grills, Bierstick. Du bist ach, jetzt. Ach so. Weißt du nicht, Bear Grills? Was? Bear Grills. Ich habe in diesem Stroh, ich habe überall Heu. Überall. Echt? Warst du duschen? Ja, sicher. Glaubst du, was da an Heu noch rauskam? Also überall. Aus Poren habe ich Heu rausgezogen. Ja, damit du dich wärmst. Was hast du denn da alles gemacht? Du solltest doch da drin nur schlafen. Ja. Masturbiert. Aber ein Bett im Korb. Aber wild, wa? Das ist in der Frage. Und gewälzt dabei. Und der Slappy ist dabei. Nee, das war wirklich so ein schmales Labyrinth. Und ich habe mich da halt mitten rein gelegt, weil die anderen halt überall am Schnarchen waren. Und ich wollte halt windgeschützt wenigstens sein. Es war halt so eine Riesenscheune. Und da war halt so ein Labyrinth aus Heu eben aufge... In der Scheune war Wind. Ja, die Fenster waren überall offen und die Türen und so. Was? Meinen Schlafsack nicht. Ich musste irgendwie schlafen. Ich habe trotzdem gefroren wie... Sind das deine Freunde, die dir nicht gesagt haben, dass du einen Schlafsack mitbringen sollst? Ich hatte einen Schlafsack dabei. Der Schlafsack lag im Auto. Ich war der Letzte, der schlafen gegangen ist. Und keiner hatte den Schlüssel zu diesem Auto. Ich habe 2 Stunden alle geweckt und allen Stress gemacht, dass sie mir bitte den Schlüssel geben sollten. Am Ende war es der Erste, den ich gefragt habe, der den Schlüssel hatte, weil er dachte, das war der Schlüssel fürs andere Auto, das er hatte. Hast du ihn verprügelt? Nein. Okay. Finde ich gut. Hast du die Reifen zerstochen? Ich habe mich noch nie geprügelt. Nein, ich muss noch nach Hause kommen. Ach so. Ja, du hast dich noch nie geprügelt? Man muss ja mal ein Statement setzen, ne? Man soll nicht lügen. Ich bin Stadtkind. Ein Bauernkind. Liebe Kinder, man soll nicht lügen. Wenn einer nach einem Schlüssel fragt und er es eilig hat, dann holt man den Schlüssel raus, ja? Nicht erst beim zweiten Mal fragen. Es geht hier um Leben und Tod. Stroh in der Hose oder kein Stroh in der Hose? Ich habe um 7 Uhr morgens dann eine Decke bekommen von jemandem, den ich aus Zufall getroffen habe. Und dann ging's, dann konnte ich 2 Stunden schlafen. Beim Zufall. Zufällig beim Schlafen zwischen Stroh im Labyrinth. Nee. Ich bin zur Toilette gegangen, da habe ich jemanden getroffen. Was hast du denn da gemacht? Alter. War das ein Festival? Nein, das war ein Junggesellenabschied. Da haben wir halt Lagerfeuer gemacht. Und wieso hat der Junggeselle nicht... Die hatten kein Geld für einen Stripclub. Ach, die waren alle betrunken. Ja, dann hättest du doch den Junggesellen da rausgeschmissen. Ich gehe auch nicht ins Stripclub. Ich prügel mich nicht. Ich gehe nicht ins Stripclub, Mann. Sorry. Nee, finde ich gut. Aber ich hätte den Junggesellen aus dem Schlafsack rausgeschmissen. Hier, was? Lektion. Der konnte doch nichts dafür. Nicht mehr alleine. Das ist deine Lektion, die du heute lernst. So, das waren die Twitch-News. Ja, wunderbar, nice. Es kommt mehr Anime auf Twitch. Und zwar ab morgen tatsächlich. Morgen beginnt es mit Ruby, was ich interessant finde, weil soweit ich weiß, ist Ruby ja eben kein richtiger Anime, sondern von einem US-Studio gemacht. Und zwar von Rooster Teeth, wenn mich nicht alles täuscht. Was quasi ein Studio ist, glaube ich. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe von Anime keine Ahnung. Aber das ist so ein Studio, das halt mit YouTube-Videos angefangen hat und sich langsam hochgearbeitet hat. Und dann, ja. Die Abkürzung war wegen Farben, nicht wahr? Rot, Weiß, Blau und Yellow. Ja. Davon habe ich mal was gehört. Ja. Bin ich raus. Laufen, glaube ich, 3-4 Staffeln am Stück. Jeden Tag eine. Also marathonmäßig. Es gibt währenddessen noch zusätzliche Sendungen drumherum, wie es gemacht worden ist und so Making-ofs und solche Geschichten. Wird ganz interessant. Warte, ich
gebe euch einmal den Link. Da kriegt ihr mehr Infos dazu. Wird bestimmt ganz interessant. Gucke ich mal wieder rein. Und ab dem 15.10. läuft dann Yu-Gi-Oh! Das ist jetzt nicht so meins. Muss ich zugeben. Yu-Gi-Oh! Ist für mich so Pokémon. Ich bin 32 Jahre alt. Klingt jetzt nicht nach einem Anime für mich. Aber der ein oder andere hat da vielleicht als Kind zugeguckt und möchte das nochmal sehen. Das heißt, es kommt wieder mehr Anime auf Twitch. Dann gibt es jetzt einen offiziellen Merch-Store. Oh ja, oh ja. In den USA bis jetzt. Aber man kann tatsächlich auch nach Deutschland bestellen. Hast du mal die Liefergebühren angeguckt? Ja. Ja, ja, Gebühren und Obacht bei Zoll. Irgendwann fällt dann nämlich auch wahrscheinlich noch Zoll an. Ja. Hoffen wir mal, dass es nach Deutschland kommt, ne? Irgendwann bei Amazon.de, nicht nur US oder bitte.com. Und Jacken und den ganzen coolen Stuff gibt es wieder nur in XXL. Mhm. Ja. Von daher, aber mal abwarten. Vielleicht kommt es ja nach Deutschland. Was anderes, was eventuell auch nach Deutschland kommt, was es momentan nur in den USA gibt, ist, fand ich jetzt interessant, ist an mir vorbeigegangen. Und zwar, wenn du, wenn man zwischen 13 und 18 Jahren alt ist, also Kind sozusagen, in den USA und ein Twitch-Account hat, darf man, wenn die Eltern auch einen Prime-Account haben, kostenlos Prime mitnutzen auf Twitch. Das heißt, Kinder von Twitch-Prime-Nutzern bekommen kostenlos Prime dazu. Und es stand sogar dabei, das hat mich jetzt gewundert, ich weiß nicht, ob da mal einer nachgelesen hat, dass die auch Prime abonnieren können. Was ist, wenn du jetzt eine Familie mit 100 Kindern hast? Kannst du dann 113-Jährigen den Prime-Account geben? Und 300 ich glaube, die Rednecks gucken noch nicht so viel. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wäre das möglich oder ist das limitiert? Und die Amische auch nicht. Ich weiß es nicht. Weil das habe ich nämlich nicht gesehen und das hätte mich nämlich gewundert, dass nämlich irgendwelche Leute vielleicht mal auf den Gedanken kommen, es dann doch für irgendwelche Sachen zu abusen. Also hier steht Free Channel Subscription. Tatsächlich. Naja, steht nicht Free Channel App Subscription nur für den ersten Monat und danach brauchst du selber einen. Sondern hier steht. Ja, dann könnt ihr jetzt. Das geht ja nur in Amiland erstmal, ne? Ja. Genau. Finde ich interessant. Von welchem Alter bis zu welchem Alter war das jetzt gerade? 13 bis 18. Ab 13. Bis? Ja, 17, 18. Ja, ja. Bei mir ist sowieso erst ab 18 von dem her. Ja. Ey, wieso? Aber die Eltern können sich ja den Account dann zocken. Vom Kind. Naja, theoretisch, genau. Okay, ich glaube, ich habe das System jetzt gerade nicht verstanden. Ich nehme. Ja, wenn du jetzt, mal. Sagen wir mal, dein Sohn ist 13. Ja. Fiktiv oder real? Ist ja völlig klar. Und Horst heißt er. Okay. Ja? Und Horst ist jetzt gar nicht so unterwegs, weil Horst ist mehr so der Schmetterling-Sammler und der macht in Karten. Ja. Also Postkarten. Aber Inge ist jetzt so drauf, die sagt so, ey, ich möchte bei Sali die 1000 Emote-Slots-Punkte freimachen, dann nehme ich doch von Horst einfach den Account und mache eine Freude und zapp sie dann. Was ich aber jetzt nicht verstehe, ist, die Eltern haben einen und die Kinder können den mitnutzen. Nein, nicht den mitnutzen, sie haben auch einen und kriegen dann die Prime-Vorteile auf ihren Account mit drauf. Jo, aber ich frage mich, wie man das nachweisen soll. Ja, genau, das ist halt die Frage, weil sonst hast du nachher Horst 1 bis 99 und das, Weil da stand halt eben nicht, ob es irgendwie limitiert ist auf 1, 2, 3 Kinder oder... Stand halt eben nur das, was eben Slabby gesagt hat. Soon sehen wir, glaube ich, den ersten Streamer mit 40.000 Subs. Hello, Shroud! Ja. Keine Ahnung, wie sie es genau ja, mal gucken, aber ich finde es cool. Also muss ich gestehen, weil im Endeffekt ist das eine coole Geschichte, so, dass du deinen Kindern was gibst. Das ist ja wie Amazon Prime für Studenten zum Beispiel. Das ist ja auch eine coole Sache. Für Leute, die jetzt nicht so viel Padde haben. Und wenn jetzt, sag ich mal, Horst unglaublich gerne irgendeinen Minecraft-Streamer guckt, der Bad Wars macht, könnt ihr da reins haben. Also es geht wieder, Minecraft-Streamer haben wieder eine Zukunft jetzt. Mhm. Definitiv.
Das sind sozusagen Amazon Teen Accounts, by the way. Du darfst ja bei Amazon eigentlich erst, glaube ich, ab 18 tatsächlich einen Account haben. Aber es gibt dann noch Spezialaccounts für Kinder. Und darüber läuft das dann gleichzeitig. Das ist doch cool. Ja. Solange und der letzte Punkt dieser kurzen Twitch-News, schon mal als Vorausschau auf den nächsten Plankenschnack. Und zwar an dem Wochenende, in 2 Wochen, ist die TwitchCon. Oh mein Gott. Und da bin ich mal gespannt, wie lang die Twitch-News in 2 Wochen werden. Lang. Na, hoffentlich. Ja. Man merkt jetzt, so für heute habe ich kaum neue Sachen gefunden. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass in 2 Wochen ein paar Sachen angekündigt werden. Ich hoffe es zumindest. Ja, letztes Jahr war ja doch eine Menge, ne? Ja. Sie haben ja fairerweise dieses Jahr gesagt, alles, was sie ankündigen, wird nicht während der TwitchCon live geschaltet, sondern erst danach. Das heißt, ja, da hatten sich ja wohl letztes Jahr viele beschwert, dass sie gerade auf der Con waren, genau, und alles von den neuen Features nicht direkt testen und nutzen konnten. Und da kannst du auch herauslesen, dass da wohl auch was kommen wird. Ja. Worauf man sich freuen kann und worüber sich man ärgern kann, dass man gerade nicht zu Hause ist. Ich weiß, was kommt. Mhm. September und September. Sub-Year. Sub-Year. Jetzt neu. Ausrufezeichen Sub-Year. Geil. Cool. Okay. Wobei Live-Sub kriegt dann schon wieder eine ganz andere Bedeutung, ne? Mm. Ja, das waren dann tatsächlich die Twitch-News. Und damit wären wir durch. Burle-Day. Jetzt haben wir aber eine Stunde ganz schön angezogen. Ja, sicher. Die ersten Spiele waren so, ja, lange. Okay. Ja. Wir haben noch Streamer der Woche. Ja. Ich fange an. Nee, also ich würde gerne noch was reinwerfen. Falls ihr da draußen in irgendeiner Form diese Sache kacke fandet oder gut fandet, könnt ihr sehr gerne, wenn ihr wollt, uns Feedback hinterlassen. Und ich glaube, wir würden uns darüber sehr freuen, alle hier, ja, ob euch das gepasst hat oder auch nicht. Oder wollt ihr Dizzy langsam rausschmeißen, weil er zu viel Rage ständig? Sowas könnt ihr alles gerne loswerden, wenn ihr möchtet. Und zwar bei Twitter, in unseren Streams, in unseren Postfächern wahrscheinlich oder in der Twitch-App im Channel Hashtag Plankenschnack. Das wäre dufte. Mhm. Das wäre toll. Ich hatte Spaß, aber ich auch. Komme ja gleich noch dazu. Ich auch. Ja. Tschüss sagen. Du willst anfangen, Sali? Ja, gerne. Solange noch geht. Oh mein Gott, Sali. Keine Ahnung. Mein Streamer der Woche ist Sascha, das E-Guy. Ich höre, was mir so aufgefallen ist, ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist eigentlich, ich höre nur Sascha. Sascha begleitet mich musikalisch jetzt seit fast 2 Jahren und ich liebe seine Arbeit. Also, was er musikalisch als DJ drauf hat, muss ich sagen, ist er top, top, top. Ja. Er ist ein absoluter Herzensmensch von mir und toll. Einfach nur toll. Rauf und runter bei uns läuft eigentlich nur Sascha. Mein Streamer, nicht nur der Woche, sondern allgemein, er gehört zu meinen Streamern des Jahres. Sascha ist großartig. Letztens hast du über mich sowas gesagt. Jetzt bist du wieder bei Sascha. Du gehörst auch dazu. Jetzt hör doch auf, rumzuheulen. Was ist denn jetzt, Sali? Ich habe mich besonders gefühlt. Jetzt fühle ich mich wie einer von Koi, Sali. Echt, ey. Ist okay. Okay. Gut. Jetzt, wo du deine Emotes voll hast, weißt du, brauchst du mich wohl nicht. Jetzt sägst du mich ab. Meine Gefühle, Sali. Ich hoffe, wir umarmen uns bald. Oh, Mann! Ja, ich hab dich auch. Stirb leiser. Sascha. Ich heiße Nils, du blöde Kuh. Nächster. Nächster, ja. Wer ist der Nächste? Ich? Okay. Ich möchte euch den Mr. Twison gerne ans Herz legen. Sehr, sehr cooler Dude, der A, witzig ist, B, unterhaltend und C, gute Spiele spielt. Ich meine, er hat auch mal
PUBG gespielt, habe ich gesehen. Wir machen alle Fehler, passiert. aber an sich, was ich so bei ihm an Spielen immer sehe, sieht das ganz gut aus. Also er hat Darksiders relativ viel gespielt in den letzten Wochen. Evil Within war dabei. Mafia 2 auch unter anderem. Der guckt sich auch neue Sachen gerne an und solche Geschichten. Kann ich nur wirklich euch empfehlen. Ich habe mich letztens, glaube ich, mit Coop unterhalten von den Bieber Bros. Und da hat er auch gesagt, so, es gibt teilweise Streamer, die bei denen guckt man rein und die sind super unterhaltsam, super witzig und man fragt sich, warum die nicht einfach mal mehr Viewer haben und er ist einer davon. Deswegen als so kleinen Geheimtipp, guck da mal rein, der ist echt cool. Wer ist denn der Nächste? Oh, ich. Ach ja, ich habe, um wirklich ehrlich zu sein, ich gucke nicht mehr so viel Streams. Das ist bei mir irgendwie nicht mehr, wenn ich streame und fertig bin, dann sind nicht mehr viele Deutsche da. Und ich habe mich in zwei Jungs so ein bisschen verlauft. Also so menschlich verlauft. Und das ist für mich ein Kriterium zu sagen oder denen einfach mal einen Shoutout zu geben beim Plankenschnack. Und zwar die Bibelbrüder. Ich mochte sie vorher nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, irgendwie komische Putzis gewesen. Und ich habe sie auf der Gamescom kennengelernt und ich habe eigentlich mitgekriegt, was für herzensgute Menschen das eigentlich sind, die beiden. Also sowohl Mogga als auch Kupi, die sind wirklich menschlich korrekte Typen. Und das schätze ich sehr an den beiden. Also ich muss mich da nicht verstellen, die nehmen das mir nicht krumm und alles. Und das ist großartig. Deswegen mag ich die Jungs und deswegen solltet ihr euch mal die Bibelbrüder angucken, falls ihr die noch nicht kennt. Wahrscheinlich werdet ihr es schon kennen. Aber das ist für mich so Streamer der Woche. Ich habe viel PUBG mit denen gespielt zusammen und auch so gucke ich da morgens zu, weil Stay, hallo, beste Grüße, kannst du vielleicht mal vormittags streamen, du Arsch. Ich bin 2 Jahre Sub, ich darf mir das wünschen. Jetzt gucke ich die Bibelbrüder vormittags, okay. Ich bin auch Mod da, da habe ich meine Vormittagsbeschäftigung. So, dafür müssen sie herhalten. Oh Mann. Und Sleth. Ja, herhalten klang so lustig, weil es trifft auch so bei mir ein bisschen zu. Und zwar möchte ich Gala aus Dala nennen. Das ist so, viele benutzen es wahrscheinlich als Morgens- oder Kaffeeklatsch-Unterhaltung am Morgen, um wach zu werden. Ich benutze es, jetzt nicht negativ gemeint, um eher dann damit einschlafen zu können. Wie gesagt, die gute streamt halt morgens. Hat angefangen vor einiger Zeit mit World of Warcraft und Raiden. Hat dann irgendwie entdeckt, dass sie aber auch eine kreative Ader hat und hat angefangen, creative zu streamen, also Emote zu zeichnen. Und das ist mit der Zeit immer besser geworden und das macht sie halt im Stream, chillige Musik nebenbei. Ja, kann man dazu gucken, wie sie malt, ist super entspannt und das mache ich halt so zur Nebenbeschallung, wenn ich morgens ins Bett gehe. Und wie gesagt, die Emotes mag ich darüber hinaus auch noch, von daher eine runde Sache, Empfehlung geht raus. Da schaue ich auch morgens ab und zu rein. Die Wir reden von ganz morgens. Ey. Ja, so 8, 9 Uhr morgens. Weil du gesagt hast, ins Bett gehen. Genau, das ist so meine Ins-Bett-Geh-Zeit. Morgens 8, 9 Uhr, ich habe einen ziemlich kruden Biorhythmus. Oh, bist du ein Nachtmensch? Ja, definitiv, schon immer gewesen. Geil. Kann das vielleicht daran liegen, dass du so viel Cola trinkst? Och. Die ist ja auch schwarz, Nacht und so. Vielleicht. War auch ist schon vorher. Körper ich wollte so schon als Kind nicht in den Kindergarten, ich wollte nicht in die Schule, ich wollte nicht aufs Gymnasium, ich wollte nicht in die Uni. Ich wollte nicht in die Redaktion, also nicht zu den Uhrzeiten. Ich habe mir immer Arbeit mit nach Hause genommen und habe dann eher abends kreativ noch gearbeitet oder gearbeitet. Weiß ich nicht, schon immer besser nachts funktioniert als tagsüber. Frag mich nicht, warum. High five, ich wollte auch so viele Dinge in meinem Leben nicht. Heute mache ich die auch nicht mehr. Heute meckere ich nur noch. Wir können später eine WG aufmachen, ne? So eine Altersheim-WG. Und dann... Kennst du diese Fensterbrett Olpings? Ja. Ja? Wieso? Wir machen dann immer Schichtwechsel. Ich vormittags und Nachmittag und du machst dann Nachtschicht. Ja. Und dann können wir mal jeden anranzen. Ey, runter von uns der Parkplatz an, du Arsch, Alter! Verschwind, aufgeschrieben! Das ist gut, das ist eine geile Idee. Ja. 24/7 Security für den Parkplatz. Läuft. Geil, wir machen uns damit selbstständig. Endlich mal einen Plan. Gut. Ja, ab nach Hause. Tschüss. Möchtest du heute eine große Rede schwingen? Echt eine große Rede schwingen?
Ja. Dann will ich deine große Rede schwingen. Na, sonst sage ich immer dir so alles. Ja, meinst du, soll ich anfangen oder was? Nee, anfangen. Ich sag mal schnell Tschüss. Ich sage Dankeschön für diesen wundervollen Abend und mir gefällt das neue Format sehr gut. Ich hoffe, dass das bei euch auch so gut angekommen ist. Sleth, Dankeschön. Eine echte Bereicherung, muss ich sagen. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Ein großes Dankeschön an die Regie, die wunderbar alles eingeblendet hat. Danke, danke, danke schön für die ganze Arbeit, die im Hintergrund läuft. Und ansonsten, tschö mit Ö. Ja, siehst du, da muss ich ja gar keine Rede mehr schwingen. Das hat ich jetzt übernommen für mich. Ja, jetzt kannst du noch meinen Schönen sagen. Ja, von mir. Willst du? Ja, wollte ich ja gerade. Ja, dann hau rein. Ja, von mir auch. Vielen lieben Dank an euch, die da draußen zugeschaut habt, an mich und an uns, die hier vor der Kamera saßen, an Sleth vor allen Dingen am allermeisten, dass du heute Zeit gehabt hast, hier mit uns in feinsten Details durch die Neuerscheinung der Spielewelt durchzugehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Und ehrlich gesagt, vor 51 Folgen, vor 2 Jahren, war das genau die Sache, wo ich hin wollte mit dem Plankenschnack. Schön, dass wir es nach 50 Malen jetzt tatsächlich so weit gebracht haben, dass wir über Videospiele reden. 4 Stunden lang. Ja, das ist so gut. Wow. Und dann, daher danke auch an die Regie natürlich, an all die anderen Leute, die hier mit daran beteiligt sind. Und ich freue mich schon auf in 4 Wochen, wenn wir über die Neuerscheinung des Novembers reden werden. Hast du gerade dir selber gedankt, du Arsch? Nicht mit so viel Ernst, wie du jetzt wahrscheinlich daraus machen willst, aber ja. Nee, will ich. Ich danke Gott jeden Abend vorm Schlafengehen, dass ich auf dieser Welt sein darf. Und ich finde, du solltest das auch tun. Das mache ich auch. Das freut mich. Das mache ich auch. Du brauchst gar nicht so doof grinsen, das mache ich wirklich. Und okay, dann halt nicht. Okay. Sleth? Ja. Wir haben auf der Gamescom gesprochen. Ich habe dich angehauen. Du hast gesagt, yo, und es ist so, wie ich mir das gedacht habe. Das freut mich. Wie ich mir das gedacht habe. Ich finde das schön. Es ist eine Bereicherung, weil ich halt auch sehr oft meinen eigenen Faden verliere durch die Wut in meinem Bauch, die übrigens nur im Plankenschnack rauskommt. Ja? In meinem Stream bin ich gar nicht so. Das ist hier ein Festival der Gefühle. So nenne ich das jetzt, ja. Vielleicht sollten wir das so nennen. Festival der Gefühle. Wow. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank, Sleth, dass du da warst. Ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Es ist echt gut. Dankeschön, dass du hier dran mitwirkst. Auch jetzt nicht nur hier sitzt und redest, sondern auch nebenbei noch was machst. Ja. Das ist sehr, sehr schön zu wissen. Vielen Dank, Leute da draußen, für alle Unsubs und Unfollows, weil ich geschrien habe, weil man darf das ja nicht, seine Meinung kundtun in irgendeiner Form. Dankeschön, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank, dass ihr das ertragt. Es ist für mich wirklich ein Ventil geworden, was raus muss, wie ihr wahrscheinlich auch merkt zwischendurch und ich das einfach nicht so wegstecken möchte. Verzeihung, falls das jemanden stört. So bin ich halt einfach, sorry. Sali, danke, dass du da warst. Labby, danke, dass du da warst. Regie, danke schön. An alle, danke für 51 Folgen. Und gebt uns Feedback. Das wird uns wirklich sehr freuen, weil auch mir hat das echt unglaublich viel Spaß gemacht, endlich mal wirklich über alles zu reden, was mit Computern zu tun hat und Spiele. Und ich auch immer wieder feststellen muss, dass es Menschen da draußen gibt, die noch mehr über Computerspiele wissen als ich. Also ich weiß eine Menge, aber ihr zwei so, Slabby und auch Sleth, scheiß die waren dann, ihr wisst halt noch viel mehr. Sali halt so Konsolen ging, ich stütze immer, okay Jungs, ja, die Spiele kenne ich, was ist das? Verstehe ich voll im Stein drauf, wovon redet ihr damals schon so? Sleth, deine Dings. HDGDL, love you long times, Leute da draußen. Viel Spaß, lasst euch gut gehen. Bis dann. Erstmal Sali, gute Besserung für die Stimme. Ja, das danke. Ist ja, oh mein Gott. Boah. Ja, gute Besserung. Ihr drei, ich sage danke für die Einladung, danke für das Vertrauen oder den Vertrauensvorschuss. Ja, ich hoffe, dass ich da nicht enttäusche. Ja, Feedback natürlich von euch da draußen. Lieben gern erwünscht, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Ja, natürlich an die bekannte Adresse, Twitter, etc. Ihr wisst, wie es funktioniert.
Ich fand es ziemlich geil. Ja, ich rede gerne über Spiele, weil ist halt Hobby, ist halt Beruf, ist halt Leidenschaft und von daher absolut lieben gerne und auch immer wieder. Ich sage dickes Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Habt noch einen schönen Sonntagabend, startet gut in den Montag und dann sehen wir uns eventuell beim Ein- oder Plankenschlag irgendwann wieder. Ihr seht die Leute definitiv in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Winken, ciao. Auf Wiedersehen.